Wirklich, das ist, ey, jetzt ist das ja. Hermano. Wirklich, jetzt ist das Auto ist geschissen. Das ist geschissen. Das Auto hat Eingang und tatsächlich frei. Das ist. Hermano. Jetzt haben sie es aber wirklich komplett kaputt gemacht. Dann machen sie das Radio doch mal aus, meine Güte. Also, warum fährt dieses Auto 60 Meilen? Wirklich, also, ey, dann kann das jetzt überhaupt noch fahren, shit. Du bist gerade der. Scheiße. Fahr damit irgendwie mal weiter, Mann. Wo soll ich jetzt hin? Lang? Wo fährt der Mann? Wo jetzt? Ohlfeldern, Mann. Ich hab meinen Chat angemacht auf dem Handy, weil ich sonst euch nicht sehe. Ich kann hier nicht raustappen. Da war der Kaktoden noch an von meinem eigenen Stream. Aber alles gut. Wir werden gerade bald führt. Ich hab den Stream angemacht. Das war nicht geplant. Ja, Senorita, du musst so einiges bei dir ersetzt kriegen, okay? Oh, beleidigen Sie mich weiter. Wissen Sie was? Ich nehme mir das gar nicht so ernst. Ach, Herzen. Gerne, mir, da geht's dir nicht. Alles tut dir werden, Leute. Hast du dir irgendwas wehgetan? Ich weiß, Sie tun das, um einen Schwanzvergleich zu machen. Hast du dir irgendwas wehgetan? Ich hab mir nichts wehgetan, was? Walle. Ich hab. Wollt ihr das PD erpressen oder warum bin ich hier? No, das hat nichts mit dem PD zu tun. Oh, Mann. Ich dachte, du arbeitest nicht beim PD mir da jetzt doch, Mann. Natürlich. Das weiß was? Man doch. Ich halte okay. Die Klappe. Wisst ihr, ich hab's auf etwas abgesehen. Oh Gott. Das ist diese Goldkette, mit der die Salami da rumfährt. Goldkette? Yeah, ich hab hier Leute mit einer fetten Goldkette gesehen und die will ich haben. Lami? Yeah. Oh. Aber das war trotzdem der ursprüngliche Plan. Ich sehe mir da irgendwie, das war ein Zufall, dass wir wussten, dass du den Lami kennst. Es tut mir leid! Oh shit. Es tut mir leid! Oh fuck, man. Ich ruf zurück. Ich ruf zurück. Shit, wenn er solche irgendwie schieben. Wie sie das machen? Sie halten jetzt die Bremse fest und lassen immer wieder ein kleines Stück los. Ganz langsam. Willst du mich gerade verarschen? Nein, Ariane, was ist das für ein Auto, Ariane? Das kostet nur $20 im Tanken. Ist der ganze Tank voll? Oh mein Gott, Gott sei Dank. Dieses verschickte Auto, ich träge wirklich wieder. Dieses Auto, man wurde gleich kaputt geboxt, man. Wirklich. Oh weh. Oh shit, mir der Mann, wir sind lange nicht mehr hier, man. Weil es steigt mir aus, ja. Ich auch. So, einmal aussteigen. Warte, du musst die Kindersicherung noch vor die Senorita hier ausmachen, ne? Ja. Barbara, lauf jetzt nicht weg, man. Jetzt. Barbara? Ich bin nicht dumm, ich steh doch. Okay, dann geht einmal hier zwischen die beiden blauen Autos. Die zwischen den zwei das denn nochmal, Mann? Container. Container, mir, du auch, Mann, Senorita. Kann man das denn Opa, jetzt wieder? Opa, komm auch her. Ja, der Opa, Mann. Jetzt gib mir doch ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Du kommst ja nicht auf die Idee wegzulaufen. Barbara, bei deinem Alter kommst du sowieso nicht weit. Oh. Menga. Mach dir keinen Kopf, Ariane. Wenn die uns umbringen wollen, wären wir schon längst tot. Wir haben offensichtlich nichts im Gehirn. Was ist hier los? Das ich weiß es nicht. Man. Yeah. Jetzt, Ariane. Rufst du Lamia? Ja. Barbaros mir da heute nicht. Wo soll ich hinkommen? Wer schreit denn hier so? Soll er hinkommen? Ich habe beim Herzen. Moment, ich rufe ihn an. Hallo? Ja, hallo Lami. Wo bist du denn? Darf ich sagen, wo ich bin? Ja, er soll alleine. Du sollst alleine zu den Ölfeldern kommen. Schick ihm Standort. Ich schicke den Standort, ja. So, die alleine. Verdammte Goldkette nicht vergessen, okay. Merda. Du sollst deine Goldkette nicht vergessen, Merda. Okay. Ansonsten, yeah. Ansonsten ist nicht gut gerade hier, okay? Beeil dich. Ich schicke Ihnen jetzt nur den Standort, ihr könnt gerne auf mein Handy schauen. Yeah. Okay. Standort geschickt. Vale, Ariane, jetzt legst du das Telefon vor deine Füße. Sollte das klingeln, sagst du mir Bescheid. Ja. Habt ihr von den anderen beiden das Telefon? Ja, mir der Barbara, man gibt jetzt das Telefon mal, ja. Perfekt, du Mann. Opa, hast du Dolaris dabei? Was? Dolaris, hast du Dolaris dabei? Ja, muss ich jetzt ausschreien, ist dein Hörgerät kaputt? Nein, aber ich. Darf ich gucken, ja, wie viel ich habe? Mehr raus und zieh langsam nach. $30, circa. Ja, lass dich denken, damit. Damit kriege ich ja nicht mal ein Taco beim Lolitas. Ja, ich habe auch nicht mehr. Ja, lass ich die mal gucken, ob der irgendwo kommt, der Pentacho. Ich wollte nur meine Haare machen gehen, wer nicht heute.
Hey, so schnell kann das gehen, Merde. Dauert wohl jetzt was länger. Oh Mann. Er fährt die Merde nicht rot oder so, oder? Wer fährt die nicht hoch oder dort? Meine Haare sehen die, mit Blut. Sehen die aus, als ob die jetzt. Ach so, mit Blut, okay. Ja, da können wir. Stopp mal, Merde. Kann ich mich ganz kurz mal mit den Eltern unterhalten, was ihr eine gottverdammte Heulsoße großgezogen habt, Merde? Was? Wenn ich weine, dann drehe ich nicht durch. Ich heul dann lieber. Manche Menschen haben Gefühle. Es ist gemein, sowas zu sagen. Ich bin empathisch. Ja, immer ein bisschen abhärten, müssen Sie. Nein, das ist schlecht. So kriegen Männer das nämlich beigebracht. Und dann haben die viele Aggressionen. No, Senorita. Also schau dir das mal an, Sie. Ja. Schau dir das an, was du deinem Kind antust, sie. Soll sie verheult, Merda, hat die Angst, sie. Nicht vorbereitet auf die Welt, was sie erwarten wird, Merda. Wer ist schuld? Ihr, Merda. Richtig. Habt ihr sie gar nicht vorbereitet? Vorbereitet, Hupplich, dass sie Merda. Überfallen wird im Leben? Hätten sie mal im Garten mit einem Messer oder so bedrohen sollen, hätte sie keinen doch, Merda. Nee, ich hab sie doch vorbereitet, dass, wenn sie traurig ist, es nicht unterdrücken sollte, weil das mit Trauma Treppel und viele weiteren Dinge Barfuß im Schnee, Streichhölzer könnte. Verkaufen oder so, sie. Das was da. Rechnen, aber würden Sie nicht weinen, wenn da einer mit dem... Also nein, Jonathan, er ist hardcore, er weint nicht. Aber wurden Sie nicht groß? Hatten Sie keine Eltern? Wie? Doch, warte, Merda, was? Ich hab eine Madre, natürlich, Merda. Ja, und die leben Sie doch auch, oder? Sie? Lebt die Sie auch? Die natürlich, Merda, die hat mich auch geohrfeigt, Merda. Aber... Ja, aber wofür richtig. Diese Fragen, Opa? Ich wollte fragen, also. Ich hoffe, also. Ja, sprich gerade heraus. Ja, ich hoffe, das ist nicht zu nahe getreten jetzt. Na, das war eine reine Interessensfrage. Bitte was? Das muss mein Hermano entscheiden, ob ihm das zu Hermano? Hermano, passen Sie mir, der Hermano, sie? Hallo, Hermano. Was heißt das, oder was ist großer gut, Bruder? Was ist, Mann? Was heißt er, Hermano? Bruder. Ja. Wir sind, verwandt. Okay. Ja, Senorita, sag doch auch mal was dazu, Merda. Findest du es jetzt tote Bären, was deine Eltern mit dir gemacht haben, Merda? Falsche Erziehung und so? Nicht abhärten? Jetzt stehst du hier wie so eine kleine Chavala mit Perukchen, Merda, bist die an die Heulen, Merda. Und du bist Kopf, verschmiert, Merda. Willst du mich verarschen? Ich bin Empathin, ich kann da nichts für. Und warum bist du dann 5-0 geworden? Was ist 5-0? Ja, komm. Wie lange braucht der denn, Mann? Weil man vielleicht auch mal Cops braucht, die nicht nur hart durchgreifen, sondern auch ein paar Cops, die sich in andere reinversetzen können. Ich find's toll, dass du empathisch bist. Ah, Barbara fängt's auch bald beim Pedi. Nee, um Gottes Willen. Wahrscheinlich auch schon die Altersgrenze überschritten. Ja. Ah, ja, wahrscheinlich, ja. 100%ig feiern die, dass das Ariane so hart Angst hat, ey. Nicht wirklich, keine Sorge, sie verletzt mich damit nicht. Wie alt bist du eigentlich, Merda, wenn ich mal fragen darf, Senorita? Das hab ich schon dreimal beantwortet. Sie sagte immer, sie wäre 39. So ist es. Niemals, zeig mir deinen Ausweis. Hol mal deinen Ausweis heraus, Merda, das will ich jetzt kontrollieren. Ich zeig Ihnen gerne mein Portemonnaie, aber der wurde mir gestohlen. Ich hab grad nichts, um mich auszuweisen. Er kommt aber zu Fuß hier hoch, shit. Ja, soll er zu Fuß hochkommen. Hol ihn her. Ich geh mit ihm. Ja. Guck mal, da kommt eure Rettung. Ja, ist das so? Yeah. Ja, ich, aber ihr tut ihm doch nichts, oder? Na, wir tun ihm nichts. Hat er denn oben was sei denn, an? Er steckt seine Riesennase wieder in Dinge, wo sie nicht reingehört, sie? Yeah. Oh. Was haben wir denn damit zu tun? Wisst ihr, das ist so eine spontane Aktion, das glaubt ihr gar nicht. Eigentlich wollten wir die Senorita überfallen. Einfach nur die Druckmittel mehr, das eigentlich wollten wir diese Senorita überfallen. Auf einmal hat sie nur $20 dabei. Ja, unser fucking Ehrengast ist hier, ja? Yo, Lani. Hallo, ja, was geht? Ja? Ja, hallo. Du bist heute die Rettung von diesen drei. Dabei, fuck, oh. Einmal deine Uhr und deine Kette an den Hermano hinter dir. Okay, und du? Nein, mich, ja. Ja. Gibt's irgendwas? Na, no, das passt schon. So, und jetzt setz dich drei. Könnt ihr schon mal auf den Boden setzen, Merda? Nimm mir sein Telefon ab, kriegst du gleich. Ja, gib mir mein Handy. So, wir sollen uns auf den Boden setzen. Ja. Das ist so, lass uns jetzt alle auf den Boden. Wir kuschelt ein bisschen miteinander. Ja, genau. Sag mir, was ihr für eine tolle Familie seid, mehr da. Also, passt auf. Eure Telefone, hä? Ich schmeiß mir gleich dort vorne an diesen Reifen. Dort liegt so ein Reifen auf dem Boden. Seht ihr den? Ja. Nein. Ja, dort liegen gleich eure Telefone.
Wenn ihr seht, dass wir weg sind, steht ihr auf, holt sie euch, ruft die Cops oder was auch immer, ist mir scheißegal. Aber bis dahin sind wir nicht weg. Wallace, steht ihr vorher auf, dann habt ihr ein gewaltiges Problem, weil dann smoke ich euch, habt ihr das verstanden? Verstanden. Okay, verstanden. Ja, Merda, passt den mal ab, Merda, nicht, dass der noch was auf Tasche hat und uns gleich hinterher ballert oder so. Aha. Ich hoffe, du hast keine Waffe mitgenommen. Leuchtpistole. Ja, Merda, dann wird das Magazin jetzt leer gemacht, Merda. Schön. Ja, er kann das scheiß Teil behalten, nimm ihn aber die scheiß... Schön, mach das Magazin leer. Erman, nimm das Ding da raus, schmeiß es weg. Gib mir das Ich gebe dir das Magazin einfach, ja. Der schön. Lass mich aber kurz gucken, nicht, dass du dein Robes drin hast. Ne? Alles gut. Na, alle setz dich wieder hin. Ja, oh Mann. Perfekt, sieht dir gut aus, ne? Okay. Alle, perfekt. Soll ich mich wieder hinsetzen? Sehr, setz dich wieder hin, Mann. Okay. Okay. Perfekt, perfekt. Das Magazin schmeiß ich mit zu den Ariane, Barbara, ja. Es war mir eine Freude. War wirklich schon mit euch. Dein Auto steht ja hier. Danke. Opa, mit dir hatte ich ja jetzt nicht großartig zu tun, aber kümmert euch um eure Tochter. Wirklich noch, habt ihr ein bisschen Lani, Zeit, das Ganze wieder gerade zu biegen. Sie härtet sie ein bisschen ab, Merda. Ich weiß auch nicht, Lani. Trainier deine Nase noch etwas oder so. Alles klar. Vale, dann adios, Mann. Bis bald. Tschüss. Opa, ich leg dir dein Telefon hin. Na? Nimm die Telefone mit. Leg mir da vorne gleich an die Reife. Vale, dann nehm ich die wieder mit. Bist du beleidigt? Weiß nicht, was ist? Das ging so schnell. Ich sollte Barbara anrufen und dann Lami anrufen. Nein, ja. Könnt ihr mich aufklären? Wir wissen es selber nicht, Lami. Ich wollte zum Mountain fahren und dann. Ich wünschte, ich wüsste es, ne? Und dann waren wir auf dem Parkplatz und dann kam die angefahren. Wer ist wir? Ich! Nein, nur ich! Ich habe mit Atkins telefoniert. Ach so. Und ich wollte nur dahin fahren, aber vorsichtig, weil ich habe nämlich vom MD so einen Wisch, ich darf nicht selber fahren. Und ich wollte jetzt aber auch nicht wieder Lami und die anderen nerven. Hätte ich das mal gemacht. Aber wie hast du gefragt? Irgendwelche... Nein, die haben nur... Das Einzige, was er gesagt hat, du sollst deine... Was hat er gesagt? Du sollst, Lami soll sich aus... was hat er denn noch gesagt? Angelegenheit und Aushaltung. Irgendwo reinstecken. Gut, ich glaube, das ging jetzt aber nicht gegen Lami, sondern offensichtlich, wie er es mehrmals gesagt hat, gegen Ariane. Ariane, du nur 20 Dollar dabei. Anscheinend wissen die, dass du mich kennst, Ariane. Dann haben die mich angerufen. Jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt aber nicht, was ich da sollte. Die dich denn? Weil am Ende wollten die Lami. Aber ich weiß nicht, welche Kriminellen wissen, dass wir beide uns kennen. Habe ich jetzt für euch bezahlt? Wen hast du mal erzählt, dass du Kindergeld für mich... Ja, Lami, wie teuer war ich habe noch nie jemanden erzählt, dass ich Kindergeld für dich kriege. Nein, aber hey, könnt ihr, aber das muss was, das ist ja kein normaler, Ich weiß nicht, warum ich und Jonathan jetzt dabei waren. Das verstehe ich nicht. Was war das jetzt für eine kopflose Aktion? Sind die komplett... Ja, sieht gut aus, aber... Die hatten ja komplett gar keinen Plan. Da haben die gedacht, Mist, jetzt haben wir Barbara und Jonathan dazu geholt. Jetzt, boah, wollten wir aber eigentlich Lami... Ja, aber das war ja kein normaler Raubüberfall, da muss doch, also, hä? Ja, die wollten deine Goldkette haben, die meinten... Ja, aber da, also, ob es darum geht, Barbara... Warum seid ihr denn dann hier? Ja, das weiß ich doch auch nicht. Das ist doch das, was ich so hohl finde. Also nochmal, ich sollte wohl überfallen werden. Ja. So, ich war bei mir am Parkplatz. Ich wollte in mein Auto einsteigen und hoch vorsichtig zum Mountain Herrn Style fahren, weil ich Atkins nicht mehr erreicht habe. Und dann bin ich gerade eingestiegen. Da haben die gesagt, dann haben sie sich vor mein Auto gestellt mit ihrem Auto und meinten, dass ich aussteigen soll. Dann haben die gesehen, Chica, Ariane Barnes und so. Und wahrscheinlich habe ich irgendwann mal im Dienst mit denen zu tun gehabt, weil die wussten, ich bin Polizistin. So. Und dann bin ich... Gut, die wussten ja gerade auch irgendwie alles über mich. Ja, und dann haben die gesagt, warte, du bist Ariane Barnes, wo ist Barbara? Wo ist die? Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann wollten die auch wissen, die wollten dann, dass ich nach Hause fahre zu Barbara. Und dann habe ich versucht anzurufen, da hat Barbara mich auch weggedrückt und sowas alles. Ich dachte, okay, das war's jetzt, ich bin so tot einfach. Und Gott sei Dank habt ihr dann aber abgenommen. Da haben wir uns beim Celestia's da getroffen und dann haben sie Barbara auch ins Auto geschafft. Und dann haben sie gesagt, ich soll dich anrufen. Genau, sie meinten, weiß irgendjemand, wo Barbara ist? Weil ich gesagt, stimmt. Die haben gesagt, die wollten das Kindergeld haben. Und dann habe ich gesagt, ich habe kein Kindergeld. Und dann dachten sie wahrscheinlich, ja gut, dann holen wir uns Lami. Aber dann, welches Kindergeld? Du musst das Irgendjemand hat den beiden wohl erzählt, dass man Kindergeld bekommt in Los Angeles. Was eine große Lüge ist. Wir wissen alle, dass in dieser Stadt man gar nichts kriegt. Ja, aber als alleinerziehende Mutter. Also komplett aufgeschmissen. Wo ist denn jetzt erst mit dieser scheiß Reifen?
Also ich glaube nicht, dass das ein normaler Überfall war jetzt. Ich glaube, die wollten schon irgendwas so. Da unten ist ein Reifen, oder nicht? Ja, da unten ist ein Reifen. Da ist ein Reifen. Ich hole mal kurz unsere Handys, ja? Ja, das ist eben. Da hinten leuchtet irgendwas. Ja, ich bin eigentlich hier, ich bin eigentlich in der Meta-Aufnahme, lustigerweise, ne? Und da musste ich jetzt kurz auf Stream drücken. Ja, wurde Ariane Mini entführt. Ach, ich liebe die. Die sind so lustig und gleichzeitig aber auch doch ein bisschen angsteinflößend, ne? Die sind echt toll. Ja, deswegen wird es auch nicht lange gehen, ne? Ich mach gleich wieder aus. Ich muss ein paar Sachen heute erledigen. Eigentlich ist es eine Meta-Aufnahme. Die auch gleich weitergeht. So, ich hab die Telefone hier, warte. Ich weiß nicht, von wem welches ist hier. Nimm mal die, nimm euch erstmal. Ja, danke schön. Das eine ist ja von mir, das ist nämlich. Ja. Das ist meins, oh hier. Gott. Ach, jetzt ist da ein Kratzer drauf. Oh, diese Asozialen, jetzt ist da ein Kratzer drauf. Ja, scheiß auf den Kratzer. Da hab ich einen Tag mal keine Hülle drauf und dann so eine Scheiße. Oh, Kacke, ey. Aber was, in welche Angelegenheit hast du deine Nase in letzter Zeit gesteckt, Dami? Ich, das Einzige, was ich wüsste, ist, diesen ganzen Alice-Taxi-Stress unter einen Hut zu bekommen, aber das ist doch auch meine Angelegenheit irgendwo. Also, wo aber reingesteckt, weiß ich nicht. Hab ich nicht. Ich vielleicht mal ganz kurz über das Wesentliche unterhalten und dass ich jetzt einen Kratzer an meinem Telefon habe? Nein! Doch! Ja, dann ruf das PD, Barbara. Unterhalten, warum die uns ermorden wollten. Ruf das PD, weil sowieso wegen Schadensersatz und sowas alles auch. Einer muss das rufen. Aber ja, das mache ich aber eher später, ne? Sonst heißt es nachher. Ja, aber jetzt sind wir doch gerade noch hier bei den Ölfeldern. Mach das doch jetzt. Warum habe ich meine Ohrringe eigentlich noch? Ja, warum hast du deinen Ring noch? Geht eigentlich. Ich habe auch noch meine Uhr. Ich habe meinen Verlobungsring noch, den haben sie mir gelassen. Ich habe meine 1200 Dollar Ohrringe noch. What? Oh mein Gott! Nun. Aber warum wollten die das denn jetzt von mir? Ich verstehe das nicht. Ja, vielleicht hast du mal eine Geschichte mit irgendwelchen. Ich meine, mit vielen Leuten eine Geschichte. Die kannten uns drei, aber die kannten Jo nicht. Aber wieso wollten die dann von Dami was? Ich meine, ich weiß das alles nicht. Ich kann es ja denken, aber die durften die ja nicht erkennen. Also irgendjemand sein, der uns alle kennt. Haben die denn noch irgendwas gesagt, einen Hinweis oder so? Das Problem ist, mich kennt jeder. Ja, Kindergeld. Halt, Barbara soll mein Kindergeld zahlen und das wollten die dann haben, das Kindergeld komplett, weil ich habe nur 20 Dollar bei. Ich habe nie was von Kindergeld erzählt. Vielleicht haben die sich auch einfach nur was ausgedacht, weil die mich treffen wollten. Ich verstehe das nicht. Tut mir leid, ich habe nirgends irgendwo meine Nase reingesteckt. Nee, ich verstehe es auch nicht. Ich bin nur so. Ich kack mich gerade ein. Aber wir könnten hier mal wegfahren. Ja, bitte. Das ist eine fantastische Idee. Kann jemand von euch mit meinem Auto fahren? Weil ich soll nicht fahren. Ja, ich fahre. Ich habe meins unten. Wir können uns ja alles Taxi treffen, wenn ihr wollt. Moment, ich mach kurz an. Natürlich. War leider kein Schlüssel. Oh. Mann, ey. Wann ist das Auto schwarz? Ach, eine Weile. Warum ist er hier im zweiten Gang hochgefahren? Ist auch klar, dass er hier nicht hochkommt im zweiten Gang. Da dachte ich, die drehen gleich durch, als sie dich mit dem Auto hier hochkamen, wisst ihr? Aber man muss auch mit dem Auto fahren können, ne? Wie ich. Ja, aber fahr bitte vorsichtig. Ich habe Schwindel im vorsichtig. Moment. Ich habe vom MD Schwindel. So ein. Ja, ich habe vom MD so ein Wisch. Für die Arbeit habe ich das bekommen, ja. Mir geht's im Moment nicht so gut. Scheiße. Was ist passiert? Mir ist in letzter Zeit schwindelig und ich klappe immer zusammen und sowas alles. Und da musste ich zu die. Ja, jetzt haben sie gesagt, ich habe Eisenmangel, aber ich fresse nur Burger. Deswegen muss halt die ganze Spinat und so essen. Ich habe einen Bluttest gemacht. Ja, du musst dich mal gesund ernähren, weißt du? Ich wollte euch auch nicht stören, ne? Ich, wie gesagt, ich werde gleich, Ja. Ja. Hey, du hast uns nicht gestört.
Wir waren gerade fertig, ne? Also, okay, aber ja. Ich... Oh, jo, wirklich, es ist echt schön. Ach schwierig. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Ja, das ist mein Leben im Moment. Danke. Bitte schön. Soll ich dir die... Ich mach dir die. Nee, nee, ach, steig mal aus. Schön. Ich mach dir die. Ariane, meistens ist alles gut. Ja, die haben dir nichts getan, die haben dir nichts weggenommen. Ja, ja. Okay? Aber die haben es nicht auf dich abgesehen, die wollten wirklich nur dein Geld. Dachte, die tun dir was, aber die haben so geredet, als ob die dich kennen. Deswegen dachte ich, vielleicht wäre auch ein Prank oder irgendwie sowas im Anfang. Nee. Ich habe auch gedacht, um Gottes Willen, wer ist das? Nee. Ja. Nun, und wer das ist, das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden, weil das feige Säue sind. Und das kann uns jetzt aber ehrlich gesagt auch egal sein. Nee, uns ist nichts passiert. Wir haben jetzt seine Goldkette verloren und das ist nicht unser Problem. Aber es ist lieb von uns, dass er uns das Leben gerettet hat. Ja, okay, dann muss aber Lami das PD rufen. Er ist der Einzige, der bestohlen wurde. Ja. Ich meine, ich habe eine Katze am Handy. Die haben mir nicht mal meinen Schlüssel weggenommen. Ja, das... Ja. Ja. Okay. Ja, dann komm, lass mal reingehen. Ich will jetzt nicht weiter rumstehen. Wow. Gib mir echt die Herrschaft Grundeis gerade. Ich muss mal kurz ins Bad, ja, kurz das Gesicht waschen. Natürlich, mach das. Lass dir Zeit. Danke, Jo. Moment, ich hoffe, sie lernt, dass wenn sie weiter im PD bleibt, immer öfter solche Situationen kommen und sie lieber einen sichereren Job machen sollte. Barbara, ich liebe dich, ey. Na, war erst so, oh, wir wurden sogar zu Das ist mein eigener Stream, ich mache jetzt hier gerade meinen Chat mal auf. Ja, wirklich. So. Ich melde mich. Wenn ich noch einmal meine eigene Stimme heute höre, kriege ich das Kotzen. Hallo, ja, Chat! Hallo, Chat, ihr Babys. Da seid ihr ja. Ja, mit dem Handy, warte mal. Mit dem Handy ist halt echt scheiße. So, ich konnte nur Lulz sehen. Ich konnte nicht die Reaktion vom Chat sehen. Twinkity, hallo. Nee, ich kann heute nicht weiter streamen. Ich muss leider in den Meterschutz, habe ich gemerkt, dass es besser ist, doch in den Meterschutz zu gehen, Leute. Ich meine, ich muss vielleicht manche Sachen jetzt noch nicht machen. Ne? Ich habe das Gefühl, ich bin mal ganz offen, ich habe das Gefühl, dass... Das heißt, ihr wart da und die haben gesagt, ruft mal Lami an, wir wollen seinen Schmuck haben, oder was? Genau. Ja, genau, die wollten wissen, wer war zuletzt bei Barbara, wer weiß, wo sie ist. Habe ich gesagt, keine Ahnung, ich bin gerade noch Taxi gefahren, Lami vielleicht. Und die kannten also den Namen. Muss jemand wissen, dass wir dich kennen? Es muss jemand sein, der denkt, dass Ariane meine Tochter ist? Ich aber krass, das sind ganz schön viele Informationen. Ich habe nicht gesagt, dass wir beide zusammen sind. Wir sind aber davon ausgegangen, dass wir die Eltern sind. Ich habe nur gesagt, du bist Jonathan. Also muss das tatsächlich jemand sein, der weiß, dass wir beide verlobt sind. Okay, jetzt wird's komisch. Wisst ihr was? Nein, ich habe nie on my other finished project. Hase. Aber wer weiß denn, dass Ariane deine Tochter ist? Ich habe gedacht, das sind Leute von ganz nah in unseren Reihen. Weißt du, das war jetzt gerade meine Schlussfolgerung. Eva mit einer Perücke, das kann nicht sein, oder? Eva wird sowas nie machen. Harald? Nein. Harald kommt noch da? Wo ist eigentlich mit Harald? Also ich gehe mal eher. Harald kommt hier. Max? Nee, Max auch nicht. Aber die hatten wirklich eine echte Waffe. Die sah doch echt aus, oder? Die war echt, ja. Weiß ich nicht. Beim nächsten Mal sollten wir fragen, ob er damit schießt. Vielleicht war sie nicht echt. Ich muss aber trotzdem das PD rufen, weil ich bin bei den PD und das wäre komisch, wenn ich jetzt nicht das PD rufe. Ich muss das PD rufen. Auch wenn natürlich, ja. Weitergehen, Ariane. Bitte? Was ist, wenn du jetzt das PD anrufst und die kriegen das irgendwie mit und dann... Die haben doch gesagt, ihr ruft das PD an. Also die haben ja sogar damit gerechnet, dass wir das machen. Stimmt, die haben gesagt, wir können das machen. Ja, dann... Ich wollte gerade sagen, wir haben ja absolut keinen Ansatzpunkt, wer das sein soll. Ich habe gar keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Moment. Warum kommt der Eva jetzt? Ja, hallo. Oh, sind aber leise. PD19, Barnes mein Name. Wir wurden gerade entführt und überfallen. Wo wurden Sie überführt? Überfallen und entführt? Ich wurde
entführt nahe meiner Wohnung. Und wir wurden zu den Ölfeldern gebracht. Können wir da mal vielleicht gleich bei ihm vorbeikommen? Und wenn ja, ich müsste, glaube ich, ins Feld... Sind Sie noch bei den Ölfeldern? Nein, wir sind jetzt gerade bei Alice Taxi. Dann bleiben Sie bei Alice Taxi. Ich schicke umgehend 2 Streifen zu Ihnen. Ja, aber wir haben ein bisschen Angst, dass es zu auffällig ist, weil offensichtlich die kannten uns irgendwie. Wir haben die nicht erkannt, aber die kannten uns irgendwie. Deswegen haben wir hier alle ein bisschen Angst, gerade anzurufen. Ich meine, ich arbeite bei Ihnen, ne? Ich weiß, dass man dann natürlich vorbeikommen sollte, aber könnten Sie vielleicht den Hintereingang von Alice Taxi nehmen? Den Hinter? Achso, ich meine auf der anderen Straßenseite. Genau, und vielleicht nicht mit so einem großen Trara, weil ich verstehe die Bedenken hier gerade wirklich. Okay, gut, ich werde mich drum kümmern, Miss Barnes. Sie bleiben bitte vor Ort. Brauchen Sie auch medizinische Versorgung? Nee, brauchen wir nicht. Alles gut. Okay, gut, ich schicke 1-2 Streifen zu Ihnen, die werden das mit ihm klären. Okay, gehen, ne? Danke schön. Kein Problem. Ciao, ciao. Ein Schwachsinn. Ja, sorry, ich kann auch alleine gehen, ne? Die kommt zum Hintereingang. Ich habe gesagt, die soll nicht so ein großes Terra machen. Also ich werde leider keine Aussage machen, tut mir leid. Ich kann es auch alleine machen, ne? Ich hat ja mit mir angefangen, der gerade. Mhm. Lami, du willst keine Aussage machen? Mhm. Okay, Harald? Wofür? Nicht Harald, Jo, Entschuldigung. Danke, Ariane. Wenn es sein muss, ja. Okay, wo ist Barbara? Ja. Barbara, kommst du mal gleich kurz eine Aussage beim PD machen, da vorne, Hintereingang. Okay. Ja, ich warte einfach schon mal da unten. Wenn ich nicht mehr wiederkomme, dann habe ich einen Kopfschuss. No. Ah. Scheiße, ich vergesse nur, dass wir beim PD sind. Wir müssen dann auch das PD rufen. Wir sind halt selber da. Ich merke, wie ich wieder in alte Muster verfall. Ich will nicht das PD rufen. Aber ich weiß auch, dass tatsächlich die Leute, die dann überfallen, die wollen das ja. Die wollen ja auch ins Prison, die wollen das ja alles, ne? Sonst ist ja auch irgendwann langweilig, ne? Deswegen, das sind so 2 Gründe, wieso ich jetzt das PD so oder so rufen muss, ne? Einerseits um den, wir haben den nicht erkannt, da kann ich denen leider nichts geben, ne? Nur sagen, hey, ich glaube, die kannten uns. Ansonsten, man weiß natürlich, wer es war, aber Ariane hat ja große Hoffnungen. Ja, sie ist halt Polizistin, deswegen aus ihrer Sicht muss ich es natürlich rufen, ne? Also, ich verstehe das ja, wieso man es nicht macht. Aber du willst ja auch den PD-Lern auch RP geben, ne? Das ist ja alles zum Geben und Nehmen, natürlich, ne? Glaub mir, ich bin mir sicher, die haben sich gefreut, dass auch die Angst hatte. Mittlerweile ist es eher selten, dass Leute Angst zeigen. Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Und ich finde es furchtbar. Ich finde es furchtbar, weil ich habe wirklich ein paar gesehen, so, wieder überfallen, ja, hier habt ihr Geld. So, und der mir so, Alter, da ist jemand, der hält eine Waffe. Der muss nur mal kurz einen blöden Tag haben oder so. Der hält eine Waffe und dir könnte jetzt, dein ganzes Leben könnte jetzt vorbei sein. Versetz dich doch in deinen Charakter. Versetz dich in deinen Charakter und so. Deswegen, ich spiele Ariane dennoch, auch wenn die gesagt haben, hey, du bist ja Polizistin. Aber Ariane, das wissen sie ja nicht, ist ja so mega empathisch und so. Und auch im Dienst ist das eher so, ne? Manchmal so ist die schon, wenn die um sich herum Kollegen hat, die halt eher so ein bisschen stärker sind und so, ne, dann setzt sich auch durch bei Walter Weiß zum Beispiel. Vor Walter Weiß, wie sie immer zeigen, so, hey, ich setze mich durch bei den Leuten und sowas alles, ne. Aber ja, scheiße, von dem Kratzer ist schon ein bisschen tot oder verletzt. Ja, deswegen, also werde ich natürlich auch weiterhin so ausspielen, ne, deswegen, ja. Abend. Jo, Abend. Es würden 2 weitere Personen auch eine Aussage machen. Es ist gerade frisch, ich bin ein bisschen durch den Wind gerade. Soll ich die hier hinholen? Entschuldigung, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich bin echt, also sowas ist mir noch nie passiert. Der hatte eine Waffe, eine Schusswaffe, das war furchtbar gerade. Hören Sie mich? Ja. Also, sind Sie noch am Telefonieren, Ma'am? Nein. Okay, dann können Sie einmal kurz das... Dankeschön. Ja, okay. Ja. Okay, Miss Barnes. Wo sind die anderen 2?
Die sind jetzt hier im Taxi in der Zentrale. Barbara Bahm und Jo. Können Sie einmal die kurz mal bitte hierher holen, geht das? Ja, ja, mach ich. Sekunde. Jo, Barbara, kommt ihr eben? Jo, Barbara, kommt ihr bitte eben? Aber das ist meine bescheidene Meinung. Muss ich jetzt eine Aussage machen? Ja, Barbara aber auch. Die stehen unten. Guten Abend. So, die kommen jetzt auch, ja. Erzählen Sie doch mal mit Barnes. Gut, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich wollte zu einem Friseurtermin. Ich saß gerade im Auto in der Meriton Avenue hinter dem Haus, in dem ich lebe. Und konnte vom Parkplatz aus nicht losfahren, weil ein graues Auto, eher so ein so Muscle Car-mäßig mir den Weg versperrt hat. Dann wurde ich aufgefordert, auszusteigen. Die haben mich dann auch erkannt. Die waren alle maskiert. 3 Männer, 1 Frau. Und haben gesagt, du bist doch hier die PD-Lerin, du bist doch Ariane Barnes. Und dann haben die gesagt, ich soll Geld geben. Ich hatte aber nur $20 dabei. Daraufhin meinten die, ja, dann ruf Barbara an. Das ist, die Dame zu... Das ist die Dame mit den roten Haaren. Ich habe mich erst geweigert, habe es dann doch getan. Dann wollten sie, dass wir zu ihrem Wohnort fahren. Und dann wird es später ein bisschen kurios. Denn wir haben uns dann alle beim Celesiesta getroffen. Wir sind mit meinem Auto weitergefahren. Die haben mein Auto gefahren. Ich sollte mich nach hinten sitzen. Die haben hinten die Kindersicherung reingemacht, damit ich nicht rauskam. Gut, und die es wird ein bisschen kurios, denn die wollten, dass Frau Bahm das Kindergeld für mich rausrückt. Und Frau Bahm hatte aber kein Kindergeld für mich dabei. Daraufhin sollte Frau Bahm auch ins Auto einsteigen und wir sind mit einem weiteren Auto von denen zu den Ölfeldern gefahren. Okay. Dort meinten die dann, ich solle doch Lami Salah anrufen. Er sollte zu den Ölfeldern kommen. Wir mussten uns dann zwischen 2 blauen Containern setzen. Ich habe nicht gesehen, hinter mir stand einer, aber ich habe gesehen, vorne, der hatte auf jeden Fall eine Schusswaffe in der Hand. Dann kam Lami Salah, er kam auch alleine. Er musste dann seine Goldwertsachen abgeben. Dann haben die unsere Handys genommen, meinten noch, Herr Salah soll seine Nase in irgendwelche Angelegenheiten, ich habe keine Ahnung, das war so ein Gemurmel. Haben die unsere Handys an irgendeinen Reifen gelegt und dann sind wir irgendwann dann raus und haben die Handys geholt und sind dann hier hingefahren. Mit meinem Auto. Okay, aber es wurde niemand verletzt, das heißt, es wurden nur Wertgegenstände entnommen. Genau. Okay, gut, dann, okay, dann ist der Herr Salah auch hier? Der möchte keine Aussage machen. Okay, gut. Dann einen Moment, bitte kurz. Kommen Sie kurz. Sag mal, rauchst du? Ja, ich bin Stressraucher. Hör auf zu rauchen, Papa. Nein, ich brauch das gerade. Das ist gerade wichtig für mich. Nein, du verstehst ja nicht, was ich heute durchgemacht habe. Erzähl mir das gleich, aber wir haben heute zusammen Scheiße durchgemacht auch. Ja, ja, ja.
Und das Barnes, konnten Sie sich schon wieder etwas beruhigen, oder? Ja, wir gehen einmal ganz kurz rein. Einmal hin. Gut, dann die Kollegen nehmen jetzt gleich ihre Aussagen auf. Wir begeben uns schon mal in die Nahbereichsverhandlung und brauchen Sie irgendwie einen Psychologen oder möchten Sie mit einem Mediziner sprechen? Wurde nur beleidigt, weil ich wieder rumgeheult habe. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich heule, dann, ich bin so emotional und wenn ich heule, dann, ich muss es einfach rauslassen, sonst drehe ich durch in so eine Situation. Ja, das ist auch wichtig. Ja. Sie wissen es ja, Frau Barnes, Sie sind eine starke Frau. Ja, hätten Sie mich mal gerade erleben sollen, ne? Ja, ein Ventil braucht der Mensch und wenn das bei Ihnen halt über das Weinen ist, dann ist das ja auch gut, wenn Sie damit gut klarkommen. Das stimmt, absolut. Ja, das war ganz also raus muss es auf jeden Fall. Definitiv, aber wer bleibt denn bitte cool, wenn Ihnen eine Waffe an den Kopf gehalten wird? Eine richtige Schusswaffe. Außerdem, die größte Stärke, die man besitzen kann, ist Schwäche zeigen. Gut, merken Sie sich das. Dann gehen Sie quasi in Nahbereich und ich nehme kurz einmal die Daten etc. auf. Geht's. Ja, alles klar. Dann kommen Sie einfach mal hinter das Tor, Passen bitte. Sie auf sich auf, Miss Barnes. Nee, danke. Sag mal, hast du mich gerade reden hören? Nee. Nee? Okay, Gott sei Dank. Perfekt. Miss Barnes, ich weiß, dass Sie zwar eigentlich jetzt eine Kollegin sind, aber ich brauche trotzdem einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. Okay. Gut, Miss Barnes. Ich würde Sie jetzt trotzdem einmal belehren, und dass Sie mir einmal ganz kurz nochmal wenigstens erstmal die Täterbeschreibung machen, weil ich denke mal, Sie sind wahrscheinlich extrem aufgelöst jetzt diesbezüglich. Mhm. Ja, Details kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ja, alles gut. Ich will, dass Sie hiermit als Zeuge nach § 16 StPO Absatz 1 haben Sie das Recht zu schweigen, wenn Sie sich selbst belasten würden oder mit dem Angeklagten verheiratet, verwandert oder verschwägert sind, sind Sie verpflichtet, Entschuldigung, zu sagen, andernfalls machen Sie sich nach § 46 StGB Absatz 1 der Falschaussage schuldig. Es steht Ihnen frei, sich jederzeit einen Anwalt Ihrer Wahl auf eigene Kosten zu nehmen. Haben Sie die verstanden, Miss Barnes? Verstanden. Okay, perfekt. Gut, ich geben Sie mir erstmal ganz, ganz kurz nochmal ein bisschen die Täterbeschreibung. Drei Männer? Ja. Maskiert? Ja. Ich kann es mit den Akzenten immer noch nicht. Hermanes ist Bruder, das war, glaube ich, mexikanisch. Nee, was war das jetzt? Ach. Entschuldigung, das sind solche Olas gewesen. Auf jeden Fall war noch eine Dame dabei, die hatte lange, dunkle Haare. Schwarz, glaube ich, das müsste schwarz gewesen sein. Also stopp. Es waren drei Männer, die maskiert waren. Und eine Frau, die auch maskiert war, genau. Eine Frau maskiert. Ja. Das waren die Täter. Der Wagen war ein älteres Muscle-Car in Grau. Okay, Moment. Okay, konnten Sie irgendwie erkennen, was die Personen getragen haben an Kleidung etc.? Also, dass die Dame lange braune Haare hatte? Die Dame, also sehr dunkelbraune Haare. Die Dame hatte auf jeden Fall nichts mit Ärmeln an. Ärmelloses Oberteil, aber an die Farben und alles kann ich mich nicht erinnern, nein. Okay. Und die Herren? Einer hatte eine schwarze Kappe auf, mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich stand die meiste Zeit auch mit denen zur Wand und im Auto war ich halt auch hinten eingefärbt. Okay. Betty! Was genau? Hört sie, komm. Ja, check. Es handelt sich um drei Männer. Eine müsste eine schwarze Kappe haben. Eine Frau, die ebenfalls auch maskiert war, mit langen, ärmelloses Oberteil. Mehr konnte leider die Zeugin hier nicht feststellen, komm. Älteres Muscle Car, grau. Aber mehr konnte sie auch nicht geben, komm. So ein kleineres Massaker ist auch nicht besonders groß. Kleineres? Mhm. Noch eine Information. Sie meinte gerade eben so ein kleines, älteres Massaker in Grau. Okay. Ich würde jetzt einmal so machen, Miss Barnes. Sie diesbezüglich nochmal richtig... Ja, check. Ich würde es dir da aber nochmal einmal richtig vorladen, dass Sie sich jetzt erstmal beruhigen, Miss Barnes. Ich denke mal, sie sind wahrscheinlich sehr, sehr aufgelöst. Also wir haben ja jetzt erstmal hier alle geredet. Also ich kann mich auch kurz fassen. Gut, dann schießen Sie einmal ganz kurz los. Schreiben Sie direkt mit? Wenn Sie langsam sind. Ja.
Sie kommen. Ja, check. Machen wir sofort, komm. Oder so. Gut, dann schießen Sie einmal ganz kurz los, Miss Barnes. Ich ging gerade aus meiner Haustür in der Marathon Avenue. Ist das eventuell in Del Perro, kann das sein? Ja. Okay, ja. Richtung Parkplatz hinter dem Haus. Ja, Moment. Ja. Dort stieg ich in mein Auto. Moment. Stieg in mein Auto, ja. Ein graues Muscle Car versperrte mir plötzlich den Weg. Moment. Ja. Ich wurde aufgefordert, mein Fahrzeug zu verlassen. Ja. Und mich an die Wand zu stellen. Ja. Ich wurde gefragt, ob ich etwas von Wert dabei habe und wie viel Geld ich dabei habe. Ja. Ich hatte nur $20 dabei und das wollten diese nicht. Moment. Ja. Die haben mich an meiner Stimme erkannt und gesagt, du bist doch Ariane Barnes vom PD. Okay, Moment. Ja. Ich wurde sehr nervös daraufhin. Und die meinten, du bist doch mit Barbara befreundet, ruf die an, die soll hier hinkommen. Nachname der Barbara? Entschuldigung, Barbara Baum. Okay, ja, check. Genau. Ich habe gesagt, ich wüsste nicht, wo sie ist. Ja. Hallo. Hallo. Okay. Ja, weiter. Genau, ich wüsste nicht, wo sie ist und ich sollte sie daraufhin anrufen. Ja. Immer noch absichern. Schönen guten Abend, Frau Barnes. Abend. Das habe ich getan, doch sie nahm nicht ab. Worum geht's hier? Ich wurde gerade entführt. Wurde entführt? Ja. Okay, weiter. Ich sollte dann in mein eigenes Auto hinten einsteigen und wir sind nach Sally Siesta gefahren. Okay. Auf dem Parkplatz. Okay. Ja, weiter. Dort sollte ich dann nochmal Barbara anrufen. Ich erreichte sie und sie sollte alleine zum Parkplatz kommen. Mhm. Einfach, soll ich weiter? Ja, ja, machen Sie weiter. Okay. Sie kam mit Jonathan Harrielson. Ja. Und die Täter hatten gesagt, ich soll im Auto sitzen bleiben. Die hatten die Kindersicherung auch festgemacht. Ich kam da nicht raus. Okay. Und ich hatte dann aber mithören können, wie sie Frau Baum nach Kindergeld für mich gefragt haben, weil sie sollte für mich bezahlen, weil ich zu wenig Geld dabei hatte. Okay. Dann haben sich die Täter mit Frau Baum darüber unterhalten, dass der Staat einfach kein Kindergeld herausgibt. Ich sage einfach, ich wiederhole einfach nur, was da gerade passiert ist. Es tut mir leid. Nach einem Hin und Her sollte Frau Baum auch ins Auto einsteigen und Herr Harrelson dann in ein anderes Auto, das die Täter dabei hatten. Wir waren also mit zwei Autos unterwegs. Eins war meins, eins war von den Tätern. Okay, weiter.
Wir sind zu den Ölfeldern gefahren und ich sollte Lami Salah anrufen, weil ich vorher noch gefragt wurde, wer denn wüsste, wann ich, wo der letzte Aufenthaltsort von Barbara war. Da habe ich gesagt, ja, Lami. Okay. Genau, die meinten, denen seinen Goldketten gefallen mir sowieso und daraufhin sollte ich Lami anrufen und ihn zu den Ölfeldern alleine bitten. Okay. Wir sollten uns dann zwischen die Container stellen, zwischen zwei blauen Container, und dann haben die eine Waffe auf mich gehalten. Also eine Schusswaffe quasi? Eine Schusswaffe, ja. Okay. War das eher eine kleine oder eine große, Miss Barnes? Das war ungefähr so eine, wie ich beim PD habe. Komplett schwarz. Okay. Ich musste anfangen zu weinen. Daraufhin haben sie sich noch ein bisschen über mich lustig gemacht und Frau Baum aufgefordert, mich doch zu beruhigen und wieso denn so eine Heususe beim PD ist. Naja, also nein. Wurden sie schon mal beobachtet? Die wussten, wer ich bin, ja. Okay. Genau. Dann kam Herr Salah und sollte dann auch seine ganzen Goldwertsachen abgeben. Das hat er getan, danach sollten wir uns hinsetzen. Mhm. Dann haben die unsere Handys bei einem Reifen hingepackt, den wir auch in Sichtweite hatten, sind weggefahren und das war's dann. Dann haben wir unsere Handys geholt und sind dann erstmal hier hingefahren. Also die kannten Frau Baum, mich und Herr Salah. Haben Sie irgendwie eine Vorstellung, in welche Richtung das gehen könnte, Miss Barnes? Absolut nicht. Also wie gesagt, das war eher was war das denn für eine Aktion? Die haben immer gesagt, mein Hernandez. Oder Hernandez, irgendwie sowas. Ja, Vespucci, okay. Und es ging anscheinend dann, wenn ich das so höre, wegen Herr Salah, der Wertgegenstände dabei, der wurde auch entführt. Der sollte zu den Ölfeldern kommen. Also vorher war ich, ich wurde vor meiner Haustür, also hinten meinen Parkplatz, haben die mir den Weg versperrt. Ja, okay, also war das ein Raubzug? Ja, ich sollte auch wohl ausgeraubt werden. Okay, also ging es jetzt nicht speziell gegen Sie, sondern gegen Wertgegenstände? Eigentlich schon, aber die wussten halt, wer ich bin, wer Barbara ist, die musste ich nämlich auch dazu rufen dann, und wer Lami ist, den musste ich auch anrufen. Da haben Sie die Leute praktisch alle indirekt in die Falle gelockt, damit die sich bereichern konnten? Ja, nicht in die Falle gelockt, ich hatte, ja, Herr Weiß, da war eine Schusswaffe. Ja, ja, nein, also das ist jetzt nicht der Vorwurf gegen Sie, aber Sie mussten die in die Falle locken? Ich musste. Okay. Mhm. Ich sollte auch zeigen, wo Barbara wohnt. Oh. Ja. Haben Sie das gemacht? Musste ich. Ich habe versucht, drumherum zu drucksen, aber ging nicht. Ich hätte einfach in irgendein Haus genommen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, auch. Ja, aber die hätten bestimmt haben die Tür gecheckt. Ja, okay, aber die haben auch erwähnt, dass ich heute auf dem Friedhof enden könnte. Also ich hatte wirklich sehr viel Angst in der Situation gerade. Ja, aber das, was gerade der Commissioner gerade Sie gefragt hat, haben die quasi die Türklinge abgecheckt? Nein. Wir waren unten. Wir waren unten am Krustenberg, also wir sind auch nicht hochgegangen. Und wo wurden Sie hingebracht? Erst im Celestiesta und später dann zu den Ölfeldern. Ölfelder. Habe ich gerade noch gesagt, als jemand durch jemand, dass jemand entführt wurde. Okay. Wie geht's Ihnen, Frau Barnes? Eine kurze andere Frage. Haben Sie noch irgendwas hinzuzufügen, Miss Barnes? Nein. Okay, gut. Dann beende ich das jetzt erstmal. Soll ich da aber nochmal Fragen haben oder sowas, dann komme ich ja sowieso nochmal auf Sie zu. Ja, natürlich. Okay, perfekt, gut. Dann gehen wir jetzt auch wieder. Ich gebe das einmal kurz den Kollegen einmal weiter, ja? Okay. Alles klar, perfekt, gut. Und die ich anderen werden noch... Frau Barnes noch zu dem Ort fahren und gucken, ob Sie Fingerabdrücke oder sowas finden, ne? Ja, könnte ich machen. Ich wollte eigentlich außer die Dienst... Handschuhe an. Achso, ja, dann gehen Sie ruhig außer Dienst. Alles ja, gut. Ja, hört Sie, komm. Ja, check. Ich wollte sowieso in den Feierabend kommen. Frau Barnes, bleiben Sie jetzt hier oder was machen Sie jetzt? Was ist der Plan? Außer Sie könnten eventuell Commissioner einmal dahin fahren. Geht das? Ja, ich kann dahin fahren und mir das mal angucken, ob okay, ich da was perfekt. Finde. Perfekt, gut. Wie gesagt, ich habe jetzt alles soweit aufgenommen. Miss Barnes, soll ich dann noch Fragen haben, dann komme ich nochmal auf Sie zu, ja? Ja, danke schön. Okay, perfekt, gut. Dann passen Sie gut auf sich auf, ja? Aber wenn Sie Commissioner eh dabei haben, dann passt das ja. Ja. Genau, Frau Barnes, wollen Sie jetzt hier bleiben oder wollen Sie sowieso in den Polizeidienst? Dann nehmen wir Sie mit. Gut, ich bin schon mal weg, ja? Dann okay, ist gut, ja? Okay. Ist auch schönen Abend noch Ihnen. Auch so.
Ich habe im Moment so ein ungutes Bauchgefühl und wollte zum Friseur und vielleicht mal die Haare ein bisschen dunkler machen. Okay. Irgendwie ist mir im Moment nicht wohl. Ich weiß nicht warum. Bei Evan Anderson brauchen Sie keine Angst haben, erstmal. Achso, jetzt habe ich von Lami gehört und da steht auch auf Weezy News. Ich war's nicht, ich hatte heute schwarze Klamotten an, aber ich schwöre, ich war es nicht. Ich war es auch nicht. Ich war vom PD. Geht's Ihnen, Herr Salah? Ich habe gehört, Sie wurden überfallen. Ja, also. Habe ich jetzt auch nicht verstanden, ne? Haben Sie eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Nee, also gar nicht. Also. Ich habe keinen Stress oder so. Die wollten auch unbedingt das Kindergeld von Barbara haben. Deswegen ja, sollte ich sie holen. Das macht halt alles keinen Sinn. Nee, die wollten Barbara und dann. Weiß ich nicht, aber dann doch mich und dann verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Naja, gut. Also Frau Barnes, was ist jetzt der Plan? Also ich kann, ich kann das ja mal hier zeigen. Ich habe, eine Sekunde. Das hier im Moment. Weil mir doch, im Moment immer so, im Moment wird mir immer schwindelig. Und ich sollte im Moment kein Auto fahren, deswegen habe ich mich heute mit dem Taxi die ganze Zeit fahren lassen. Ja, und dann wollte ich ganz vorsichtig. Ja, genau, ich darf nur selber nicht fahren. Ja, das ist ja okay. Ich gebe mir das erst zurück. Müssen Sie wissen. Ja, wie lange sind Sie denn heute noch im Dienst? 2-3 Stunden. 2-3 Stunden. Ja. Ja, dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen quatschen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was der Plan ist. Sie kommen ja nicht zu Porto. Wollen Sie jetzt mitkommen oder bleiben Sie hier? Ja, ich komme mit. Kommen Sie. Ich habe ich muss nur kurz Bescheid sagen. Sagen Sie Bescheid, wir warten unten. Frau Kowalski, kommen Sie, wir warten im Auto. Von Dina Dörne. Wo ist Barbara? In die Richtung gehand, glaube ich. Oder auf Toilette, weiß ja, ich nicht. Ich wollte nur sagen, bis später dann, ja? Okay, bis später, dann. Pass auf dich auf. Ja, ja, auf euch. Tschüss. Mach es gut, Ariane. Und falls ihr irgendwas... Ich bin so verwirrt einfach. Ne? Wenn du entführt wirst, dann musst ja, du wir brauchen sagen, wirklich mal... Rhinocerosöl? Ich hab für dich bezahlt, ey. Bananasplit, okay? Bananasplit. Ja. Okay, Bananasplit, ja. Ich will nicht streamen eigentlich. Ich will eigentlich nicht streamen. Ich will... Ariane! Ja? Ich dachte, ich soll auch raus sein. Ja. Ja, sollst du auch. Du kriegst eine Vorladung, damit du das jetzt nicht direkt machen musst. Warum kriege ich eine Vorladung? Warum kann ich das nicht auch spontan hier machen? Ja, weil die, keine Ahnung, da ist gerade so viel los. Warum sie den Affenverein hassen? Du darfst das spontan machen? Warum hassen Sie den Affenverein denn jetzt? Was haben wir denn jetzt in Ihren Augen getan? Ach, ich meinte doch gar nicht Sie. Nehmen Sie doch nicht mal alles persönlich. Ja doch, und dann rennen Sie weg. Sie sagen Affenverein und rennen weg. Nein, ich meinte die Personen, die eben standen und meinten, dass ich warten soll, um eine Aussage zu machen. Ja, dann machen Sie die Aussage bei Herrn Kowalski eben. Ich dachte, das darf ich nicht. Ariane sagt gerade, ich bekomme eine Vorladung. Ja, Sie kriegen eine Vorladung, weil die Kollegen übernehmen den Fall. Warum darf ich das aber nicht hier machen? Ich kriege immer Vorladung zu irgendwelchen Terminen, wo ich eh nicht kann. Ariane darf das spontan machen und ich nicht. Das finde ich nicht gerecht. Ich bin jetzt in den Fall nicht involviert. Also die Fragen, die ich Ihnen jetzt stellen würde, würden wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Wo sind denn die PD-Leute, die jetzt einfach abgehauen sind? Weil die Feierabend haben nach 8 Stunden Arbeit. Oh, fantastisch, ja. Aber warum sagen die dann, bitte warten Sie, Frau Barm, Sie müssen gleich auch noch eine Aussage machen. Ja, dann... Wir werden bestimmt morgen kontaktiert. Also wenn das natürlich so vorgefallen ist, dann möchte ich mich natürlich im Rahmen... Der Kollegin nein, und Kollegen sie trifft entschuldigen, keine Schuld, ja? Das müssen sie. Nee, aber nichtsdestotrotz. Also, wir arbeiten ja im selben Verein. Also, wenn das so war, dann tut mir leid, dann haben die Kollegen wahrscheinlich Ihnen nicht Bescheid gesagt. Das ist bedauerlich. Und ich kann Ihre Mutter auch verstehen. Ach, nun gut. Na gut, dann will ich nicht böse sein. Nee, haben Sie ein Affenkotelett für mich? Ein Affenkotelett? Was ist ein Affenkotelett? Eine Banane. Affen? Ach so. Nee, habe ich nicht. Aber wissen Schade. Sie was? Sie sind in Süßer, ich kann Ihnen den Lutscher geben. Bitte schön. Ja, danke. So, jetzt gehe ich aber wieder rein, ne? Gut. Pass auf Sie auf, ja? Ariane, melde dich bitte, ja? Mach ich. Pass auf dich auf. Schließ das Tor ab. Ja. So ein gut gelaunter Mensch.
Ich mag diese positive Stimmung, die mir da immer entgegenkommt. Ich sag Ihnen das. Ich liebe, wenn ein Zug über sie drüber rollt. Was wollen Sie mir jetzt sagen? Wieso zur Hölle wollten die Kindergeld von Kamera finden? Die haben gesagt, sie wollten mit mir drin. Sie haben über sich was Gedanken gemacht. Ja, was ja natürlich. Das wollte ich jetzt, jetzt mit Ihnen besprechen. Frau Barnes, also nichts. Ja, ich gebe mich gleich umziehen. Ich gebe mich gleich umziehen. Das ist sauber, der Frau Barnes, ne? Sie müssen sich vorstellen, ein Planet muss sich auch manchmal neu einkleiden. Er sieht aus wie ein Planet. Ja, aber es muss ja auch alles sitzen. Die Uniform muss ja adäquat sein, ja? Alles muss gerichtet sein, perfekt für den Dienst. Mhm. Ja, extra den Dienst-BH nochmal anziehen. Denn der Dienst-BH? Ich habe immer für den Dienst einen extra BH. Sport-BH, also ist das so wie ein Sport-BH, ja? Ja, ja, genau, genau. Okay, ja, kenne ich. Also ja, sozusagen ohne Bügel. Den hat der Kowalski auch immer an. Ja? Ein Sport-BH, oh. Ich habe gehört, es gibt so ein Korsett für Männer. Ich habe so ein Multifunktions-Shirt. Oh. Ein Multifunktions-Shirt? Ja. Ja, was ist das? Ja, das dann zieht es so ein bisschen auch den Bauch ein. Und dann sehen Sie auch ein bisschen fitter drin aus. Ist das auch mit so Massage dauerhaft? Man könnte Sie tanken, Herr Kowalski? So ein Bauchding oder was? Klar. Nee, das ist eigentlich so, dass das kühlt. Hören Sie ein bisschen lauter, verstehe Sie auch besser. Das Ding kühlt auch ein bisschen, ja? Wenn Sie schwitzen und so. Oh, das ist eine Innovation. Das Casa hat nie auf, ich kann mich einfach nicht ummelden. Ich wusste das jetzt seit zwei Wochen. Nee, gar nicht. Also ich war... Also laut Venture hat das auf. Die sind immer da. Nee. Ja, wenn man mitten in der Nacht... Ja, um 22 Uhr. Ja, ist das Ihr Ernst? Also schauen Sie mal, Sie haben so ein Phänomen. Für Sie ist die Nacht der Tag und der Tag ist für Sie die Nacht. Ja, ich kann aber nicht um 15 Uhr, also das geht nun mal nicht. Nee, also zwischen 20 und 23 Uhr erwischen Sie da meistens jemand. Ja, heute schon wieder... Oh Gott, ich merke, Kopfschmerzen kommen schon wieder. Brauchen Sie eine Tablette? Vielleicht ein bisschen mehr trinken? Nee, aber trinken und essen, das ist eine gute Idee, das mache ich mal. Ich habe noch eine Wallis-Brause tatsächlich. Also mal die Tür auf. Alles gut. Ah. Wechsel mal ganz kurz den Streifenwagen, weil das Ding ist hier. Ja, ich gehe mich mal gleich kurz ich gehe mich jetzt direkt umziehen. Ja. Weiß ich, wir nehmen den anderen Wagen, kommen Sie mit. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, ja. Oh, Entschuldigung. Oh, bitte. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade extrem unvorbereitet. Ich weiß auch gar nichts mehr mit PD oder so. Ich mach das jetzt einfach mal. Hase, ich streame übrigens spontan jetzt gerade. Ja, Erik kam gerade auch rein, war ein bisschen verwirrt so, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, Chat, weil eigentlich bin ich nicht da. So, ne? Eigentlich bin ich nicht da. Ich bin auch hier. Ariane kann jetzt nur mitfahren. Das ist Chini Manili. Oh. So. Natürlich lustig, wenn wir die jetzt gleich finden, aber Ariane kennt die ja nicht. Ne? Ich bin ja da super fair. Ja, das ist blöd. Ariane muss eigentlich zum Friseur, ne? Ich wette, wenn Ariane sich eine andere Frisur macht und die Haare dunkel, wird sie wie durch ein Wunder dann doch erkannt. Ach, ne, ich bin ja ein bisschen angepisst, so. Rotzi. So, warte. Dann haben wir alles, ne? Die 119 Funkcheck.
Die Mayhems haben das damals ganz klug gemacht. Weil den war also die beiden waren das erste Mal da, ne, diese zwei Charaktere. Wir waren jetzt nicht gerade unauffällig unterwegs, ne, auch so sehr möchte gern Walker-mäßig unterwegs. Und die hatten tatsächlich aber privaten Kontakt zu Geralt. Und wer ist der Friseur im Norden? Es ist halt Geralt. Und daher haben sie gefragt, hast du mir jetzt halt Perücken rausgegeben und sowas alles und so weiter und so fort. Ah, oh, Gott sei Dank. Ja, Freeman übrigens, ne, Freeman loben einfach. Gestern war ganz furchtbar, aber ich kann noch nicht so wirklich viel dazu sagen. So. Aber nicht böse sein, ich spiele jetzt erstmal so weiter, ne, weil ich kann mich heute irgendwie auf vieles nicht konzentrieren gleichzeitig. Aber Freeman, der arme Mann einfach. Ach, Jan ist nämlich so unfähig, ey, wenn ihr wüsstet. Die hier nicht gut laufen. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall jetzt schon sagen. Soll ich nochmal raus? Wie man mit den Leuten umgeht, ist nicht... 218 meldet sich ab. Also, andere unbekannte Anruf, Moment. Walter Weiß, hallo? Was? Ich verstehe kein Wort. Reden Sie mal ein bisschen lauter, was? Ich möchte Tacken sehen. Wer ist denn da? Wo? Aber wem soll ich das Geld denn geben? Er hat ja schon Geld von mir bekommen. Wer ist denn da dran? Wen wollen Sie kacken sehen? Sie wollen Harald Ecker kacken sehen. Oh, der ist gerade in der Zentrale. Geld wollen Sie? Wie viel? Check. Wie kommen Sie denn darauf? Welcher Freund denn? Gut, weiter. Good money. Money, good money. Okay, wohin soll ich das Geld bringen? Und wo finde ich den Freund? Okay. Dann fahre ich da jetzt hin und bringe das Geld dahin. Was passiert, wenn nicht? Ja, was passiert dann? Ach ja, die Mayhems. Oh, mein Herz. Mein Herz ist irgendwie immer bei denen. Ich finde die ganz toll. Raven einfach, ey. Überführungsfahrt zum Davies Pity. Okay, ich komme jetzt zum Mirror Park. Wohin denn da genau? Die kann ja auch so krass zeichnen. Die tätowiert übrigens auch, ne, die Spielerin von Raven. Aurona Skadi. Welcher Parkplatz? Da sind viele. Müsst ihr mal auf Twitter gucken. Die ist sehr krass drauf. Die hat ja auch meine Emotes hier gemacht. Also einige davon. Echt heftig. Sehr talentierte Frau. Ja, der Mirror Park, da ist ein See, aber welcher Parkplatz? Irgendwie hört sich das an, als wäre es Jo. Da kommt irgendjemand schafft es nicht, sich auszudrücken. Entweder ist das Jo oder Harald, glaube ich nicht. Das muss Jo sein. Ich weiß nicht, welchen Parkplatz Sie meinen. Ich glaube, das ist Jo. Ja, da sind viele Parkplätze am Mirror Park. Wie Herr Schweiß. Oh, wie verwirrt. Herr Schweiß? Also doch, Harald? Aber Harald wird doch kurz und knapp machen, oder? Guter Freund erpresst mich und sagt mir, passiert was, wenn ich dann und werde unbekannt angerufen. Welcher guter Freund ist denn dann? Jerry, bist du's? Ist der wieder da? Ja, der Jerry ist am Telefon. Der sagt, er ist am Mirror Park und wenn ich
Er ist mit Harald Ecker sehr gut befreundet und wenn ich ihm die 2500 Dollar nicht gebe, dann findet er mich. Hä? Telefonieren Sie noch? Ja. Oh. Frau Barnes, ich habe keine Ahnung, was das ist. Sagen Sie noch irgendwas? Oder also wo soll ich jetzt hinkommen? Ja, wo denn da genau am Mirror Park? Ey, ich wette, das ist Jo. Der arme. Das muss Jo sein. Wollen Sie mich vielleicht nochmal anrufen, wenn Sie einen Plan haben? Wer zur Hölle ist das? Oder Barbara? Nee. Der Pablo ist in der Werkstatt. Nimm Smart Key. Das hat er weiß, die gar nicht helfen muss. Okay, dann warte ich da, ja? Bis gleich. Mussten Sie gerade Erpressern helfen? Wie? Wo fahren wir hin? Mirror Park. Mirror Park. Ja, Frau Barnes, musste ich. Die S06 besetzt mit der PD99-181 sowie der 119 Überführungsfahrt Davis PD Mirror Park. Um zurück zum Thema zu kommen. Check. Was ist denn Ihr Wunsch? Möchten Sie gerne wieder in den Norden? Streife neben der mobilen Leitstelle. Den Leuten eigentlich versprochen, dass ich wieder zurückkommen werde, ja. Aber wenn sie mich hier noch behalten wollen, dann wäre es vielleicht der richtige Zeitpunkt, um das jetzt noch anzusetzen. Nee, ja. Wie Sie möchten, Sie können das entscheiden. Möchten Sie in den Norden? Nee, Sie sind der Commissioner, Sie entscheiden das. Was möchten Sie? Ich frage Sie ganz, was möchten Sie selber? Der Herr Kowalski hört auf als Sheriff, Frau Barnes. Was? Nein. Warum? Aber es gibt doch gar keinen anderen. Das ist die logische Konsequenz. Ich habe es ja auch vorhin mit dem Commissioner besprochen. Und zwar, der Tremblay wäre der richtige, um in dem Augenblick das BCSO in die Richtung zu lenken, was der Commissioner auch verlangt. Ja, viel zu schnell. Ja, viel zu schnell. Wie viel? Eine Ahnung. Ungefähr 70, 80 Meilen. Ja. Ich versuche mal was zu schießen. Rufen Sie mal den Herrn kontaktieren Sie den Herrn Tanaka. Die PD 21 für die 119 kommen. Scheiße. 121. Ich krieg den hier nicht. Was soll ich denn funken hier, weiß? Wir haben eine 1060. Achso. Wir haben eine 1060 hier gerade in East Los Santos. Fährt auch gerade aktuell im Gegenverkehr. Wir sind jetzt gerade. Ich soll sie anfangen von Herrn Weiß. Wir sind jetzt gerade hier bei Lusttropfen und fahren jetzt weiter Richtung Downtown, Richtung South LS, Richtung Davis Department. Wir fahren weiter Richtung Davis Department. Ist jetzt gerade nun nördlich vom Davis Department unterwegs. Alter, was ist das denn für ein Auto? Das Auto fährt sie nicht. Der ist irre. Der ist komplett irre. Jetzt fährt er Richtung Stadtpark. Jetzt fährt er Richtung Stadtpark. Das Auto ist sehr, sehr schnell unterwegs. Links am. Wie viel fährt er ungefähr? Links. 100. Ja. Fährt wieder südlich? Ja, fährt auf jeden Fall etwas über 100. Fährt nun wieder in den Süden. Ist nun weiter unterwegs in den Süden. Fährt weiter südlich. Ich hab's nicht gesehen, ich weiß nicht. Haben aktuell sich Kontakt verloren. Fahren Sie mal rechts, fahren Sie gleich nach rechts. Nee, wir fahren woanders hin. Ich glaube, der ist links rechts abgebogen. Ist egal, wir fahren woanders hin. Herr Kowalski, könnten Sie das nächste Mal 1060 fangen, weil ich habe ein paar Schwindelprobleme, also ich bin da gerade ja, nicht kein für die Problem, richtige kann ich machen, ich war das nur in der Information, das Fahrzeug ist uns auch aufgefallen, erstmalig am Davis Parkhaus, wo er in die falsche Fahrbahn reingefahren ist und wir hätten das Fahrzeug einmal Davis PD Richtung Osten, Richtung Hafengebiet gefahren, wir kommen da mit unserem Fahrzeug aber nicht hinterher. Der wollte nach East LS. Fahrzeug fährt ins Industriegebiet, ja. Nein, das sind wir. Vermutlich hinter Rainys irgendwo abgebogen, aber Sichtung verloren von unserer Warten Seite. Warten Sie mal kurz. Das sind wir. Achso, ja. Okay. Ja. Der fährt irgendwo hier rum. Ich habe ein schwarzes Fahrzeug vorbeifahren gesehen, deswegen dachte ich. Na, gucken Sie mal, der ist irgendwo hier unterwegs. Ja. Komm hinterher, komm, wir sind 100 mph gefahren. Ja, der ist uns auch. Wieso musste ich dir jetzt gucken? Ist jetzt hinten! Ja. Ist jetzt hinten! Okay, dann halten wir mal Ausschau, ja? Einfach so, links, rechts. Okay, von hier aus kann sie ja sehen, aber. Oh!
Problem, ich habe im Moment extreme Connect-Issues und Ariane hat ja den Bug, dass die immer wieder umkippt, ne? Ich esse und trinke jetzt immer so in den Intervall und sie hat jetzt dieses Attest, ich war im MD, weil dass sie wenigstens Innendienst macht, dass ich halt im RP sagen kann, hör zu, ist nicht gut, wenn ich gerade fahre. Jetzt habt ihr zum Mirrorpark, ja. Und jetzt auch mit der 1060, ist es nicht gut, wenn ich die mache, weil ich habe diese Connect-Probleme. Frau Barnes, was ist denn eigentlich passiert? Wurden sie ausgeraubt so, oder was? Also die wollten mich ausrauben. Bei mir zu Hause hinten auf dem Parkplatz. Das ist ganz kurios gewesen einfach. Ich sollte in mein Auto einsteigen, es anmachen. Die sind dann mit mir in meinem eigenen Auto rumgefahren. Es war beängstigend. Hat auf jeden Fall eine Schusswaffe bei sich. Haben uns diese auch sehr demonstrativ vorgeführt. Haben die damit geschossen, oder wie? Geschossen nicht, aber so an unseren Köpfen da halt. Also sehr nah vors Gesicht gehalten. Ja, die Stadt ist halt nun mal eine gefährliche Gegend. Aber das sind diese Kurzschussreaktionen. Ja, es hieß auch, dass das alles nicht geplant war. Das wäre wohl Zufall gewesen. Klar, irgendein Crackhead-Mann, der da einfach mal reinkommt und irgendwie so eine Chance biegt. Ich weiß, ich war nur verwundert, weil er hat meinen Verlobungsring gesehen und hat gesagt, dass er nicht so ein Arschloch ist und den wegnimmt. Da war ich ein bisschen verwundert. Das habe ich auch so noch nicht erlebt. Natürlich, also er ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Er hat ihn nicht weggenommen. Einfach. Ich denke mal einfach, die sind heidenangst reingejagt, eine Waffe an den Kopf gehalten und auch noch das Fahrzeug auf dem Parkplatz gefahren. Also, ja, Frau Baum hatte für 1.800 Dollar, war das jetzt, glaube ich, Ohrringe bei, die sehr geflimmert haben auch und sehr geglitzert haben, aber die haben sie nicht mitgenommen. War auch komisch. Ne, die wollten auf jeden Fall irgendwas von Nami. Ich weiß halt, wie es war, ne? Ich mache das natürlich jetzt irgendwie, das ist wieder irgendwie so in die Richtung. Was soll ich machen? Ariane ist natürlich so. Ja, also nochmal zu meiner Entscheidung. Also ich habe mir wirklich jetzt auch Gedanken gemacht. Und das ist eigentlich eine Entscheidung fürs BCSO, ja, weil ich weiß, dass Herr Tremblay genau der Richtige ist, um das, was sie von uns verlangen, auch durchzusetzen. Okay. Und Sie nicht? Ich denke, es wird im Moment die nächste Zeit was anderes verlangt, als das, was ich vielleicht bieten kann. Okay. Oder bieten werde. Und ich glaube, dass Herr Tremblay das sehr, sehr schnell und sehr gut umsetzen könnte. Und was machen Sie? Ja, weil er einfach operativ... Ich würde gerne im BCSO weiterhin ganz normal den Streifendienst unterstützen, als Sergeant. Ja, das wäre eigentlich vielleicht mein Ziel, ja. Ja, ich glaube also ich würde sehr, sehr gerne den BCSO erhalten bleiben, weil ich glaube, die Jungs und Mädels brauchen auch Unterstützung und... Verstehe. Ja, das wäre auch, ich glaube, das ist auch im Moment so ein bisschen... Vielleicht ähneln sich ja die Probleme von Ihnen und Larry. Weil ich glaube, er wird schon gerne zurück, wenn ja da so ein paar... Larry wird auch eigentlich gerne wieder in den Norden, aber Nee, also ich glaube, dass das Schiff ist abgefahren. Das nicht, weil sie oft in der Heimat sind und sowas? Ist er das? Nee, ist er nicht, aber der fährt genauso. Oh, das ist aber... Halten Sie das Fahrzeug ein, hier spricht das LSPD. Fahren Sie rechts ran. Mann, Sie machen die 1026. Das LSPD, einmal den Motor abschalten, der Fahrer aus dem Fahrzeug rüber, rechts zur Wand, die Hände da, wo ich sie sehen kann. Was für eine Streife sind wir? Ich sitze nicht vorne, ich konnte sie sehen. S06. Die S06. Ich wiederhole, der Fahrer aus dem Fahrzeug raus, rechts vom Gebäude, die Hände da, wo wir sie sehen können. Rancho, Salto Santos, ein Insasse, schwarzer Kleinwagen. Haben Sie meine Durchsage gehört, Herr? Hab ich. Das ist die letzte Aufforderung. Der Fahrer sofort aus dem Fahrzeug raus und rechts rüber zum Gebäude. Zur Wand. Okay, ich würde sagen, Fellow nicht stop. Kowalski, haben Sie Ihre Shotgun dabei? Ja. Steigen jetzt aus und zielen Sie benutzen immer noch das Mikro. Ich glaube, er weiß, dass ich meine dabei habe. Das ist jetzt immer noch an? Ja. Ich kann mich nicht abschneiden.
Ah, okay, ich verstehe. Ja. Ja. Warten Sie. Ja. Ja. Lalilu. Afisita. Hatschichti. Zwiebala, ja, ja, ja. Limoneneis. Ich fand das auch richtig gut mit dieser, mit der Worcestershire-Soße. Ich würde gerne mich nochmal mit Ihnen unterhalten, aber ich glaube, das kriegt andere mit. Ketchup. Wie spricht man das da so? Wir Frage. Uns zusammen. Kurze Frage. Oh. Ja. Ist jetzt ein Megafon aus? Ja. Oh, mein Sicherheitsgurt aus. Ja, Naudo? Nee, Kowalski hier. Ja? Nee. Ich weiß nicht, was los ist. Ich kann mich voll nicht konzentrieren. Nein. Ich bin einfach nur mit dabei gerade. Das mit dem Funken jetzt, ich habe gar keinen. Habe ich gefunkt? Ich weiß es überhaupt aber gar warum? Nicht. Aber warum? Ich werde mir am 06 für die Leitstelle kommen. Wo ist er denn? Okay, ich fahre nach Hause. Ja, S06, für Sie als Information, wir haben gerade von einem Bürger die Meldung bekommen, dass wohl Alice Taxi sich nach Palito bewegen soll, um dort jemanden abzuholen. Der Fahrer dieses Taxis soll wohl angeblich unter Rauschmitteln stehen. Der Hinweis kam über die Notruf-Hotline. Fahren Sie weiter, Sie dürfen weiterfahren. Ja, Check, S06 nimmt sich der Sache an, wir bewegen uns jetzt geradeaus ICLS Richtung Palito. Vor jemanden abholen. Ja, verstanden. Leitstelle Ende. Was denn, Frau Barnes? Ja, ich überlege gerade, also gerade war da keiner unter Rauschmitteln, als wir in der Zentrale standen. Also, habe ich das richtig verstanden? In Palito Bay fährt jemand unter Drogen? Nee, also Alice Taxi ist gerade, sollte ein Fahrer unterwegs sein, der unter Rauschmittel steht und sollte jemand abholen. Ja, genau. Und deswegen sollen wir jemand als Notruf gemeldet. Ja. Oh, keine Interner mehr, wir bringen denjenigen jetzt nach Hause, der da steht. Sie sagen, was Interner sind. Was ist da denn? Komm rein, Pendejo! Jo, da ist jemand, der will raus, Mann. Der kommt nicht raus und tut mit gelber Cap. S06, für Sie als Hinweis, der Zielort soll wohl das Palito SO sein, falls Sie in der Fläche das Taxi abzufangen. Es ist allerdings fragwürdig, wie akkurat diese Information ist. Nochmal 10-3, bitte, 10-3. Ja, das Taxi soll sich wohl zum Palito SO bewegen, um dort noch wen anders einzusammeln. Der Anrufer schien ein wenig betrunken zu sein, deswegen ist es fragwürdig, wie akkurat diese Information ist momentan. Hä? S06, check. Da ist doch gar keiner drin. Da ist er. Jo, warte, hier sind Koppers. Wo? Dieser kleine Perro versteckt sich schon wieder hinter der Turm. Was? Verarsche mich doch. Ich schwör dir, Walter, ich schwör dir, der... Da ist jemand, Ich sehe wirklich jemanden. Hä? Ich schwöre, der war gerade hier. Ich habe ihn auch gesehen. Verfolgt, das ist sehr... Ich bin hier reingelaufen und hier ist zugegangen, Mann. Ja, weil ich mein Auto haben will. Was ist denn hier gerade passiert? Oh, la Senorita. Ja. So. Junge, das ist schon das Labyrinth, Mann. Die Del Perro geben dir das. Wie, was? Von Del Perro könnt ihr das Auto nur geben. Wir haben es nicht. Wie jetzt? Aber habt ihr gecheckt, dass es meins ist, Mann? Nee, das ist nicht ihres. Doch, das ist meins, Mann. Naja, es gehört einem Toten und der Tote ist tot. Ich hatte das damals schon vor einem Jahr circa, Mann. Dann musste ich da mit Easy Credit den Vertrag rausholen, Mann. Ich habe eine SMS von euch vor 4 Wochen, wo ihr das Auto mir zurückgebt, Mann. Über fucking Verwahrhof, wo ihr mir auch die Schlüssel aushändigt, Mann. Oder der ist doch nicht. Jetzt erkenne ich den selber nicht tatsächlich. System jinxed ist, Mann. Ich erkenne den selber nicht. Ich hatte schon 4 Augengespräche mit diesem Tane K oder wie der da heißt, Mann. Und der hat mir versichert, erklärt das und das war alles geklärt und das lief jetzt ein Jahr lang gut. Ich habe hier nichts gemacht, gerade Ariane. Ich habe nichts aufgemacht. Warum waren die hier drin? Genau das, die tragen das ein und sie kriegen das Auto wieder. Und wer hat den Schlüssel? Kollegin, die ist gerade nicht im Dienst. Okay, ja, was mit meinem Primo? Ich will den auch abholen. Du hältst jetzt mal die Klappe erstmal. So. Oh, fuck, entspann dich. Also morgen kommen Sie, gehen Sie nach Del Perro, aber vorher zum Casa. Sagen Sie genau das, was Sie mir gerade gesagt haben. Geben Sie dir auch die E-Mail oder SMS vor und die Sache ist erledigt. Okay. Ja? Eh.
Boah, die Funksprüche vor Tanaka waren gerade so mega peinlich für Ariane, finde ich. Weil ich sollte den anfunken, aber irgendwie habe ich dann eine allgemeine 1060, sollte ich dann machen? So, I don't know. Ganz komisch. Ich kann auch ein Taxi nehmen. Nee, steig ein. Jetzt will ich nicht einsteigen. Ich bin jetzt extra wegen dir hergekommen, Mann. Steig ein. Du machst irgendeinen Shit, dann nimm diesen Muchacho da. Na, Mann. Steig jetzt ein. Soll ich ihn die Handschellen vorher anlegen? Na, ey, ich bin jetzt extra hergekommen, weil Tanaka hat gesagt, ich soll dich abholen. Komm jetzt. Ja, dann nimm mich mit, Mann. Der Taxi dauert ewig. Nein. Ich steig ein, Shit. Ich fahr aber vorne mit. Ja, dann fahr vorne mit. Weiß, geh nach hinten. Gut, dann können Sie direkt mal noch ein bisschen. Ja, hey, viel Spaß noch, Mann. Im Police-Computer ein bisschen googeln. Hast du gerade den Mittelfinger gezeigt? Na, hab ich nicht. Simon, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat dir den Mittelfinger gezeigt. Wer, der Kowalski, Mann? Nein! Der Kowalski war das. Ja, sicher. Von hinten mein Beifahrer. Durch die Scheibe, klar. Kowalski oder Hauf, dich. Ja, klar, natürlich. Wer sonst? Mein Beifahrer. Fick dich, Jumanji, Mann. Jumanji? Warum heißt der Jumanji? Kowalski, Mann. Hast du gehört, Mann? Warum heißt der Jumanji? Mit dem dicken Kinn, Mann. Nein, nicht der. Nicht Officer Fettneck. Ich meine hier den auf dem Beifahrersitz. Wo, Mann? Was ist das kleine Wind? Jo, jetzt lass mich raus. Lass mich sofort raus, Mann. Nein! Warte, dreh um, ich hau die Wichse um, Mann! Okay, will ich sehen. Feige. Bleib sofort stehen. Jo, was hast du gerade gesagt? Dass du ein fucking Würstchen bist und was sagst du mit dem Mittelfinger? Shut the fuck up, bitches, hä? You better shut the fuck up. Oh Gott! Wie stelle ich mich denn eigentlich... Mein Anschnaller klemmt! Auseinander! Mein Anschnaller klemmt, das gibt's doch gar nicht! Hey, hört auf! Oh, Gott, da geh ich mal über einen dicken Sicherheit. Gott, endlich gelöst. Endlich den Anschneller gelöst. Legen Sie sich sofort hin. Sonst baller ich Ihnen noch einen in den Ranzen. Auf geht's. Scheiße, Kowalski, haben Sie haben Sie denn eine Kugel in den Arsch geschossen? Wer wurde denn jetzt getroffen? Wer hat die Kugel in den Arsch gekriegt? Ist das jetzt die Romanze, Officer? Kowalski, Ihre Freundin ist da. Ich bin im schlechten Film. Kowalski ist doch mit Madison Oakley am Daten. Ist das jetzt hier? Hat das alles. Was ist hier los? Und dann musste ich auch noch von fucking Beard hier abgeschossen werden. Oh, ich ruf MD. Ah, holen Sie mal das MD. Ich bin hier gerade im falschen Film. Also. Er wollte nach Hause gefahren werden. Heißt anscheinend Jumanji. Dann hat Limon irgendwas gesagt. Er hat sich darüber aufgeregt, wollte, dass wir dann zurückfahren. Wir sind hier stehen, wie mein Gurt klemmte, dummerweise. Er ist dann ausgestiegen, hat Limon angegriffen. Limon hat aber tolle Moves gemacht und ausgewichen. Während der Kowalski dann seine Waffe rausgeholt hat, hat auf Limon seinen Arsch geschossen. Dann kam auf einmal Traumfrau Madison Oakley an, die mit Herrn Kowalski datet. Und jetzt stehen wir hier. Ich glaube, wir müssen ihn ins MD bringen. Ja. MD meldet sich keiner. Kowalski und Madison Oakley waren im Ellis und sind zusammen am Daten. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist nicht Schwachsinn. Ja, bitte, Herr Tanaka. Ach, sieht wieder aus, als hätte Ariane hinten Gold. Ja. die kriegt nichts auf die Reihe. Ja, komm. Ich helfe Ihnen auch, kommen Sie. Kommen Sie, Frau Barnes. Herr Kowalski, wir fahren weiter, der Herr Tanaka kümmert sich. Also, Herr Tanaka, Folgendes. Ich kümmere mich schon. Hier wurde beleidigt und danach ist der Herr aus dem Auto gestiegen, hat den Herrn zu meiner linken Seite angegriffen, er hat sich verteidigt. Muss echt mal dringend zum Reparatur das Auto, der Anschneller klemmt da einfach. Beide haben was mit der Beanbag abbekommen. Ja, ich hätte ja auch gerade auch Probleme, wissen Sie. Der andere hat es, glaube ich, irgendwo in den Oberkörper, Bauchregion abbekommen oder an den Arm. Ich bin mir nicht sicher. Ich fahre mich mal nach Hause. Okay. Ja, das ist mein Taxi, Mann. Na! Ja. Kommst du meine Aussagen? Weißt du, nicht eifersüchtig werden, dass ich da gerade zwei, ne? Ja. War eine Growth LTD. Ist ein grünes Fahrzeug, da werden gerade Drogen draus verkauft, ja? Es wird also ziemlich gefährlich jetzt. Haben Sie beide Schusswaffen? Nehmen Sie die Schusswaffe, Kowalski.
Schusswaffe, Kowalski. Die Beanbag ist besser, aber ich nehme die Schusswaffe. Ja. Der wird jetzt direkt auf uns geballert, ich sag's Ihnen. Ja, was? Warum? Weil die Drogen aus dem Dings verkaufen. Wo? Ja, eine LTD, steht ein grünes Fahrzeug. Haben Sie jetzt gerade den Funk gehört? Ich höre meinen Funk nicht. LTD, steht ein grünes Fahrzeug und da wird eine Drohne. 500, okay. LSPD. LSPD, steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Steigen Sie aus dem Fahrzeug. Los, Kowalski, renn! Los, Frau Barnes, Kowalski, renn Sie hinterher! Scheiße, wo ist er? Scheiße, wo ist er? Ist er hier runtergesprungen? In den Turf renne ich jetzt aber auch nicht. Nee, das will ich auch nicht, Ja, die 400S meldet, also Davis PD beendet. Ja, lass es lieber wieder nach oben. Ich hab hier auch gerade oben ein bisschen. Hier die PD 99, wir haben hier aktuell eine 1060 zu Fuß. Zwar hinter der Grove Street LTD, Herr Tanaka, hören Sie. Wir haben die Person verloren. Check. Ein weißes Tanktop müsste Richtung Grove unterwegs sein. Es kann sein, dass er in den Vorgarten gesprungen ist, aber ich wollte da jetzt auch nicht alleine rein. Wir gucken mal, ob uns was entgegenläuft. Müsste nach hinten unterwegs sein. Kollegin Barnes, kommen Sie mal her. Gucken Sie mal im Kofferraum, ob hier Drogen drin sind. Ja. Auch unter den. Genauer gucken, ja? Heben Sie auch die Klappe da hoch. Haben wir irgendwas im Handschuhfach? Klappe hochheben. Ja. Ah, hier ist irgendwas Krumpeliges. Moment. Oder in den Gassen hier, dazwischen. Okay, das sieht aus. Ist hier irgendwas Getrocknetes? Ein großer Klumpen Getrocknetes? Irgendwas? Und? Ich glaube, ja. Kirschmet ist auch noch da. Also irgendwas Getrocknetes ist hier gerade. Kowalski. Die Blumen? Kommen Sie mal her. Bei der Wiese? Setzen Sie sich mal auf den Beifahrersitz. Ja. Einfach reinsetzen. Gucken Sie mal ins Handschuhfach. Bleiben Sie mal sitzen. Da ist haben Sie irgendwas im Handschuhfach? Sie können es auch schon direkt jetzt sagen. Ja, dann ist wirklich... Das wirkt sich auch strafmildernd aus. Okay, ich mach das mal auf, ja? So, irgendwelche Papiere, Rechnungen, okay. Ja. Was sind das für? Toter Wunderbaum. Ja, nee, da ist tatsächlich nichts. Ja. Gut, ja, Kowalski, kommen Sie mal den Kofferraum angucken. Was ist das hier, Sir? Was ist das für eine Flasche? Reden Sie mal lauter. Die Hände, ich sehe Ihre Hände, ne? Ich sehe die Hände durch die Scheibe. Ja. Es ist irgendwie so. Oh. Das ist so ein, I don't know, so ein Kirschzeug, man. Kommen Sie, steigen Sie mal aus. Willst du aussteigen, Schi? Ja, steig aus. Komm mal her. Nimm mal die Flasche raus. Pass auf, nimm mal die Flasche raus. So, hast du? Trink mal eine Flasche. Schluck davon. Kipp mal ordentlich was rein. Wissen, was das ist. Sieht irgendwie, was ist das? Ist das selbst gebraut? Was ist das? Riecht auf jeden Fall sehr streng. Kirschmet. Oh Gott. Kirschlikör oder was? Frau Barnes, kommen Sie mal her zu mir. Stellen Sie sich bitte mal hinter mich Richtung Gasse, ja? Und gucken Sie bitte dort in die Richtung. Laufen Sie bis zum Ende und gucken Sie nach rechts. So, Was ist das? Ja, S06 für Sie als Information. Wir konnten eine Person, die auf Ihre Tatbeschreibung passt, gegenüber der Mega Mall in einem Gartengrundstück sehen. Haben Sie die Person in Custody? Komm. Negativ, ich fahre nicht alleine in den Wendehammer. Komm. Ja, check. Komm mit. Schmeckt's? Ich weiß aber, in welches Haus die Person gegangen ist, beziehungsweise vor welcher Haustür die Person steht. Wir könnten morgen mal nach der Hausnummer gucken. Des Weiteren war der Melder ein Officer, die Person war nicht maskiert, würde ich die Person wieder kennen. Hast du noch einen Schluck aus der Flasche, die hier drin ist? Du machst die Flasche leer. Oder ich nehme dich fest. Du suchst dich. Komm, runter damit. Ja, super. Weißt du, was das Ding ist? Du darfst jetzt kein Auto mehr fahren. Ja, es
S06 für Sie als Nachtrag. Die Person steht jetzt direkt im Wendehammer. Vermutlich 3 bis 4 weitere Personen auch im Wendehammer. S06, so verstanden. Frau Barnes, kommen Sie. Kollege Tanaka, wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Daisy, Orgel? Ey, ich darf vorne mitfahren, Bro. Crazy, she. Ja, verstanden. Wir sind momentan nur Sie drei und wir zwei. Frage ist, ob das Sinn macht, in den Wendehammer einzudringen. Ja, check. Wir probieren es. Ich habe eine teure Fracht bei mir. Die betrogen ist. Ja, verstanden. Ich bin teuer, Mann. Das ist irgendwie so ein Anspruch. Ja, wenn jetzt auf mich geschossen wird, schießen die auf dich. Ich habe ein Geschenk vorher. Ah, bleib lieber stehen. Ich habe jemanden auf dem Beifahrersitz. Und ich habe eine Waffe in der Hand. Lieber stehen bleiben. Du hast einen ziemlich Dump hier einfach so reinzufahren, ne? Ja, richtig. Ey, ziemlich Dump hier so reinzufahren. Ja, richtig. Ziemlich Dump einfach abzuhauen. Das ist ein Upgrade. So. Ja, und da fuck, Mann, ey. Was bist du für ein Aumann, ey? So, ich habe mein Fahrzeug abgeschlossen und ich habe jemanden auf meinem Beifahrersitz. Seht ihr, wer da drin sitzt? Schaut mal. Kommt mal her, kommt nach vorne, guckt euch an. Stellt euch vor das Auto. Ja, was soll der Shit, Mann? Stellt euch vor das Auto, habe ich gesagt, sonst drücke ich ab. Stellt euch vor das Auto mit deinem weißen scheiß Tanktop. Stellt euch vor das Auto. Ja, soll ich abdrücken? Willst du hier 6 Feet gehen? Wenn du das machst, ist es 6 Feet. Ja, ja, deswegen hör genau drauf, was ich dir sage. Stell dich nach vorne, vor das Auto. So, hört mir jetzt zu. Wenn ihr Drogen dealt hier, dann lasst euch verdammt nicht nochmal erwischen. Ja? Er hat selbstgebrauchte Scheiße getrunken. Er kippt sich das ordentlich, er hat sich ordentlich reingekippt. Er steigt jetzt aus, wir hauen ab. Und hier fließt kein Blut, habt ihr gehört? Kurz zu, ha? Was fällt euch Motherfuckern eigentlich ein, unsere Flags zu klauen? Wollt ihr irgendeinen Krieg starten oder sonst shit? Stopp. Wer hat was geklaut? Jo, von unserem Homie, ha? Der ist 6 Feet gegangen. Ihr habt die scheiß Flag mitgenommen in euer scheiß Kack-PD. Warte, stopp mal. Wer ist, also... Ich hinten, verdammte ich. Scheiße, Mann, ihr habt meinen Big Homie gekillt, alles Mann. Gut, alles gut. War nur ein BMX, was vorgerutscht ist. Gut, ich steige jetzt aus, weil das ist mir wichtig. Ich weiß, um wen es geht und ich gebe euch das Fleck wieder. Okay? Ich steige aus. Wer hat was geklaut? Von welchem, von wem redet ihr denn? Welche Fleck? Komm, redet mit mir, wenn ihr die wieder haben wollt. Von unserem Homes, ne? Die von unserem Homes Cappy. Ist das der immer mit Jesus unterwegs war, oder wie er heißt? Yeah. Und wer hat die weggenommen? Irgendein Cop von euch. Der war nach seinem Tod kurz bei ihm. Ey, wenn ich weiß, wie das ist, man, ich bring den 6 Feet, ha? Ich bring euch die Fleck morgen wieder. Alright, will ich hoffen, ne? Gut. Kümmert euch um den Typen, der da im Wagen sitzt. Ich hab keine Ahnung, wie er heißt. Ich check ihn auch nicht, prüfe auch nicht seinen Ausweis. Aber wenn ihr mit Drogen dealt, dann macht das, dass ihr nicht erwischt werdet dabei. Mein Gott. Steig aus. Komm. Ihr müsst euch vorstellen, wir wollen keine Probleme mit euch, ne? Aber lasst euch auch mit der Scheiße nicht erwischen. Ihr wollt keine Probleme, Mann? Du kommst hier mit fucking Dudes hin, sagt, wenn wir uns nicht vor die Whips stellen, bringst du uns um, der fuck? Ich frag ihn mal, wie fair ich zu ihm war. Frag ihn mal, wie fair ich zu ihm war. Rum ihr nicht Arschloch, sonst steig ich nochmal aus. Shut your bitch ass up, bro. Move your ass loud. Fast. Hauen ab hier. Ich werde den heutigen Tag überleben. Frau Barnes, wissen Sie, warum uns nichts passiert ist? Weil hätten die auf uns geschossen oder irgendwas gemacht, dann hätte ich ja ihren Freund erschossen. Sehen Sie? Weil meine Waffe lag auf meinem Schoß und ich hätte abgedrückt. Ich weiß, aber als Herr Tanaka geschrien hat, dachte ich, ich dachte, als mein die Schusswaffe kam, ja, aber ich war ja bereit, Frau Barnes, ne? Also ich war ready, dass was passiert. So, was ist jetzt mit dem Aeropark? Da war doch auch irgendwas? Und Palito? Achso, da müssen wir ja auch noch hin. Genau. Ja, ich glaube, der ist schon wieder zurück, weil Alice Taxi und sein Taxi abgestellt ist. Dann Sie, Herr Tanaka, mal 1,21 übrigens, Frau Barnes. Das werden nicht mehr benötigen. 1,21. Also, die 1,21 für die 1,19 bitte kommen. Merci. Ja, wir benötigen sie nicht mehr, kommen. Ja, verstanden. Wir wollten hier sowieso rechts auf Ding. Sie sind trotzdem ein toller Typ. Das habe ich natürlich nicht gefunkt. Boah. Als er gesagt hat, Waffe war vorbei bei mir, ne? Ich habe echt vielleicht jetzt knallt.
Meine Güte, diese. Aber wissen Sie, ich hab den Dreh raus, wie man mit denen umgehen muss. Zum Teil. Wenn ich denen morgen die Fleck bringe, dann tun die mir nie was. Ist weil das so? Der kann Respekt ich die ist, Fleck ja. Bringen? Nein, ich würde da niemals. Ich hab denen das versprochen. Ja, Versprechen sollte man auch halten, ja. Ich muss herausfinden, wo die ist. Und vor allem das Ding ist, diese Fleck ist von jemandem, den ich sehr mochte, wissen Sie? Das waren zwei Jungs. Setzen Sie Tanaka drauf an, der guckt nein. Das waren zwei Jungs, die ich sehr respektiert habe, weil die haben versucht, noch was aus sich zu machen. Austreten. Einer davon ist gestorben bei einer Schießerei, weil er dumm war. Der war einfach dumm. Der war so dumm. Der hat einfach einen Laden überfallen und hat dann auf Cops geschossen, weil er dumm war. Weil er keine Ausreden mehr gesehen hat. Ärgert mich so. Es ärgert mich einfach so. Ich wollte den beiden helfen, aus diesem Scheißloch rauszukommen. Ja, ärgerlich. Ist genauso wie dieser eine Junge, den ich ganz oft treffe. Ich weiß aber nicht, bei welcher Gang er ist, aber ist auch erst 19 Jahre alt. Auch 19. 19 Jahre und schon tot. Ja, soll so natürlich nicht sein. Mann. Ich bin doch nie langweilig in dieser Stadt, Frau Barnes. Ja, da sagen sie was. Zeige ich denn den... Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen sowieso nicht in den Dienst können, aber zeige ich diesen Wisch vom MD dem Chief dann einfach von Davis? Also Tanaka? Genau. Gut. Ist nur bei der 10.90 nicht, dass sich jemand wundert, dass ich halt an meinem Platz sitzen bleibe. Ich habe sowieso viel Schreibarbeit zu tun. Ich bin letztens auch sofort losgerannt, habe alles abgebrochen. Wie viele Streifen sind denn gerade noch im Dienst? Nur wir und Herr Tanaka seine Streife. Oh. Die S07, 1030, östlich vom mal kurz pinkeln, Frau Barnes, ja? Ja. Ja, also nordöstlich. Ich muss das immer... Also das hier ist echt immer so ein Ding, ne? Dieses östlich von bla. Ich muss halt... Ich meine, klar, ich sehe das... Eigentlich sind wir... Ja. Seht ihr, ich kann mich... Ich bin tatsächlich zu blöd, um mich an die... S06 kommen. S06 hört... Ja, ich stehe tatsächlich an der Brücke am alten MD-Gebäude. Ah, ich sehe sie, glaube ich. Okay. 1.81 Ende. Ja, das Problem ist wirklich, dass ich immer auf die Karte gucken muss. Und also eigentlich sind wir wirklich südlich davon, aber eigentlich auch östlich. I don't know. Entschuldigen Sie. Ja, alles gut. Herr Reis ist gerade auch nochmal L10.30. Also ah, okay.
Ja, Frau Barnes, was soll ich sagen mit Larry? Das ist, wie es ist, ja? Nee, ich dachte, eventuell hätten Sie so ein ähnliches Problem. Ich merke das ja. Das Gespräch, letztes Mal mit Larry geführt habe. Oh Gott, also da, wo Sie meinen jetzt am... Vom Casa und nachher dann noch, aber... Ja, das lag mir am Herzen und... Ja, ich... Nee, ich kann das auch verstehen. Also es soll ja nicht so Schickeria da verkommen, ne? Nicht, dass das irgendwelche Touristen sind oder irgendwie Stadttouristen, die sich im Abend angucken wollen oder sonst was. Ich trau manchen Menschen wirklich viel zu. Das Problem ist halt, das System, was die jetzt benutzen, das hört sich einfach nach Willkür an. Und das ist halt das, was mir nicht passt. Und leider sieht es Larry nicht. Er denkt, die machen es gut, das ist aber nicht gut. Ja. Weil, wenn es eine Warteliste geben würde, wenn es eine Interessenliste geben würde, wenn es ein Punktesystem geben würde, wie die Wohnungen verteilt werden, dass sie fair verteilt werden, ja, dann würde ich sagen, ja gut, okay, da ist ein System hinter, was irgendwo fair ist. Aber wenn er mir sagt, ja, es ist, einer ruft an heute und es kann ja auch sein, dass man vielleicht eine Information gesteckt bekommt, ja. Ich weiß, zum Beispiel, wenn ich jetzt Larry kenne und er sagt, ja gut, okay, ich rufe jetzt Kowalski an, da ist eine Wohnung frei geworden, Kowalski, pass auf, wir haben da eine Wohnung und schon bin ich in der Pole Position für die Wohnung, ja, oder fürs Haus. Ich muss nur zusagen. Ich muss den Termin machen für die Besichtigung, einfach zusagen. Das war's. Ende. Kein anderer hat eine Chance. Das Problem ist, wenn es wer zuerst kommt, mal zuerst gibt, dann hätte ich zum Beispiel eigentlich sehr schlechte Karten. Ich habe aber Vorteile, weil ich mit Larry zusammen bin, bin ich ganz ehrlich. Ja? Bin ich ganz transparent, ganz ehrlich. Und ansonsten hätte ich die riesen Arschkarte, weil ich, ich schaffe es ja jetzt nicht mal, mich umzumelden seit jetzt 2 Wochen beim Casa. Ja, aber wäre es dann nicht sinnvoll, zum Beispiel, wenn Sie sagen, ja, pass auf, ich hätte Interesse an dem und der Gegend und tut mich doch auf die Warteliste und wenn irgendwann mal, selbst wenn es in 3, 4 Monaten ist oder von mir aus in 6, dann ist es so, aber dann hätte ich doch wenigstens irgendwo die Chance, eine faire Chance, eine Wohnung zu bekommen. Wollen Sie vielleicht mal versuchen, irgendwie mit dem Chef von denen zu sprechen? Ja, aber ich verstehe, warum Larry das nicht versteht. Das ist das, was mich so enttäuscht. Ja, er ist sehr in Dynasty verankert. Irgendwie. Ja. Dynasty macht keine Fehler und Dynasty alles gut. Ja, aber er liebt es ja auch da, ne? Aber trotzdem lecken, muss man. Ja, ich verstehe das schon. Ich habe auch gesagt, dass ich auch schon ihre Sicht verstehe, aber das hat Larry nicht so gefallen. Ja, aber das muss ihm nicht gefallen. Sollen wir den einfach nur immer nur gefallen oder was? Also ich bin nicht dafür da, um ständig jemand zu gefallen. Gerade weil er mein Freund ist, rede ich mit ihm Tacheles. Ja, ich rede mit ihm ehrlich. Oder soll ich ihm sagen, Larry, es ist doch alles in Ordnung. Will der das echt hören? Also ist der wirklich schon so abgedriftet? Herr Kowalski, sprechen wir es doch aus, wie es ist. Würde Larry nicht, und ich liebe meinen Verlobten, würde Larry aber nicht bei der Dynasty arbeiten, dann wäre er genau in demselben Boot, er wäre der Erste, der sich beschweren würde. Ich verstehe das. Und vielleicht sollte man ihm das mal so erklären. Ich kann ja nochmal versuchen, mit ihm zu reden und sagen, hey, weil eigentlich könnte er ja jetzt zu seinem Chef gehen und sagen, ich habe da mit jemandem geredet und ich kann das verstehen und hier werden halt Leute auch benachteiligt. Wir brauchen ein anderes System. Ja. Ja, ich denke schon. Also ich denke schon, aber ist es vom Interesse? Also ist es deren eigenes Interesse, das auch zu ändern? Weil ja, aber es ist doch so egal, was in deren Interesse sind. Die Bürger sind doch diejenigen, die Wohnung wollen. Das stimmt. Aber anscheinend sind da auch Eigeninteressen vielleicht vertreten, wenn es nicht geändert wird. Also wenn man da wirklich... Also schauen Sie, ich habe es gestern bekommen, die Information, und ich habe schon direkt einen Lösungsweg. Ja, und denke so, ey, das ist doch nicht fair. Ja, und warum kommt man da nicht von selber da drauf, wenn man da arbeitet? Man befasst sich ja auch noch mit dem Thema. Das ist ja noch schlimmer. Was ist schlimmer? Ja, verstehe das. Ach, wir haben über eine Sache mit Dynasty gesprochen, dass das System, was... Oh, ich will mit Ariane gar nicht einmischen. Aber ich verstehe Kowalski tatsächlich voll gut, weil ich hätte... Ich habe eine Wohnung bekommen. Wir haben voll Glück, dass wir mit Skinner zusammen sind, weil eigentlich würden wir uns genauso aufregen. Weil ich kann nicht immer das spielen. System, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, also Sie können auch 6 Monate auf eine Wohnung warten, wenn... Nee, Belluna, das hat Skinner gesagt, mit den Ausgleichen beim Häuser kaufen, nicht beim Vermieten. Und, beim Vermieten ist es nicht so. Ja, dann meint er ja. Also ich verstehe Kowalski, weil ich wäre in der gleichen Situation. Ich versuche mich immer so in Leute reinzuversetzen. Hätten wir nicht das Glück mit Skinner. Kollegen schenken sich das dann direkt immer in die Brieftasche, wenn sie verstehen. Ja. Also. Ja.
Ich hatte mir jetzt auch nochmal angeguckt. Skinner hat gesagt, ausgelost wird halt beim Kauf, nicht beim Mieten. Jetzt, mein Glück. Beim Mieten nicht. Ich habe ja genau zugehört. Deswegen ja da, ich schon, ja, okay, das ist das Ding. Ne? Beim Kaufen ist auch klar, ne? Ja, das normal, ne? Natürlich fährt er jetzt nochmal. Ja, da muss man voll gut treffen, ey. Geht eigentlich. Jetzt hast du das in mein Auto. Ja, was ist denn jetzt? Nee. Ja, er hält sich an die Geschwindigkeit, da muss man jetzt machen. So, wer ist jetzt hier am Mirror Park? Was sollte da jetzt, welcher Parkplatz? Ja, ich habe keine Ahnung, ich soll an irgendeinen Parkplatz kommen. An irgendeinem Parkplatz? Ja, nimm Smart Key. Ja, okay, das ist da oben beim, genau, da müssen sie nochmal... Ich weiß nicht, ich war schon auch ewig nicht mehr hier, Moment. Müssen sie hier hin, sie müssen zu der, ich meine zu der Nicola Avenue. Wo muss ich jetzt hin, Frau Barnes? Geradeaus. Ja, sag ich doch. Das ist nicht geradeaus. Das ist doch geradeaus. Ich bin hier gleich durch. Aber ich kann hier auch lang fahren, das ist egal. Geben Sie mir das Navi rüber, ich markiere Ihnen das. Machen Sie mal, Herr Kowals, geben Sie mal nach hinten da. Ja. So, hier müsste das sein. Da müsste es, ja, okay, ich geb's ein. Hm? Alles klar. Ist im Navi drin. Super. Jetzt nicht? Das ist da, wo immer der Weihnachtsmarkt ist. Da müsste irgendwo Smart Key sein. Sind Sie denn eigentlich mit meinem Vorschlag einverstanden, Commissioner? Wie gesagt, mit Ariane wäre ich auch diejenige, die eher dann so gegen deine Stise wäre und sagen würde, ey, Alter, das geht nicht. Nicht jeder ist online. Das ist ja auch mit dem PD, ne? Ich habe ja auch mit dem PD voll viele Sachen bemängelt, obwohl ich da voll happy bin mit meinem Charakter. Man kann ja trotzdem Sachen bemängeln, auch wenn man die irgendwie jetzt gut findet oder so, ne? Deswegen ist ganz gut, dass da jemand das auch mal anspricht, so wie Kowalski das sagt, ne? Dass da das System natürlich ein bisschen unfair ist, Gelegenheitsspieler. Ich will einfach vielleicht auch in dem Augenblick jemand die Chance geben, der sich das vielleicht auch verdient. Das man ja halt auch Rolle. Nicht immer kann. Und vor allem nicht und immer früh, würde, sondern erst abends nach ja der Arbeit spielen kann. Ich würde ja sehr, viel im Streifendienst dann ja auch tätig sein. Auf dem Parkplatz hier. Genau, hier, also Quick Keys ist da quasi hin. Ach, ja, ich verstehe. Ja. Ja, und jetzt? Ja. Warten wir mal kurz 2 Minuten. Braucht ja jemand auch. Denn verarbeitet? Ja. Verarbeitet. Vernahm gar sich nicht. Der hat einmal gesagt, soll die herkommen. Ja, aber das war schon eine Stunde her, oder? Ich habe Redux und Reshade. Ich bleib dabei, weil ich habe damit am wenigsten Probleme. Ich habe im Moment nur Internetprobleme. Das ist gerade ein bisschen blöd fürs RP. Und mein Charakter ist buggy. Ja, halbe Stunde ungefähr so. Dann muss ich essen und trinken. Geh mal Daumen, vielleicht sollte man zurückrufen. Ja, wie denn unbekannt? Also wenn Sie mich... Ja, stimmt. Also wenn Sie mich hier für 2 Wochen noch haben möchten, dann würde ich das auch machen. Ja, reden Sie mal morgen mit Herrn Tremblay erst. Sind Sie morgen da, Herr Kowalski? Ich bin morgen da, ich bin ab circa 17 Uhr. Reden Sie mal mit Herrn Tremblay. Das wäre jetzt mein nächster Schritt gewesen. Ich habe mein eigenes Preset, ein eigenes. Weil mir die Farben sonst immer mit dem Grün hier, das ist das Einzige, was zum Beispiel noch so. Und danach würde ich auch die sehr knallig ist, die aber Kolleginnen geht, und Kollegen ne? auch vom BCSO informieren. Ja, über die Entscheidung. Über Antworten. Okay. Weil das ist keine Trotzreaktion, sondern das ist eine Entscheidung fürs BCSO. Und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, um einfach auch mal wieder einen Schritt nach hinten zu machen, um vielleicht wieder 2 Schritte nach vorne zu machen. Ich merke einfach, dass ich im Streifendienst sehr, sehr viel verloren habe und ich möchte mich wieder dran setzen. Ich bin da wirklich ein Wadenbeißer und ich will da wieder stärker sein. Viel, viel stärker. Gerade auch in der Nähe, also gerade die Nähe zu der Bevölkerung, die habe ich ja auch die letzte Zeit auch sehr vermisst. Ich werde sehr viel vermissen, muss ich ehrlich sagen.
gerade die Gespräche mit dem Personal und mit den Leuten, aber ich glaube, ich kann dem BCSO in dieser Situation da viel mehr helfen. Ich glaube, Kowalski hat Bock auf Stadt, wenn oder? Wenn ich einfach auf der Straße bin. Ich glaube, er hat Bock auf Stadt. Aber wenn Sie mir sagen, okay, also wenn Sie Sergeant machen wollen, dann schleifen Sie sich hier ein für 2 Wochen und dann gehen Sie als Sergeant hoch zum BCSO, würde ich das auch absolut nachvollziehen und auch akzeptieren. Ja, ja, dann passen Sie auf. Dann reden Sie mal mit Herrn Tremblay. Dann bleiben Sie, wenn er damit einverstanden ist, nochmal 2 Wochen in Davis und dann gehen Sie nach oben. Ja. Weil, okay, also ich habe ein gutes Gefühl, weil zum Beispiel ich weiß, dass ein Herr Brandt oder eine Frau Taylor, die Frau Taylor. Mal so lange aus, ja. Die ist so mit dem BCSO verbunden, also die wird alles dafür geben und die werden die Richtigen auch. Also gerade auch Herr Brandt und Herr Tremblay, die würden das hinbekommen. Jeder ist ein absolut adäquater Stellvertreter. Oh ja. Ein gelbes, ein Taxi. Sporttaxi. Ja, und wer weiß, was passiert. Vielleicht kriege ich vielleicht in einem Jahr nochmal die Möglichkeit. Wissen Sie, dass ich Ariane jetzt mittlerweile 26. auch 3 Jahre und 4 Tage hier im LSPD tätig bin? 27! Ich muss die auch mal langsam anders spielen. Sie ist ja ein Jahr älter wieder. Ja. Aber die hat sich schon gut entwickelt, deswegen ich muss es gar nicht mehr so krass machen. Am Samstag. Anime-Serie, ne? Ja. Ja, haarig. Am Schluss im Finale haben da Leute die ganze Zeit mit so Ballons rumgespielt. Ey, stimmt. Ja. War schon sehr crazy, aber. War ein spannendes Finale. Stimmt. Ich habe bald Geburtstag. Glückwunsch. Vorläufig. Ja, wie alt werden Sie, Frau Barnes? Wenn ich schätzen würde, 37. Ich tippe auf, und das ist 21 würde ich sagen, Frau Barnes. Oh, fast 27. Ja, Sie sehen aber wie 21 aus. Oh, danke schön. Ja, ich gebe mir Mühe immer mit Skincare und sowas alles. Ja. Können Sie irgendwas für eine Glatze empfehlen? Ja, Knoblauch-Shampoo. Knoblauch-Shampoo. Ja, und dieses Land. Ich dachte immer Brennnessel-Shampoo. Nee. Aua. Und dieses Land, Türkei, kann ich auch empfehlen. Da machen die Transplantation. Habe ich in so einer Venture-Tube-Werbung mal gesehen. Ja, okay. Ja, da kann man dann sich so Haarwurzeln einfangen. Wird das dann vom Rückenhaar entfernt oder wie? Oh mein Gott. Achso, haben Sie gar keine Haare mehr? Ja, vielleicht die Barthaare oder so? Haben Sie eine Narbe im Gesicht? Arschhaare haben Sie bestimmt, Herr Kowalski. Ich kann mir vorstellen, Sie haben viele. Ja, da könnte man Zöpfe draus machen, ja. Boah. Warum immer die Details, Herr Kowalski? Ja, ich weiß nicht, Sie fragen doch. Sie haben ja gesagt, haben Sie viele? Ich hab's Ihnen gesagt, ja, schon ein bisschen, ja. Wir machen eine Frage, Frau Barnes und Herr Kowalski, ja? Sie müssen sich entscheiden, okay? Den Arm ab? Ja? Ja. Ein Arm ab oder ein Bein ab? Bein ab. Ehrlich? Ja. Warum? Mit den Armen ist man doch noch viel, viel unfähiger. Also natürlich nichts gegen Armlose, aber ich würde meine Arme gerade für die Kreativität und so gerne behalten wollen, um mich selber zu versorgen. Dann würden Sie lieber nicht laufen wollen. Ja, da kann ich ja im Rollstuhl sitzen. Was sagen Sie, Herr Kowalski? Ja, ich würde mich tatsächlich auch für das Bein entscheiden, ja. Da hinten kommt ein Fahrzeug, ein schwarzer. Ich sag mal, mit der heutigen Technologie sind sie ja sehr, sehr, sehr eigentlich auch noch mobil unterwegs. Mhm. Und ich würde einen Arm abmachen. Ja, warum? Ja, ja, laufen ist das Beste, was es gibt. Freiheit. S06 für die Leitstelle kommen. Aber es gibt natürlich heute die Möglichkeit, Beifahrer. Dass man. S06. Halt doch bitte, falls Ihnen möglich, einmal den
Detention Vespucci an. Dort soll ein Taxi von LS Taxi, ja, gefährlich eben im Straßenverkehr unterwegs sein, ohne Licht und auch schon fast Zivilbevölkerung über den Haufen gefahren haben. Und zudem auch Navi rein. Ja, Passanten zu folgen. Ja, Shay, ja, haben Sie ein Kennzeichen zu dem Taxi? Machen Sie es erstmal ins Navi rein. Ja, das liegt hier noch, Moment. Ja, so negativ da. Erstmal nur die Informationen, die vorliegen. Älteres Modell da. Von LS Taxi. Ja, Jack, wir fahren gerade an und sind unterwegs Richtung Dispatch. Ja, Jack, mit. Leitstelle, erstmal Ende. So, Vespucci. Herr Kowalski, in der Stadt läuft es so: Der Beifahrer macht immer Folgendes. Ja. An Kreuzungen. Ja, wir. Das hier. Wir warnen, dass wir die Kreuzung passieren. Immer an der Kreuzung. Ja, ruhig. Er weiß? Ja. Ist das, ich glaube, es könnte die Vagosgasse sein. Super. Ja. Super toll. Soll ich direkt aus dem Auto springen, oder was? Ja, das scheint sehr die Vagosgasse zu sein. Ja, oh nein. Ja, aber die haben uns um Hilfe gebeten. Die haben uns angerufen. Die haben uns um Hilfe gebeten. Also wir haben uns nicht eingeladen. Die locken uns bestimmt nicht in der Falle gerade, weil ich deren Freund überfahren habe. Auf keinen Fall. Wir müssen eine 10-10 anfordern. Wir haben keine 10-10 mehr. Wir sind die 10-10. Oh, Herr im Himmel, ist heute der Tag. Ich dachte, ich konnte jetzt dem Tod zweimal entspringen. Jetzt machen Sie aus, Herr Kowalski. Ich war noch nicht beim Bestatter. Aber wir suchen. Oma, vielleicht sehen wir uns heute wieder. Oh Gott. Da vorne ist schon mal kein Taxi. So, hier soll jetzt irgendwo ein Taxi sein. Ja. Ja. Ja, wir können gleich nochmal vielleicht ein bisschen. Da ist ein. Ist das. Wo ist da? Wo ist denn immer da? Parkplatz? Nee, da. Nichts auf dem Parkplatz ist nicht. Nee, das ist nicht alles Taxi. Das ist ein Orange. Okay, Wir machen das einfach folgendermaßen. Ich mach das mal. Warten Sie mal. Hallo, ich bräuchte einmal ein Taxi. Bei Lolitas. Ja, du bist gleich. Ich weiß nicht, er hat sich ein bisschen angehört wie die Oakley. Da, links war ein Taxi. Da ist ein Taxi. Hä? Was soll ich? S06 1020, wir sind angekommen am Beach. Wir haben ein Taxi vor uns. Warten Sie mal, machen jetzt eine 1026 weiterfahren. Wo ist die gerade die andere Person, die hier war? Welche Person denn? Hier war doch gerade eine Person mit einer Tasche. Hä? Die habe ich auch gesehen. Schwarze Haare. Schwarze Haare. War doch gerade eine Person mit einer Tasche, oder nicht? Wo ist diese Person, die hier gerade war? Barnes? Ja, ich hab's auch gesehen. Hä? Sah so aus, als wäre sie. Da vorne! Da! Gott. Oh Gott. Hallo, Ma'am. Ma'am? LSPD. Kurze Frage: Sind Sie Taxi gefahren? Nein. No. Dürfte ich einmal Ihren Führerschein und den Ausweis sehen, Ma'am? Warum? Also Ihren Ausweis vielmehr. Allgemeine Person und Personenkontrolle. Ja, Verkehr ist. Die fahren ja gerade nicht. Ja, Verkehr ist leider nicht. Nee, bevor Sie kommen, fahren Sie jetzt nicht diese Nummer. Wir wurden gerade angerufen, dass hier tatsächlich was passiert und wir sind gerade nur dabei, dass wir. Dixon überprüfen. Ja, check. So, Frau Oakley, sind Sie gerade Taxi gefahren? 20 mit Pushy Supermarkt. Okay. Sind Sie gerade die einzige. Haben Sie nicht bei Downtown Cap mal gearbeitet? Okay.
Aber Sie sind, okay, Sie sind aber gerade, sind Sie gerade der Einzige, also fahren nur Sie gerade Taxi in Ihrem Unternehmen oder gibt es noch, Sie können den Ausweis checken, ma'am? Muss ich mal schauen, es kann sein, dass mein Chef noch umfällt. Okay. Schauen Sie mal nach, weil das ist wichtig. Kann Ariane halt auch. Also meine eine Kollegin hat sich gerade abgemeldet. Barbara. Okay. Es kann sein, dass mein Chef noch umfährt. Ist hier jemand gerade? Ja, mit Info an die PD99, laut dem Melder war der Fahrer des Fahrzeugs eine Dame. Ich hoffe, Ariane muss keinen Drogentest machen. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Machen, weil die muss nämlich. Die muss nämlich unbedingt Dingens. Ich muss das woanders mal sehen, weil ich die Mechanik dahinter überhaupt gar nicht check, was jetzt so, wo jetzt so getan wird. Ich weiß halt Schmauchspuren, aber ich weiß nicht, ob man irgendwie. Ich weiß nicht, wie das mit dem Drogentest geht. Ja, ist hier, Entschuldigung, 1281, die Frau Dixon hatte einen Eintrag wegen illegalen Waffenbesitz, Akte ist geschlossen, die OVI ist geschlossen, alles okay. Sehr gut. Ich nehme keine Drogen. Sie hören ja auf mit dem Alkohol, hat der Kowalski mir erzählt. Was? Damit sie beide zueinander finden, richtig? Ich finde das schön. Also, Herr Kowalski. Warum erzählst du das? Oh. Können wir das bitte im Moment beim Dienstlichen belassen? Ja, und die Sache so professionell wie möglich über die Bühne bringen. Ich fände das auch schön, wenn du das trennen könntest, so wie du das sagst. Kowalski, schade, ich weiß gar nicht. Oh Gott, wie ist das zustande gekommen? Ach, die beiden, ey. Das stimmt. Er hat nur in höchsten Tönen von Ihnen gesprochen, Miss Oakley. Mhm. Hat er wirklich? Ja, das ist schön, dass er mit Ihnen über mich spricht. Das ist wunderbar. Nein, ich erkläre Ihnen das gerne. Ich bin verwundert, dass Herr Kowalski sich mit Ihnen abgibt, Ma'am. Er hat mir das dann erklärt, dass sie aufhören, Alkohol zu konsumieren, dass sie versuchen wollen, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Und ja,
Er hat mir das gesagt, dass er, weil er stolz auf sie ist. Das ist doch eine schöne Sache. Ich verstehe jetzt nicht, warum sie da auch wieder was Negatives suchen. Ja, das liegt sicher an mir, dass wenn er das Versprechen bricht, dass er das trennt und beruflich und privat und so, das ist ja absolutes No-Go. Weil das gemeldet wurde, was sagt der Drogentest? Ja, dann machen Sie den mal bitte noch. Ja, dann haben wir das fertig und dann... Ich hier einmal entsprechend... ...nehmen. Und so. Aber das dauert tatsächlich einen Moment länger, bis er durch ist. Wolltest du mal noch was erzählen? Ja. Genau. Dann, müssen wir noch mal einen ganz kurzen Moment warten. Na klar, wer sonst nichts zu tun. Außer arbeiten natürlich. Oder auf Dächern liegen und Mr. Evan Anderson helfen, bei seinen terroristischen Plänen Police Officer in den Hinterhalt zu locken. Hinterhalt? Er wollte nur mit ihnen reden. Ach! Also haben Sie gerade bestätigt, dass Herr Evan Anderson Sie darüber instruiert hat. Schön, damit habe ich dann endlich den Beweis, dass Sie zusammenarbeiten. Super, Dankeschön. Ja, Sie sind da an einer ganz großen Sache dran, glaube ich. Hey, das reicht schon. Legen Sie das Telefon weg. Sie sind in der polizeilichen Maßnahme. Ja, ist doch gut. Ich muss ja irgendwie meine Arbeit weitermachen. Richtig, aber das ist dennoch, ne? Telefon in der Tasche. Ja, und der Drogentest ist soweit auch negativ. Ach, guck. Hab ich doch gesagt. Wunderbar, dann durchsuchen Sie die Dame bitte nochmal. Ach, Frau Barnes. Ja. Weil die Dame öfter schon negativ aufgefallen ist und ich möchte einfach nur sicher sein, dass alles in Ordnung ist. Wo bin ich negativ aufgefallen? Öfter ich habe keinen einzigen Eintrag. Dann einmal an die Laterne stellen und die Hände nach oben. Keinen einzigen. An die Laterne stellen und Hände nach oben. Stopp mal, ich habe keinen einzigen Eintrag im Führungszeugnis, wo bin ich negativ aufgefallen? Ja, spielt keine Rolle. Sie haben versucht, einmal mit den Vagos mich umzubringen und beim zweiten Mal haben sie mit einem möglichen Schwerverbrecher zusammengearbeitet und uns in den Hinterhalt gelockt. Sie haben ja auch gerade selber bestätigt, dass sie eine gemeinsame Sache gemacht haben. Und jetzt, um eine Kontrolle durchzuführen, bitte ich Sie jetzt einmal, was meine Kollegin ihr auch gesagt hat, an die Laterne und wir werden Sie einmal... Und die Hände nach oben. Genau. Ihnen ist schon klar, dass Sie sich strafbar machen. An die Laterne und Hände nach oben. Also Sie widersetzen sich jetzt das fünfte Mal. Sie haben das gehört, oder, dass er das sagt? Ich denke nicht, dass er das darf nach dem Gerichtsurteil. So, Hände nach oben. Das Gerichtsurteil wurde angefechtet, Ma'am. Angefochten, Entschuldigung. Schau mal in Ihre Brieftasche. So. In die Hosentasche noch. Wo macht man das unter Kolleginnen, ja? So, und dann... Moment, ich bin gleich fertig. Tasse sie nur noch mal am Rücken ab. Okay, fertig. Okay. Wundervoll. Gut. Super. Haben Sie noch einen gültigen Verbandskasten, Ma'am? Da schaue ich doch gerne mal nach. Verbands, gehen Sie mal gucken, bitte. Ja, würde ich gerne machen, aber ich, ja, was soll ich sagen? Ja, ich kann auch versuchen, den Kofferraum aufzumachen. Gerne. Sekunde. Ich hebe den jetzt mal ein bisschen an. Können Sie jetzt nochmal versuchen vorne? Ja. Nee, ich glaube... Ja, doch. Rüttelt doch schon so ein bisschen. Was ist mit dem Taxi passiert, meine Güte? Das ist aber eins von den ganz alten Mounds. Ich mag das. Ist halt so oldschool. Kollege, können Sie mir einmal helfen? Ja. Wir machen das mal zusammen, dann sollte es wirklich aufgehen. Dann bitte noch einmal vorne versuchen. Ich... Okay, zu zweit sollte das klappen. Ist ein bisschen verbeult, aber es sollte gehen. So.
Alles in Ordnung. Okay, dann müssen wir nochmal ganz kurz ein bisschen festdrücken. Okay, lassen Sie das Taxi auf jeden Fall reparieren. Damit können Sie heute so nicht mehr fahren. Ja, ich kann damit eh nicht mehr fahren. Wie sind Sie denn jetzt hingekommen? Was ist hier passiert? Ja, mit dem Taxi. Mein Chef hasst mich jetzt, aber dank ihm. Ich gehe jetzt einfach nach Hause oder so. Was ist denn hier jetzt gerade mit dem Taxi passiert? Ja, gar nichts. Wir sind doch hier nur hingefahren. Ich hatte Hunger und wollte mir noch einen Burger holen. Ja, warum können Sie jetzt mit dem Taxi nicht mehr fahren? Weil mein Chef mich hasst. Warum hasst Ihr Chef Sie denn angeblich? Ja, weil irgendwer mich beschuldigt, was weiß ich. Ja, aber wenn Sie doch nichts getan haben, dann ist es doch nichts. Dann hasst Ihr Chef Sie doch auch nicht. Also können Sie doch jetzt ganz normal mit dem Taxi wieder weiterfahren. Zur Reparatur natürlich, also in die Garage. Ja, ich kann damit aber nicht mehr fahren. Warum, was ist passiert? Weil meine Schlüsselkarte nicht mehr funktioniert. Hä? Also ich kann Ihnen das Taxi gerne aufmachen mit meiner Schlüsselkarte. Ja, warten Sie mal, das verstehe ich. Aber Sie sind doch hierher gekommen, gerade vor ein paar Minuten, ja, oder? So, und warum bootet das jetzt, warum funktioniert die nicht mehr? Keine Ahnung, weil mein Chef die wahrscheinlich gesperrt hat. Ich kann hier mal anrufen. Fragen Sie mal. Falls ich das darf, oder wenn ich da bin ich schon. Ja, Lami, kannst du einmal zum Del Piero Supermarkt kommen, bitte? Alleine? Ja, mir egal. Aber so schnell wie möglich, ja? Bis gleich. Nee, nicht sagen Sie dem doch sowas nicht. Was denn? Der fährt jetzt über alle Stoppschilder und zu schnell. Ich kenne ihn doch. Ja, ach. Ja, nicht ach. Vertrau, Lami. Also, wenn ich mit ihm fahre, hätte er wirklich an jedem Stoppschild. Ja, ja, genau. Ist wirklich so. Ja, genau. Wir halten wirklich und wir wenden auch nie, wo man nicht wenden darf. Ja, und Harald Ecker fährt über 8 Stoppschilder und sagt, es ist dunkel, er kann keinen sehen. Ja, der ist ja auch hohl wie so ein Brot. Harald ist überhaupt gar nicht hohl wie ein Brot. Ja, aber er stinkt wie ein schimmliges Brot. Der stinkt auch nicht, das stimmt überhaupt gar nicht. Häufig schon. Nein. Warum sind Sie denn so mein gegenüber Harald Ecker, Frau, okay, hat er Ihnen was getan? Haben Sie den schon mal getroffen? Er ist aber ein bisschen Altshaming, was Sie da machen. Er ist schon eine Person an sich so, aber mit... verstehen Sie mich nicht falsch? Ich will Sie mal sehen, wenn Sie so alt sind, ob Sie dann... Was hat denn das mit dem Alter zu tun, wenn jemand stinkt? Ja, warten wir mal ein paar Jahre bei Ihnen ab. Sie schämen doch gerade alt. Sie nee, ich schäme gerade nicht alt. Ich habe Verständnis für die Alten. Und Harald ist ein sehr guter Freund von mir. Er ist doch nicht mal alt. Nein, er ist der jüngste Mensch, den ich jemals gesehen habe. 68 Jahre alt. Warum arbeitet er denn noch? Weil er fleißig ist. Aber hat er kein Recht zu arbeiten mit 68? So, ich finde, das sollte man nach der körperlichen... Recht zu arbeiten, das verstehe ich nicht. Sie fragen... Als würden Leute freiwillig arbeiten gehen. Ja, manche Menschen machen das freiwillig. Ja, weil es deren Berufung ist. Ja, auch wie Sie da was. Ich auch gerne arbeiten, ja. Ich kann Ihnen sagen, dass Herr Tanaka auch gerne arbeiten geht, Herr Kowalski auch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Herr Kowalski geht auch sehr gerne arbeiten. Da kann man schon mal auf andere Menschen scheißen. Hat er Ihnen das Herz gebrochen, Ma'am? Also er hat mir erzählt, dass er sich von Ihnen trennen will, weil er Sachen über Sie erfahren hat. Wenn? Ja, also, dass er den Kontakt zu Ihnen abbrechen möchte. Schauen Sie mal, Miss Oakley, schauen Sie. Ja, Sie sind ja so eine Person, sage ich mal, ne? So, Sie haben jetzt einmal die Möglichkeit gehabt, jemanden an Ihre Seite zu haben, der hätte Sie aufgefangen, der hätte alles für Sie getan. Ja, das ist Papa Bär, wissen Sie, so einer ist das, der Herr Kowalski. Auch wenn ich das vielleicht nicht gut heiße, weil Sie können mir sagen, was Sie wollen. Sie saßen da im Gebüsch. Die stehen in der Verbindung mit den Vargos. Das wurde tatsächlich auch in den Telefonverläufen auch alles nachgeprüft. Zwar wurden sie eventuell freigesprochen, aber der Fakt ist, Beweise gab es genug. Wurden nur freigesprochen, weil der Staatsanwalt missgebaut hat. Fakt ist aber, Miss Oakley, mal dahingestellt, Herr Kowalski hätte Ihnen so viel, wäre so eine Bereicherung für Ihr Leben gewesen, wissen Sie? Also wirklich. Und Sie haben es mal wieder verbockt. Ich hab's das verbockt. Vielleicht haben Sie es ja auch kaputt gemacht. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich habe Herrn Kowalski. Nein. Sie brauchen nicht immer auf mich zeigen. Das macht jeder in dieser Stadt. Immer Walter Weiß. Das ist aber nicht der Fall. Stellen Sie sich vor, es gibt auch Menschen, die untereinander Probleme haben. Damit habe ich gar nichts damit zu tun. Herr Kowalski hat mir. Ich war sehr kritisch gegenüber Herrn Kowalski, gegenüber Ihrer Person, was ja verständlich ist. Ja, seien Sie mal jetzt auch nicht so naiv.
Und da hat der Herr Kowalski mir seine Ansicht erklärt und ich habe gesagt, wenn das Ihre Entscheidung ist, dann machen Sie das. Und das war es für mich. Ich habe da nie wieder mit ihm drüber gesprochen. Mhm. Ja, genau. Ja, wie genau? Das wissen Sie doch gar nicht. Ja, klar. Ich bin gerade aufrichtig und ehrlich zu Ihnen, das sollten Sie doch auch mal. Eben, ich schätze das total, wie ehrlich Sie gerade sind und ja. Naja. Vertrauen in Cops ist immer eine gute Idee. Und dann vertraut man lieber Leuten, die auf, die hier durchdrehen und Amokläufer sind und auf Menschen schießen, wie Ihr Ex-Mann, der gestorben ist. Also Sie haben ja wohl den Rat... Sie mein haben Mann sitzt im Knast in Mexiko, okay? Ne, den, ja, also Sie haben einen Mann, der im Knast ist. Einer ist davor gestorben, der wild am Pier rumgeballert hat. Da waren wir schon getrennt. Ja, trotzdem. Und ich gucken habe damit nichts zu tun, okay? Gucken Sie mal, in welchen Gefilden Sie unterwegs sind. Und jetzt hatten Sie einmal die Möglichkeit, in Ihrem Leben was zu erreichen, ja, dass jemand Ihnen hilft, der keinen Mist an der Backe hat, der auch noch was Gutes tut. Und dann... gehen Sie den Mann so an. Dabei ist er eine Bereicherung. Ich gehe den so an. Ja, vor uns. Ja, wenn er irgendwelche Scheiße über mich erzählt. Erzählt doch gar keine Scheiße, das wissen Sie doch gar nicht. Ich habe doch gerade sogar gesagt, dass er Positives über ihn, über Sie erzählt, dass Sie keinen Alkohol mehr trinken und so weiter. Ja, aber er verspricht mir doch, dass er nichts erzählt. Und dann erzählt er es einfach nicht. Ich muss es auch nicht von Ihnen erfahren. Aber er hat doch Sachen erzählt, die doch für Sie positiv sind. Okay, bis dann. Das ist doch gut. Das geht Sie aber einen Scheißdreck an. Doch, das geht mich wohl was an. Wissen Sie, warum? Weil Sie nicht verstehen, dass man Mitarbeiter mit einer Person möglicherweise bald liiert ist, ein hochrangiger Mitarbeiter möglicherweise mit einer Person mal liiert sein könnte, ja, ich formuliere das mal so, die erstens versucht hat, mich umzubringen, zweitens, die mit einem Vorwand zusammengearbeitet hat, mit einem Herrn Evan Anderson, mit Terroristen, ja, Herr Weiß, wenn Quatsch. Sie nicht herkommen. Nein, nein, das war kein Quatsch. Das haben drei Kollegen mitgehört, laut, im Auto. Ich habe alles wiederholt. Damit habe ich aber nichts zu tun. Doch, haben Sie wohl, denn das waren Personen, und zwar die Vagos, die mich angerufen haben und mich daher gelockt haben. Und drittens, Sie stehen in Verbindung mit den Vagos. Und viertens, man hat Ihre Telefonaufzeichnung damals herausgefunden, dass Sie in Kontakt mit Herrn Garcia standen, als Sie mich überfallen wollten, ja, und sonst was. Also erzählen Sie keinen Blödsinn. Ja, natürlich, weil mein Mann... Ja. Zufällig sein Onkel ist. Natürlich stehen wir in Kontakt. Ja, aber da stand nicht. Hallo, kann ich. Oh, gut, dass sie kennt. Pass auf, da kommt so ein Motorrad. Ja, ja, ich sehe schon. Frau Oakley behauptet, du würdest sie hassen und sie kriegt das. Kann jetzt auch mit dem Taxi alles in Ordnung? Nee, muss nur immer in die Werkstatt. Sie kriegt. Ihre Schlüsselkarte funktioniert nicht mehr. Und sagt, du würdest sie hassen und so, keine Ahnung. Das stimmt auch, ja. Achso, ja, ich glaube, da will Herr Weiß nicht nochmal was fragen. Da vorne ist gerade ein schwarzes Motorrad. Ja, wissen wir. Okay. Er vergraut sich schon selber, keine Sorge. Und er hat die Sache ja... Naja, erstmal hat er mir verschwiegen, dass seine Frau hatte so... Erzählen Sie mir nichts von Vertrauen und jemanden vergraulen, ja? Ja, seine Frau lebt in was weiß ich, wo er... In Polen, ja, ich weiß. Ja, die hat er doch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Kommst du? Kann ich jetzt gehen? Herr Lamy, also, was ist denn, Sie haben doch das LSPD angerufen, weil Ihre Mitarbeiterin zu schnell gefahren ist, oder was ist passiert? Was, da fährt ein Auto mit Unterboden bedrückt. Nee, was ist denn jetzt hier Phase? Also erstmal würde ich nie das PD rufen, tut mir leid, ich mag euch beide, aber würde ich trotzdem nie tun. Wurde Frau Oakley aus dem System geworfen mit ihrer Schlüsselkarte? Ja. Also die Schlüsselkarte funktioniert nicht mehr. Aha. Warum? Ja, weil ich habe wieder... ersten Scheiße gesehen. Ich weiß nicht, muss man das jetzt hier diskutieren? Also gut, kann ja, muss machen, man. Ja. Das ist ja wichtig. Und zweitens. Achso, muss man das? Ja, stimmt, haben Sie muss denn man gesehen? Das eigentlich? Was ich haben Sie denn gesehen? Herr Weiß, wollen Sie das mit der Schlüsselkarte? Nee, Herr Lamy, was haben Sie denn gesehen? Ja, ein bisschen Scheiße gefahren und alles. Ah. Scheiße gefahren. Wahrscheinlich abgesprochen, dass er ganz schnell Ihre Schlüsselkarte deaktiviert. Also Miss Oakley, das ist ja schon eine andere Aussage. Ich glaube, die hat ganz schnell irgendwas gemacht, weil die ist echt gut, wirklich. Keine Ahnung, mein Chef ruft die Cops, weil ich angeblich scheiße fahre. Ey, ich habe keine Cops gerufen, bist du doof? Was soll denn der ganze Mist hier? Was ist denn eigentlich passiert? Ich habe versucht, gerade auch rauszufinden. Hä? Wir wurden angerufen, dass ein Taxi ziemlich seltsam durch die Stadt fährt.
Okay, ja, dann weiß ich von mir, aber wer hat, wer hat uns denn angerufen? Wer denn? Ja, diese Zwillinge. Welche Zwillinge? Ja, diese, keine Ahnung, wie heißen die? Siegfried oder was? Siegfried und Roy oder was? Ja, 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 ja. Wieso ist das Fahrzeug, der sind komplett demoliert? Nee, ich weiß nicht, wie die heißen. Oder habe ich stinkende Pupille? Nee, das ist, ja, ist eine Ansichtssache. Okay. Naja, solche Zwillinge, die kommen, ja, wie scheiße, der hat mir doch gerade den Namen gesagt. Ah, einer heißt Morgan und der andere... Freeman. Nee, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, die kamen auf mich zu und alles und haben halt gesagt, ja, die wurden betrogen und alles. Im Taxi. Hä, warum ist das Taxi aber wirklich so? Das ist ja komplett demoliert. Warum sehen wir das? Das muss doch eigentlich nur sein. Dann denke ich, die haben das PD gerufen, ne? Also ist Miss Oakley ist bei Ihnen offiziell entlassen? Offiziell noch nicht. Ich muss noch Gespräche suchen, aber bitte nicht heute. Gut. Wir beenden dann erstmal die Maßnahme hier. Miss Oakley ist weder positiv auf Alkohol, also da ist alles negativ. Drogentest war auch negativ. Ja. Was Sie dann da machen, ist Ihre Entscheidung, ne? Yes. Ja, ich denke auch. Was du machst, ist deine Entscheidung. Gut. Nicht. Man das muss schon ein bisschen gucken, als ich das entscheiden, meine. Alles klar. Oder doch jemand anders. Herr Kowalski, fahren wir dann weiter? Wie kommt die Dame jetzt nach Hause? Das ist uns allen egal, oder? Mir ist das völlig egal. Mir auch. Ja, alles wunderbar. Ne, die läuft, guck. Ist das eine andere Kette, Lami? Ja, ja. Also, ja. Was mache ich mit dem Taxi jetzt? Ja, ja. Ich kann es jetzt nicht fahren. Nee, alles gut. Ich werde jetzt mal hier zur Seite parken irgendwo. Ja, ja. Aber gut, dass ihr mich angerufen habt, aber ich frage mich gerade. Ja, ich wusste nicht. Ich meine, ich wollte sie jetzt nicht fragen, ob ich ihre Karte kriege, um das auszuprobieren. Das war jetzt gerade sehr verwirrend. Ja, das Ding ist, sowas ist halt schon mal passiert und dann hat mir noch eine Chance gegeben und ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Ist die gerade emotional aufgeladen oder irgendwie sowas? Weil, wieso, weiß ich nicht, wieso packt sie hier? Was ist hier gerade in den letzten Minuten passiert? Ja, was ist hier denn passiert? Also von hier weiß ich ja gar nichts jetzt. Also, ich weiß nur, wie Herr Weiß gerade gesagt hat, ne? Ja, red am besten mal mit Herrn Weiß. Nochmal. Der kann dir das. Ich bin auch gerade maßlos überfordert mit der Situation. Ja. Yeah. Wie findest du meine Kette? Super sieht die aus. Sehr gut. Ja. War die teuer? War es nicht, diese. Alt, glaube ich. Warte mal, die passt voll gut zu deinem Ohrring. Ja, geil. Ja, ja. Ja, sehr warum cool. Warum habe ich die eigentlich noch? Also. Warum hat Barbara hier noch? Ach komm. Ich weiß immer noch nicht, was das jetzt, was das war. Ganz nee, komisch. Auch nicht. Ja. Aber Hauptsache, uns geht's allen gut, ne? Der Schmuck ist mir nichts wert. Ja, trotzdem wäre das jetzt irgendwie so ein Erinnerungsstück gewesen, wäre ja schon ärgerlich gewesen. Das war's. Echt? An wen? War beides von Sophie, aber gut, die ist ja, okay, wieder die da, ist aber ja trotzdem. Da. Ja, aber trotzdem, ne? Ja, ich verstehe. Meine Max-Kette, da wäre ich auch sehr traurig. Die ziehe ich auch gar nicht mehr an, die ist nur zu Hause. Ja, bessere Idee. An den Verlobungsring haben sie mir nicht abgenommen. Da hat er nämlich sogar noch gesagt, das fand ich so weird, den Verlobungsring nehmen wir dir nicht ab, weil so Arschlöcher sind wir auch nicht. Oder irgendwie sowas. Ja, das ist schon, naja, ich will nicht sagen nett, aber ist schon nett, ne? Ja, irgendwie hat sich das meiste auch eher um Barbara gedreht. Ja, aber dann verstehe ich gar nichts mehr. Hängt Barbara irgendwo in irgendwelchen kriminellen Machenschaften mit drin? Weiß ich nicht, weiß es nicht. Super weird. Ist das Valeria da hinten? Wer? Wer ist Valeria? Naja. Ich muss mal gucken. Ja, mach das. Okay, dann wünsche ich euch was. Also, ja. Keine Ahnung, ich habe selber gesehen, was mir das so getrieben hat, glaube ich. Ich weiß nicht. Es sieht so aus, als hätte sie irgendwie einen Stopp gemacht und wäre ganz schnell ausgestiegen. Das finde ich gerade so weird einfach alles. Habt ihr die durchsucht? Ja, ich habe sie durchsucht. Okay.
Mehr kann ich dir nicht sagen, ne? Aber eigentlich kann ich auch bald zum Wieso? Bidi. Hast du... Hat die irgendwie... Nein, ich hab nur mal... Keine Ahnung. Ich guck also, trotzdem sicherheitshalber nochmal ins Handschuhfach, ja? Ja. Okay, hätte er sein können. Tja, wunderbar dann, ne? Ja, Lami, dann pass auf dich auf, ne? Alles klar, ihr auch. Das ist ein neues Auto von dir da vorne. Ja, ja, ja. Sieht cool aus. Ganz schick, ja. Und was ist das für eine? Boah, ich kann es nicht aussprechen, leider, ne? Ja, dann heißt es, der, dann heißt es, der ist gut. Ich wollte mir vielleicht einen Sugoi irgendwann mal holen. Oh, auch nice, ja. Mhm. Okay, ich gehe dann auch mal wieder hin, ja? Ja, wunderbar. Bis später, jo. Geben. Können Sie mir das, können Sie das mir in meinem Spind packen? Ja, kriege ich bis morgen hin. Okay, weil ich möchte, ich fahre morgen dorthin, weil ich glaube, wenn das jetzt anfängt, wir übergeben denen das nicht, weil das war das Erste, was sie heute gesagt haben, die wollen das Bandana von ihrem verstorbenen Homie zurück. Wenn wir denen das zurückgeben, sehen die, dass wir das respektieren. Wir können denen erklären, was passiert ist, das habe ich mit den Vargos auch gemacht, wo Herr Kukumo und ich die Situation erlebt haben und die lassen uns in Ruhe. Die treten uns ohne Probleme gegenüber, ich muss keine Todesangst haben, obwohl ich jemanden von denen überfahren habe, wissen Sie? Ich glaube, das könnten wir morgen ausschaffen. Also ja, Sie können auch gerne dabei sein, Herr Tanaka. Ne? Also. Ja, ich gehe später mal gucken. Also Warum streame ich? So, ich bin gerade hart gucken. Schild, warum streame ich bei denn? Bei den persönlichen Gegenständen von Herrn Wallstorm, weil normalerweise landen die in der Forensik. Aber es sind keine Beweise. Boah, Atkins, ich hab's heute schon wieder nicht zum Friseur geschafft. Ist jemand? Alles gut, ich hab das auch vergessen. Entschuldigung, ich war oben im Laden, das war sehr voll und habe ich vergessen, dich zu. Ja. Ich hab dich zu spät zurückgerufen. Alles gut, aber macht irgendjemand gerade noch Hausbesuche oder spät? Kannst du zu mir kommen? Ja, also gerade aktuell nicht. Ich glaube sogar eher in einer halben oder in einer Stunde. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Ich glaube schon so eine halbe, aber das ist auch, dauert halt auch lange. Ist es für dich okay, falls zwei andere Friseure vielleicht, wenn ich die frage und die vielleicht ja sagen? Also ja. Das ist nur Färben, ne? Und Färben und Styling. Genau, Färben und Styling, ja. Sind das coole Friseure? Ja. Nee, das sind coole, das sind Mitarbeiter von mir, aber ich weiß nicht, ob die Lust haben, ne, weil jetzt Feierabend ist, ich frage immer ganz kurz. Also, ja. Hast du Bock, eine Freundin von mir später zu stylen und nur zu färben, nur eine Person, oder ist das doof für euch? Also allgemein, gleich also, so. Ich kann es auch morgen Nacht nochmal versuchen, Abend nochmal versuchen. Entscheidest du, Lu? Ist es dringend, theoretisch? Richtig dringend nicht. Ich kann es auch auf morgen ganz spontan abends irgendwann oder eher so in der Nacht verschieben. Dann machen wir jetzt keinen Stress so, ja? Ja, so? Ich glaube, es tut mir wirklich leid, dass ich auch nochmal eben... Nee, ist ja auch... Ey, also, ich gucke ja auf die Uhr. Nee, das ist ja schon krass. Nee, dann melde ich mich morgen nochmal bei euch, ja? Ich würde sonst auch kommen und so, ich habe nur gerade kein Fahrzeug und so hier und das ist halt das Doofe. Alles und, gut, habe ich tatsächlich gerade auch nicht. Ja, es tut mir wirklich leid, ich habe vergessen zurückzurufen eben. Nee, alles Chini Manini, alles gut. Dann melde ich mich dann, morgen nochmal, ja? Ja, ja, ich komme auch safe, dann also sag einfach Bescheid, ich komme dann vorbei. Okay. Okay, dann pass auf dich auf und so. Du auch auf dich. Guten Abend noch. Ciao. Also. Das ist Ihre Entscheidung, Herr Tanaka, ich musste nur... Ich habe die Info ja heute erst bekommen, mir war das wichtig zu klären, wie das da, ne? Sie verstehen ja, was ich meine wahrscheinlich. Ja. Und da wollte ich erst Gewissheit haben, und bevor ich Ihnen das dann weitergebe. Und da können Sie dann, was auch immer Sie mit Frau Brody machen wollen, ist Ihr Department, Ihr Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterin, Sie können da entscheiden. Ne? Ich rede Ihnen auch nicht rein. Das ist ja auch so geregelt. Hallo. Ja, Hallöchen, wo bist du gerade? Was machst du? Ich sitze gerade im Auto mit Jonischen. Achso, bist du heute noch ein bisschen unterwegs, oder? Oh, nicht mehr lange wahrscheinlich. Also vielleicht so 10, 20 Minuten, warum? Ah, okay. Weißt du, ob mein Auto noch... Mit mir über etwas reden. Achso, okay. Aktuell geht's gerade nicht, aber weißt du, ob mein Auto noch bei NS Taxi steht? Das müsste ja noch, ne? Welches war da stehen?
Das schwarze Kleine. Genau, ich genau. Glaube, das stand da noch, ja. Okay, alles klar. Da weiß ich Bescheid. Okay. Jo, tschüsschen. Tschüss. Jetzt oder so, nicht, dass da irgendwas ja, ist, ne? Das wär, ja, machen gut. Wir noch schnell, oder, Koskela? Kriegen wir hin. Koskela, Tanaka, gute Arbeit, ne? Ja. Also, ja, ne, Herr Tanaka, machen Sie mit Frau Brody, was Sie wollen, ja? Auf ja, jeden Fall ich schaue mir das von Paul sachlich an und... Ja, check. Sobald ich da die Entscheidung getroffen habe, teile ich Ihnen das mit und dann kann sie ja sowieso gegen meine Entscheidung vorgehen bei Ihnen. Ja, aber ja. Das, ich glaube, Sie haben da schon, Ihre Einschätzung ist da schon, glaube ich, richtig. Ich verstehe das. Ja. Gut, gut, alles klar. Dann wir sind unterwegs. Passen Sie auf Sie auf. Was ist jetzt mit dem Taxi? Ja, weiß er nicht. Ich kann es ja jetzt nicht zurückfahren. Herr Salah, sollen wir das Taxi zu überführen, dass die Frau Barnes fährt und wir fahren hinterher und nehmen die Frau Barnes dann wieder mit? Oh, das wäre sehr nett. Oh, okay. Ja, da dann kommen Sie mal kurz an mein Fenster hier. Kommen Sie mal her. Legen Sie mal auf dafür kurz. Zurück. So, eine Sache noch. Passen Sie auf. Heute wurde der Herr Evan Anderson am Stadtpark niedergestochen. Mhm. Eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Nee, gar nicht, ne? Ich habe das nur bei Venture gelesen. Ja, die haben dem wohl die Botschaft gegeben. Was hat er gesagt? Ich habe noch eine Rechnung bei dir offen und ist mit einem Roller abgehauen. Mit einem Roller? Was? Ja, ja. Eine Rechnung? Mit einem Roller? Keine Ahnung. Okay. Sie haben damit nichts am Hut. Nein, ich würde nie was tun, aber schon gar nicht. Naja, schon gar nicht abstechen. Warum denn auch? Gut, Frau Barnes, springen Sie ins Taxi. Ja. Und dann. Was zur Hölle ist hier heute los? Was zur Hölle ist hier los? Jetzt fahre ich mit Uniform im Taxi hier. Das ist ja voll nett vom Walter Weiß, hä? Sagt ihr, Lami wird irgendwann PD arbeiten. Ich sehe schon kommen. Obwohl Harald müsste. Der hat ja, glaube ich, so. Ich glaube, der hätte sogar die Chance gehabt. Der hat letztens auch irgendwas gemacht, wo er sich die Chance irgendwie vertan hat. Irgendwas war da. Ich glaube, Dennis will den. Oder Walter Weiß will den echt da irgendwie dieses Praktikum. Das wäre so lustig. Harald Ecker wäre so lustig. Weil der hat das so gut gemacht, den einen Tag. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Sehr krass. Jetzt bin ich alleine hier mit. Uniform. Okay. Die 400S wechselt auf die R2. Mhm. Ja. Ne, Lami im PD so selber nicht? Also, oder? Also, ich meine, ich denke, man kann das sogar hin. Ich glaube nicht, dass der Bock hätte, aber ich glaube, man könnte es hinkriegen, dass der irgendwie so eine krasse Wandlung hat, irgendwie. Schicksalsschlag, was weiß ich, dass der jetzt auf einmal. Weil ich merke so, wie Lami auf einmal. Ich kann mir vorstellen, weswegen das ist. Ne? Also, Metagrund. Also, ich weiß da ein bisschen Meta, ne? Hab ja da einmal einen bestimmten Stream geguckt, da wurden die. Wurde denen gut zugeredet. Ich glaube auch, dass Lami jetzt schon auch guckt wegen Unternehmen, ne? Wenn irgendjemand das Taxi schadet, da wird er schon. Ja. Nicht mit zu spaßen halt, ne? Und ich find's immer cool, wenn Nami tatsächlich sehr. Das war doch Evans Auto gerade, oder? Wenn Nami sehr ernst ist und in diesen Chefmodus verfällt, mag ich voll. Finde ich voll cool. Weil du hast sonst immer diese eine Seite nur von Nami, ne? Und wir lernen sowieso diese kriminelle Seite, diese leicht kriminelle Seite werden wir niemals kennenlernen. Aber ja, das mag ich immer. Ich würde mich wundern, wenn wir jetzt gleich drehen. Ja, doch nicht. Ich tank das jetzt mal nicht. Oh, ich parke falsch hier. Ja. Hä?
Alles in Ordnung? Ja, ich soll ein bisschen auf sie aufpassen. Ach. Der weiße Wagen sieht gut aus. Er müsste Sophie gehören. Das Cabrio nicht schlecht. Ja. Ich glaube, der ist aber auch, der kostet, glaube ich, ganz schön. Ja, das glaube ich auch. So. Ist das? Haben Sie den grünen Wagen gerade angehalten? Was? Haben Sie den grünen Wagen da vorne gerade angehalten? Nee, anscheinend der Commissioner. Aber der kam mir ziemlich schnell entgegen. Ach. Das ist Johnnys ins Auto, ne? Passen Sie auf, hören Sie mir mal zu. Wie kannst du dir das machen? Du hast doch gesagt, das ist dein Auto. Lassen Sie mich mal kurz ausreden. Sie können von mir halten, was Sie wollen, ja? Aber ich bin einer, der zu seinem Wort steht. Und ich habe Herr Ecker 5.000 Dollar gegeben. Oh, danke dir. Und wenn Sie mir das nicht glauben... Nein, Sie kriegen zwar... Sie teilen sich 50-50, habe ich zu Ihnen gesagt. Angetroffen scheint erstmal keine Falle zu sein. Das wissen, aber das Geld wirst du niemals sehen, ne? Ja, das ist nicht meine Schuld. Das müssen Sie bei Herr Ecker zurückholen. Hab ich nichts mit am Hut. Jo, woher hast du so viel Geld für so ein Auto? Ich verstehe das nicht, wie du dir die ganzen teuren Autos leisten kannst. Wem gehört das? Es ist nicht Tom. Dein Auto. Wer ist Tom? Wer ist Tom? Wer ist Tom? Moment, ich fahr mal ein Stück zurück. Ja. Wer ist Tom? Tom. Wem gehört denn das Auto? Tom, einem Freund von mir. Schauen Sie mal aus. Warum lässt denn jetzt? Oh. Ja, weil wir was prüfen müssen. Schauen Sie mal aus kurz. Nicht, dass... Ach, was muss ich denn jetzt? Also, ach, entweder wiegen Sie zu viel oder die Frau Barms. Oder Barm. Ohne es. Ja, Entschuldigung, Frau Barm, weil gucken Sie mal, der Wagen hat ja Sturz ohne Ende und das ist bestimmt nicht legal. Das ist legal. Nee, das ist nicht legal. Das ist legal. Das ist nicht legal. Das ist legal. Das ist nicht legal. Das ist legal. Zweimal, das ist nicht egal. Vor allem, das sieht scheiße legal. Aus. Auch. Scheiße. Was ist scheiße? Ihr Freund ist auch scheiße. Soll ich das jetzt auch sagen oder was? Hä? Da ist den Sturz. Hä? Ja. Wem gehört das nochmal? Super, oder? Wem gehört denn das Auto? Tom. Wer ist denn Tom? Ist das Auto angemeldet? Nein, noch nicht. Ah! Aber sind Sie mitgefahren? Ja, weil es neu ist. Das habe ich erst seit 2 Tagen von ihm bekommen. Ja, Sie fahren seit 2 Tagen ohne angemeldetem Fahrzeug rum. Nein. Ich verstehe das nicht. Jetzt gehst du dann bei Benny's. Also von daher bin ich von PDM zu Benny's gefahren, weil das Auto, also das Gase hatte nicht mehr offen, ne? Moment, Tom, Nachname? Jetzt muss ich mir einen ausdenken, ne? Wie ein Ausdenken? Nee, ist es mein Auto. Ich befinde mich, woher hast du so viel Geld? Das ist nur Taxi. Das ist, Jetzt wollen Sie mein Auto abschleppen, oder das was, ist, ihr Schweiß? Woher habt ihr das Geld? Sie verstehen das nicht. Ich bin so müde, ich will ganz dringend ins Bett. Welches abgeschleppt werden müsste, da es auch einen übertriebenen Sturz hat und das Fahrzeug ist auch nicht eingetragen. Könnten Sie einmal kurz vorbeikommen? Kannst du meinen Schritt weggehen? Ich möchte mein Auto stellen. Da will man einmal eine gute Ehefrau sein. Ja, genau. Weil ich wegfahre. Ja. Danke, bis gleich. Nein, dann du darfst jetzt nicht weg. Oh, bam, Sie haben eine Stimme. Da sage ich, dann platzt mir das dritte Ohrhaar im Inneren. Oh, nein, das ist Auto. Ich bin ein Soprano, ne? Nein. Warum? Ja, so, weil du nicht mein Auto ist. Das kostet nur 1.000. Wie, wie kannst du das sagen? Du fährst nur Taxi. Nicht mal ich hab so viel Geld. Ich weiß nicht, was das kostet. Tut mir leid, ich hab's nur gesagt. Aber woher hat er das? Ich weiß, der hat schon letztens so ein krasses Auto gefahren und meinte, das wäre 60.000. Was soll denn das jetzt? Jetzt gehen Sie aus meinem scheiß Auto raus. So, wir hatten die Situation schon mal, ne? So, ja, und dann, was ist da passiert? Ja, ich weiß es auch nicht ganz. Ich mach mal den Kofferraum hier runter. Raus! Ich bin noch ein Föhn. Da, wem gehört die Karre denn jetzt? Das ist mein Auto, Herr Schweiß. So. Aber... Wir haben so ein, aber was kostet so ein Auto denn? Ja, 100.000. Wie viel? Du hast niemals 100.000, woher denn? Können Sie denn 100.000 Dollar? Das glaube ich Ihnen nicht. Das glaube ich aber auch nicht. Du fährst nur Taxi. Ich bin seit fast 3 Jahren auf der Insel. Das kann doch nicht sein. Ich hatte 100.000 auf dem Konto. Ich hatte nicht mal ansatzweise. Sie brauchen wahrscheinlich Ihr Geld. Ja und? Ja. Jo, in was für Scheiße steckst du und wieso ist das so erträglich? Was verkaufst du? Drogen? Was für eine Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Illegale Autos? Das kostet doch nicht wirklich 100.000, Jo. Nein. Mein Gott. Das wird irgendwas mit 60 oder so weit. Was? Selbst so viel das ist auch zu viel.
Für so einen hässlichen Wagen. Haben Sie jetzt wirklich den ACLS oder irgendwas gerufen? Ja, das Fahrzeug ist nicht angemeldet. Nein. Ja, Herr Weiß, kann ich Frau Bahn nach Hause fahren? Nein, jetzt warten wir kurz. Einen Moment kurz. Also, Sir, gucken Sie mal. In diesem Staate ist Lamy es verpflichtet, ein Fahrzeug... Herr Kowalski, schauen Sie mal machen. Bitte in die Gesetze, welches ich Gesetz er gebrochen hat. Ja. So, Sie müssen, wie lange hat man den Zeit, Herr Schweiß? Sie müssen nachdem... Sie müssen das Fahrzeug umgehend, nachdem Sie es gekauft haben oder was auch immer gemacht haben, gehen Sie bitte zum CASA und melden das Fahrzeug umgehend an, da Sie ohne Straßenzulassung sonst rumfahren. Ja, das ist mir bewusst, aber wie soll ich denn zum CASA fahren, wenn das CASA nicht offen hat? Ja, das ist nicht mein Problem, Sir. Ja, also kann ich doch mit dem Auto noch so lange rumfahren? Nee. Natürlich, wie soll ich es denn sonst anmelden? Frau Barnes? Ja? Wenn ich jetzt sage, rennen Sie. Kommen Sie. Ja. Sie was? Oh! Ich bin jetzt aber... Ich befolge Befehle. Ich weiß doch alles nicht, warum. Gut, Sie haben nichts falsch gemacht. Ja. Ich sag nur... Also Befehle befolgen kann ich. Sie haben ja Augen wie ein Steher. Nie im Leben hätte ich das gesehen. Bei Ihnen wünsche ich manchmal, ich würde nicht sehen. Wow. Oh, Sie sind ein kleiner, netter Herr mit kleinen Beinen. Und die war denn? Nein. Vor 2 Tagen. Also haben Sie es bis dahin noch nicht angemeldet. Ist das Ihr einziges Fahrzeug, was Sie haben? Abgeholt habe ich das seit gestern. Okay. Und wo haben Sie das Fahrzeug gekauft? Beim PDM. Was? Wo? Neu? PDM? Oh, Entschuldigung. PDM, ja. Papa, was macht dein Typ? Ja, dann kann man ja doch vielleicht anrufen. Vielleicht ist einer von da noch wach. Ich kann doch den Kaufvertrag vielleicht zeigen. Dann senden Sie es doch dem Commissioner zu. Nee, das schicken Sie den Herrn Kowalski zu. Das ist nämlich sein Fall tatsächlich. Sie können es mir auch auf dem Handy zeigen, okay? Wenn Sie den Kaufvertrag haben, dann können Sie es mir auch zeigen. Dann lesen Sie mal bitte den Betrag vor. Das würde mich sehr interessieren. Ja, Betrag bitte. Gucken Sie mal eben weg hier. Ich muss mein Passwort eingeben. Ja, natürlich. Das ist nett. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir das Fahrzeug abschleppen müssen, bis Sie es anmelden, Sir. Das ist, Nein, ich war doch gerade auf dem Weg zum CASA, aber da war keiner, jetzt war ich wieder zurück. Natürlich. Genau, und dann wird das Fahrzeug abgeschleppt. Aber warum denn? Ich muss doch wieder zurückfahren, um mein Auto zu nehmen. Sie haben 48 Stunden lang. Hier, gucken Sie mal. Sehen Sie hier? Lesen Sie mal vor. Alles vorlesen. Premium Deluxe Motorsport. Ich will wissen, in was vertreten für ein... Kontonummer 1. In was für ein Crime ist Jo drin, dass er sich das leisten kann? Erst das andere teure Auto ist das. In was für eine Art Crime verdient er so viel Geld? In Anführungszeichen genannt. Und Jonathan Harrelson... Er muss bei den Rennfahrern sein, weil der kann so gut fahren. Also das ist so sein Ding, ne? Bitte? Lesen Sie mal den Preis vor. 13.500. 13.000, warum sagen Sie denn 60.000? Ja, weil der Tunnel wird teuer werden. Hallo. Oh, da sind Sie ja wieder. Ja, da bin ich wieder. So schnell geht das. So, PD19. Mhm. Das ist einmal dieser grüne Sportwagen da vorne. Ja, der Previon. Yep. Genau. Wissen Sie, wie teuer so ein Auto ist? So aus Interesse? Ja. Oh, ich meine um die 15.000. 15.000? Never. Ja. Warum so günstig? Naja, je nachdem, was dran gemacht ist, ist er dann auf einmal bei 20.000 rein vom Wert her. Den kriegt man natürlich nicht raus, wenn man den weiterverkauft. Ist der gut tunbar? Der ist gut tunbar. Okay, Sekunde. Ich war gerade beim Gaza gucken, ob einer da war. Wer weiß? Frau Bam! Wie gesagt, das konnte ich es nicht machen. Das war mein Handy. Frau Bam hat so eine App an ihrem Telefon. Die Frau Bauer hat so eine App an ihrem Telefon. Sie hat Folgendes gesagt. Also ich weiß nicht, ob es die Reifen sind, da kann man mit besser um die Kurven fahren. Ich hatte das Gefühl, dass Frau Bam einfach schizophren ist. Sie hat einfach 2 Stimmen. Aber das war Gott sei Dank nur ihre App. Was sagen Sie denn jetzt gegen meine Frau? Ich habe ja meinen Mund bewegt, ne? Ne, Ihre Frau, die hat gerade... Jetzt sagen Sie...
Alles gut. Ja, sprechen Sie sich doch aus, wer ich weiß. Was hat Sie gesagt? Da kann ich nicht definieren. Weiß, darf ich Sie mal ganz kurz sprechen, bitte? Kommen Sie mal kurz. Ja, bitte. Ja. Ja, bitte. Das ist schon meine Frage. Sieh dir mal die Ohren langer, ja. Frau Palm, Sie will niemand heilen, oder? Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Also, der Wagen ist ein PP, irgendwas mit Peronton oder so, kostet tatsächlich nur 15.000, aber der ist sehr, sehr gut tunbar. Mhm. Als Randinfo, weil ich weiß, dass Jo auch mal hier Autorennen gefahren ist bei diesen Offiziellen und der interessiert sich sehr für Autos. Vielleicht sollte man trotzdem mal gucken, ob da irgendwas nicht... 15.000? Wieso kostet der nur 15.000? Das ist bestimmt eine Unterbodenbeleuchtung. Machen Sie mal an. Punkt. Hören Sie, Sir, ich muss kurz, bevor das Auto abgeschleppt wird, geht sofort los. Müsste ich einmal den Schlüssel für das Fahrzeug haben, ich muss nur was verifizieren. Das Auto kann nicht abgeschleppt werden. Nee, das ist in Ordnung. 72 Stunden hat der Herr auch Zeit, das Fahrzeug umzumelden. Ja, ja, aber ohne damit rumzufahren. Ja. Und er ist gefahren, das haben wir ja mehrmals gesehen. Nein. Doch, ich darf mit dem Auto rumfahren. Steht nein, tatsächlich nicht im Gesetz. Drin. Also, sehen Sie, da es nicht drin ja, steht, aber dürfen nur Sie weil es nicht drin steht, heißt es auch nicht, dass es verboten ist, Herr Schwarz. Sie dürfen mit dem, bis das Fahrzeug einmal ist, dürfen Sie. Sie können nicht einfach Gesetze machen. Nee, aber, Sir. Ariane wieder neidisch. Ja doch, ich muss das überprüfen an dem Fahrzeug. Nein. Gut, dann werden, das Auto tatsächlich abschleppen mit dem illegalen Verdacht des Tunings. Der ist gar nicht gegeben, hat der Officer gerade hier links gesagt. Ja, leider ist es nicht gegeben, ja. Nee, Moment, es ist nicht gegeben, stopp. Es ist nicht gegeben, dass das Fahrzeug wegen dem Anmelden nicht abgeschleppt werden darf. Wegen dem illegalen Tuning auch nicht, weil der Paragraph 14 Absatz 3 hier nicht greift und da sind explizit die Teile aufgewiesen, die für das illegale Tuning auch aufgeführt sind. Okay, aber er meinte gerade noch, er hat es beim PDM gekauft, aber meinte dann, ja, ich bin doch von Bennys. Ich habe Bennys aufgeschnappt. Was war beim... Ja, was, bitte nochmal? Das Tuning ist ja von Bennys, so sieht er doch nicht stand. Was wurde denn getuned? T-Verlegung, Farbe, Motor, alles. Alles ist schlecht. Alles? Was denn alles? Spoiler, T-Verlegung. Ja, bitte? Alles Legale. Ja, natürlich. Was sollen die denn sonst machen? Ja, wir müssen das Auto einmal trotzdem den Motor überprüfen lassen. Das ist ja wichtig. Warum das denn? Wurde ja nicht getunt. Na, das sagen Sie. Ja, das habe ich mir gerade vertan. Ich wollte dann machen Sie mal den Motor aber auf. Lassen Sie den Herrn vom Arzt erst mal reingucken. Vielleicht kann er ja was sehen, ob da was modifiziert wurde. Ja, gar kein Problem. Ich guck nach. Auf den ersten Blick so. Mhm. Ja, ich kann auch, also man erkennt recht schnell, ob das normale Teile sind oder, da rumgefuscht wird. Das sieht auf jeden Fall nicht getunt aus. Ich habe keine Ahnung und ich gucke einfach nur rein und tue so, als würde ich verstehen, was das ist. Ja, das ist der Luftfilter. Der Luftfilter. Oh Mann. Ach, der ist offener Luftfilter. Und der ist jetzt illegal. Sie sind doch 100 Jahre alt. Warum fahren Sie damit zum Auto rum? Warum darf ich nicht mit so einem Auto rumfahren? Ich frag ja nur, das der hat sogar Platz 2 also bei dem Box hat er zwei bei den großen Rennen da gemacht mal. Heißt Box? Können Sie das für doof erklären? Was heißt Box? Kein Tuning-Chip. Nee. Turbo hat er auch, also da würde mich wundern, wenn das Ding Turbo hätte, aber... Das Jana ist ERP, Chili Manilli. Die Gegenseite feiert das genauso. Ja, wir sind aufdringlich. Wir bieten ERP. Probieren Sie es aus. Warten Sie mal. Kommen Sie. Seien Sie. Also, wenn Sie keine Unterbodenbeleuchtung haben, dann dürfen Sie weiterfahren. Jetzt bin ich gespannt, ob Sie ehrlich sind. Machen Sie mal. Ja, ja. Ich mache jetzt an, ja? Ja, machen Sie an den Wagen. Machen Sie mal an und drücken Sie mal auf das Lämpchen da. Was für ein Lämpchen? Es gibt ja gar nichts. Ja, hier die Unterbombe. Da ist doch ein Knopf hier. Was ist das? Da steht so, doch auf dem Knöpfchen Unterbodenbeleuchtung. Ja, ich... Aber der ist nicht angeschlossen. Der Unterbodenbeleuchtung. Also, geht nicht. Lassen Sie den Motor anbehalten, Schuss, lassen Sie mich das selber testen. Ja, lassen Sie den Motor an, schalten Sie mal aus. Wenn Sie, sind ja wirklich ehrlich, das glaube ich ja nicht. Natürlich bin ich ehrlich, warum sollte ich Sie denn anlügen? Weiß ich ja nicht. Ja. Ja, aber meine sehr Tashi. Schwer, an Unterboden ranzukommen. Das würde mich wundern, wenn der Wagen Unterboden hätte. Ach, noch nicht, der Herr, ne? Moment, wie fangen wir die Scheiße denn hier an? Ja. So, wo ist denn der Knopf? Auf dem Knopf, da gucken wir doch mal, da steht doch Unterboden drauf. Beleuchtungsmenü bin ich jetzt hier drin. Ja, der Herr vom ACS kann das denn? Ich kenne das denn nicht. Ja, doch, im Bordcomputer. Im Bordcomputer. Ja, scheiße, ne? Hier, gucken Sie mal, da ist ein Bordcomputer, ein kleiner steht Beleuchtung. Da steht Innenraum, Innenraumbeleuchtung. Ja, Innenraumbeleuchtung, wow. Innenraumbeleuchtung ist hier, kann man hier anmachen. Und Blinker. Und es läuft jetzt ein bisschen, damit die Batterie leer geht. So. So, und jetzt können Sie mich mal. Jetzt mache ich aus hier.
So, und jetzt fahre ich weg. Mit offener Mutter, aber ich kann nichts sehen. Ich bin auf Hause. Bitte nicht. Gut. Also, was machen Sie denn morgen, Sir? Was ich morgen mache? Die scheiß Karre anmelden. Ja, wenn Sie, wenn Sie das morgen nicht machen, dann wird das Auto abgeschleppt. Abgeschleppt, das ist mir bewusst, Herr Schweiß. Ja. Das ist so. Jetzt habe ich sie gerade bekommen, ne? Haben Sie das Recht? Das Recht hat gewonnen. Das Recht hat gewonnen, ja. Sie wollten aber ihr eigenes Recht durchsetzen. Nee, Sir, würde ich nicht. Sie können froh sein, dass der Mann vom ACLS, aber was machen Sie jetzt? Ich bin froh sein, dass der Mann vom ACLS da war. Der hat nämlich gesehen, dass sie keine Box haben. Was auch immer das heißt. So. Kein Chip. Kein Chip. Also. Also ich denke, es geht ja auch gleich weiter. Ja. Barbara, dauert nicht mehr lang. Das ist gar nicht teuer. Das kostet nur 15.000. Nee, der hat einen Sicherungskasten verbaut und der Sicherungskasten ist sauber. Hätte mich auch gewundert. Ich guck auch nochmal rein, ne? Ja, gar kein Problem. Ich dachte, Joe hat irgendwie mit geheimer Autorennen oder so, aber ist ja nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, dass er sich einen neuen Wagen geholt hat. Nee. Gut, dann. Fahrt vorsichtig. Ich sag nur, ich hab keine Ahnung, was das ist. Ja. Sag ihm, er hat wertvolle Frachten. Wie viel Zylinder hat der Wagen? Damit meine ich dich. Das wird er schon hoffentlich wissen, ne? Ja, 8. 8. 8. So, dann haben wir hier einen Turbolader oder was ist das da? Meine Güte, ist das jetzt so wichtig? Ich will wirklich dringend ins Bett. Luftfilter. Okay, das rote. Kompressor aufgeladen. Dann haben wir hier, Domstrebe, genau. Ja. Da wird auch alles gemacht. Was ist das? Haben Sie noch ein Taxi? Was haben Sie denn? Sie haben noch den Lami-Salami hier liegen. Der fährt sich doch nach Hause. Ich liege gar nicht, ich stehe. Was? Lami, danke schön für deinen Input. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. So, gut. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt noch die Schlümpfe gucken. So. Ach, ehrlich. Feierabend, wie das duftet. Wir sehen uns. Ciao. Vielen Dank, ja. Tschüss. Schönen Abend noch. Sie sind umsonst gekommen. Ja, machen Sie es gut. Tschüss. Herr Weiß, können Sie mich gleich nach Hause... Herr Weiß, müssen noch den ACLS-Mann bezahlen. Herr Weiß, können Sie mich gleich nach Hause fahren, denn mein Auto ist hier. Können Sie mich gleich nochmal hier hinfahren, meine ich? Nee. Ich kann Sie auch gerne hinfahren, Frau Barnes, wenn Sie möchten. Das ist gar kein Problem. Das wäre super, aber ich will von das Haus halt nicht nach Hause laufen. Das wäre nicht das erste Mal. Ja. Laufen Sie auf jeden Fall nördlich durch, das ist kein Problem. Sagen Sie, Herr Kowalski, der Campermann. Der Witz ist, Herr Kowalski hat tatsächlich, haben Sie das gesehen? Oh. Nee, ich habe nichts gesehen, links. Ist er wieder. Wer? Der Wagen mit der Unterbodenbeleuchtung, aber nein. Die kriegen wir einfach nicht. Echt? Ich brauche nichts durchfunken, es ist ja eh keine. Ach, nee. Keiner. Ich hab ja hier. Schnappen Sie sich einen Tiger. Doch, Tanaka ist im Dienst. Nein, der ist schon. Ich hab schon abgemeldet. Der hat sich schon abgemeldet. Ja, tatsächlich hat der Unterbodenbeleuchtung. Schreien Sie, Herr Kowalski, schreien Sie, geben Sie einen Tiger. Machen Sie die Unterbodenbeleuchtung aus. Nein, Herr Kowalski, sind Sie bescheuert? Gucken Sie mal, wie der fährt. Hören Sie auch mit so Mätzchen. Halten Sie das Fahrzeug an, hier spricht das LSPD. Sie gefährden sich und alle anderen. Unnötig! Halten Sie an! Oh Gott, Frau Barnes, lassen Sie jetzt platzen uns gleich die Scheiben. Ja, aber dann platzen, meine ich ja, dann platzen seine Scheiben, wenn ich es denn. Gib Gas, den kriegen wir nicht. Rechts. Ja, sehe ich, bin die blind. Geradeaus. Halten Sie das Fahrzeug an, Sie gefährden sich und alle anderen. Wir sind Kinder unterwegs. Ja, genau, um 2 Uhr nachts. Ja, die müssen früh zur Schule. Halten Sie an! Halten Sie an, wie... Halten Sie an! Na, gucken Sie mal, die Beschleunigung, da kommen wir nicht mit. Hey, was ist das für ein Auto? Der spielt mit Ihnen. Ich glaube, der spielt mit Ihnen. Ich glaube, der wäre schon längst weg. Oh! Was ist das für ein Auto, meine Güte? Jetzt gibt der Gas. Oh, der war schön, der war schön. Jetzt haben sie auf jeden Fall was. Ja. Ja. Ja, aber die Beschleunigung ist. Ja. Aber der war gut. Mit 160. Wir fahren jetzt gerade vorbei am Justizgebäude Richtung Afrodonis. Wir sterben. Rockford Plaza durch. Ja. Weiter jetzt Richtung Osten. Er fährt weiter Richtung Osten. Durch den Rockford Plaza durch. Weiter davon ist er. Fährt jetzt hier gerade nötig an der Baustelle. Jetzt gibt er Gas. Und weiter, wir haben gerade noch Sichtkontakt, biegt nun ab Richtung Norden, ist nun unterwegs wieder Richtung Osten. Halten Sie das Fahrzeug an. Und nun Richtung Süden. Meine Güte.
Verdammte Scheiße. Donny, was ist das für ein Auto? Das ist aber wirklich krass. Ein Skyline. Ausschnitt. Retro, oder? Ein Retro Custom, ja. Oder wie heißt ein LG? Das schaffen wir nicht. Wir kriegen den nicht. Er hat auf dem Parkplatz. Er will irgendwas machen. Boah, ihr muss eigentlich. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Bleiben. Halten Sie an! Haben Sie ein Kennzeichen? Irgendwie Speedcam? Funktioniert nicht. Oh! Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Messung habe ich, 86 mph. Wegen wird das Fahrzeug? Wird sofort gecheckt. Aber weiß, Sie sind aber wirklich ein guter Fahrer. Kann froh sein, dass ich die Speed Unit nicht hab. Beim Bengel würde ich die Unterhose über den Kopf ziehen. Fahrzeug mit dem Kennzeichen E7RS2. Nicht eingetragen. E7RS2. E7RS2, ja. Nicht eingetragen, richtig? Da nicht mit mehr. Fahrzeug ist eingetragen auf den Herrn Steven Malone. Oh, der arbeitet bei Byte Hunter. Steven Malone, und zwar ja, Farbe schwarz, und es soll ein Fahrzeugmodell ist LG RH7. Das ist mein Auto in GTA Online. Oh, wie schön. Steven Malone, gar keine Eintragung im Moment, alles sauber. Steven. Wollen Sie die Telefonnummer von ihm? Rufen Sie ihn an, ich bin Beifahrer. Ich bin Fahrer. Stimmt, da können Sie ja nicht telefonieren. Ja. Richtig. Ja. So, ich notiere mir mal die Telefonnummer und dann geht's los. Aber können Sie tanken? Ja. Herr Malone, einen wunderschönen guten Abend. Kowalski hier, grüße Sie. Lami, danke schön für die Welt. Dankeschön. Wie geht's? Alles gut? Danke, danke. Habe ich Sie gerade aufgeweckt mit dem Telefonat, oder wie? Bisschen, ja, sind Sie gerade zu Hause? Ah, natürlich. Ja, ich hoffe, dass Ihre feuchten Träume jetzt vorbei sind. Wie sieht's aus, wenn Sie vielleicht Ihren Popöchen Richtung Davis BD vorbeibringen und wir klären die Sache auf mit Ihrem Fahrzeug? Ja, das wäre nicht schlecht. Danke also, für den Raid. Unterwegs. Ich habe gerade schon vermutet, dass Lami und Madison da gerade irgendwie, weil die gerade hier noch telefoniert, dass die gerade gemeinsame Sachen machen. Okay, gut, dann werden sie sich als Halter für dieses Fahrzeug. Boah, ist so scheiße, wenn man halt, ne? Also, man vermutet über Sachen und weiß nicht, ob es so ist. Irgendwie. Haben wir ich habe auch erst zu spät gecheckt, dass. Ich dachte, das Institut so mit der Karte, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass die Karte dann wirklich angeblich nicht geht, aber vielleicht ging sie ja und sie hat nur so getan und Lami hat mitgespielt. I don't know. Gefährdung von Straßenverkehr, allen drum und dran. Ja. 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 Nee, den Fahrer haben wir nicht. Wir haben hier Fahrzeug auf jeden Fall. Mach auf. Aber den Fahrer haben wir.
meine Güte! Ich habe mich voll erschrocken! Okay, sie wurde. Ja, warum? Ja, weil, weil sie hier stehen. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Möbel, aber dann waren da zwei Köpfe dran. Ich habe mich total erschrocken jetzt. Was, wie ist denn Möbel? Ja. Wenn sie leicht erschrecken, dann sollten sie mich aufpassen, wenn sie hier nachts rumlaufen, weil es kann sein, dass ich auf einmal hinter ihnen stehe und in den Nacken atme. Herr Tanaka, ich bin meistens um 3, 4 Uhr nachts tatsächlich hier. Hören Sie bitte auf damit, weil dann komme ich nicht mehr hier hin. Das mache ich tatsächlich. Ich habe sogar eine Strichliste, wen ich wie oft erschrecke. Wissen Sie? Ich stehe auf einmal hinter ihnen. Sie merken das gar nicht. Herr Tanaka, hören Sie auf, ich habe wirklich voll Angst vor sowas. Ja, ich tue, was ich kann, Frau Barnes, ne? Ich geh mich umziehen. Ich liebe dich. Frau Barnes, fragen Sie mal die älteren Kollegen nach dem Geist des PDs. Was? Was für... Wie geil... Ja, das... Nee, es gibt keinen Geist. Der Geist bin ich. Hey. Tanaka ist ein Geist und er erschreckt Leute. Hallo? Bin ich vor einer Stunde gefühlt außer Dienst gegangen, Herr Tanaka? Nee. Vor 5 Minuten. Ich kann mich nicht hier umziehen, wenn so viele drin sind. Dann muss der noch die Frau da ins MD bringen. Was hatte die? Die ist irgendwie umgekippt beim Wandern, Laufen oder so. Die war irgendwie komplett weg. Gott. Komische Geschichte. Der Arbeit. Geschichten aus dem Paulanergarten, ja. Oh, Herr Mimmel. Nicht gucken, ne? Frau Barnes, er hack ich mir die Augen aus. So. Gerät. Das war's, der Dienst ist vorbei. Hurra. Wilder Tag dafür, dass ich nur kurz zum Friseur wollte. Ja, also ich fahre sie dann, ja? Ist das okay? Passt das? Oh, das wäre einfach nur zu Ellis Taxi, da steht mein Auto. Ja. Oh, das super, ist, danke. Das ist kein Problem. Ich hab dann, das habe ich nicht. Moment, dann muss ich noch meine Marke und dann habe ich alles. Ich hoffe, sie nehmen mein Outfit nicht böse. Nö. Wenn es bequem ist, ich habe heute auch bequeme Klamotten an. Ja, heute ist bei mir sehr, sehr bequem, aber lebensnotwendig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ach so ein bisschen Camouflage-mäßig? Ja, tatsächlich. Ah. So, die Marke muss ich auch noch. Toll. Ich gehe manchmal um. Das wollte ich gerade auch machen. Ich gehe um. Geht schon los. Achso, ich muss mal ganz kurz noch an den Rechner. Oh, okay. Ja, stimmt, muss ich auch. Ja, war doch mal wieder interessant. Ja, natürlich. Interessant. Oh. Oh Gott. Meine Güte. Ja, ich melde mich dann außer Dienst, ja? Auch. Ja, ich gehe jetzt selber. Was soll ich gerade mit deinem Camper, Kowalski? Der steht einen guten Platz, sicheren Platz. Was sagen? Ja. Ich habe mir eine Bude geholt, direkt im Vargusblock. Hast du jetzt echt eine bekommen? Ja, ich hab die Bude denn bekommen? Das war die letzte. Die letzte? Hm? Also ist nicht direkt drin, aber im Nebenblock halt, ne? Ist trotzdem okay. Der Entwurf. So. Ach, Herr Kowalski, wollten Sie da auch eine Wohnung? Nee. Nee, ich hatte eigentlich geplant, mit 10 Officern oder so in den Block einzuziehen, weil er auch zuerst meinte, er hat so viele Wohnungen, aber dann auf einmal einen Tag später hat er gesagt, er hat nur noch eine. Ganz komische Geschichte. Da waren plötzlich alle Wohnungen weg, oder wie? Hey, irgendwas ist bei deinem Nichts hier wirklich ganz komisch. Ja, seltsam. Oder? Ja, Verband, ich bin da wirklich, also das ist wirklich so. Aber sie merken es ja selber. Sie sind ja ein guter Kopf. Das merkt man einfach, wenn irgendwas stinkt. Und es stinkt echt bis zum Himmel. Ich glaube aber tatsächlich, dass Larry von sowas gar nichts wissen würde. Larry, sonst würde er das nicht so vehement verteidigen.
Also Larry ist manchmal zu, auch vom Herzen zu gut, ja. Alleine wie er schon reagiert hat, zum Beispiel. Ja, jetzt greifen, verstehen Sie? Der direkt mit der, seien Sie nicht so böse zu mir, ja. Du hast mich beleidigt. Ich glaube tatsächlich, da geht irgendwas ab, aber er weiß es halt selbst nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass er weiß. Also der ist so akkurat, der würde was dagegen machen, wenn er es wüsste. Das würde er, das kann ich mir auch gut bei ihm vorstellen. Man wollte mir der Zettel hier zugesteckt. Fuck. Wie? Hm? Ja, ich hab. Man wurde der mir zugesteckt. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Auf Person sind. Ja, dann der schon Schleichwerbung, oder was? Schmeißen sie nicht mehr in den Briefkasten, sondern stecken die das einfach in die Hosentasche, oder was? Richtig gut. Nicht schlecht. Ja, ein bisschen erstmal auf die Liste schreiben von Unternehmen, wo ich nie wieder was bestellen werde. Aber seien Sie doch nicht so hart. Also mir hat jemand eine Visitenkarte zugestellt. Visitenkarten? Sagen Sie es doch gleich, Herr Kowalski. Gucken Sie mal. Oh, danke. Cool. Wo kommt die denn her? Wo kommt ja, die Visitenkarte? Die hat mir niemand aus meiner Tasche gerutscht. Ja, Wahnsinn. Oh, darf ich die behalten? Ja, klar. Oh, danke schön. Die ist aber Moment, schön geworden. Ich muss da noch was draufschreiben. Geben Sie mal zurück, Frau Barnes. Und schreiben Sie auch bitte nicht, dass ich stinke oder so. Ich wurde heute schon so oft beleidigt. Ah, ja, Tor Tanaka. Aus. 10% für die nächste Bestellung. Ab 100 Stück. Oh. Ach so. Oh, ja, ich geb's. Nee, ist kein Problem. Gut, Herr Tanaka, ich habe auch noch was für Sie. Nicht, dass Sie sich wundern, dass ich bei der 10.90 nicht. Ich kann im Moment nicht fahren. So, ja. So, gut, in den Okay, ich würde sagen, Ja. Wieso? Einfach so akzeptieren. Ja. Okay. Ja, ich hole ja, ja schon mal das Auto, dass, ja? Dass die Firma inzwischen mir gehört. Muss ja niemand wissen. Oh, ja. Ist eine gute Firma, hab gerne da gearbeitet. Ja. Ich auch. Oh ja, ich habe was gestimmt. Nein, einiges an Kohle reingeflossen. Oh. Na, gucken wir mal. Dennis, vielen Dank für den Raid. Ah, ja, perfekt. Kommen Sie hier. Hier geht's ja super. Ja? Ich stehe im Parkhaus. Okay, und wo, also Sie wohnen aber im Camper? Ist der hier im Parkhaus? Hier ist ein Parkhaus, aber der Camper steht hinter mir. Also okay. Genau, ich bin mit dem Auto hier ein bisschen vorbeigekommen. Ich habe noch einen Leihwagen von Flywheels. Ich habe meiner ist gerade da beim Tuning. Nee, bei Flywheels. Flywheels, okay. Haben Sie denn gar keinen festen Wohnsitz? Nee. Oder so, ich wollte es eintragen lassen, ich habe meinen Camper eingetragen. Das geht? Ja. Also wenn man keinen festen Wohnsitz hat, dann geht das ja. Also das heißt, eigentlich wollten wir gar nichts eintragen in den Ausweis. Jetzt haben sie es in den Rechner, das Kennzeichen von meinem Camper genommen. Oh. Naja, okay, aber dann sind sie sind nicht gebunden, ne? Das ist ja schon mal ganz schön. Ja, die finden mich nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Das Geile ist, wenn sie in irgendeiner Gefahrenlage sind, dann fahren sie einfach woanders hin. Das stimmt. Und mir kann man auch keine Post zustellen. Das oh nein, guck mal. Tschüss, ja. Finanzamt. Ja, aber wie ist das Konzept? Ich muss mich noch ummelden. Das Casa hat einfach nie auf, wenn ich unterwegs bin. Ist das hier Ihr Auto? Achso, nein, das ist das geliehene. Ja, okay. Das Lenkrad ist sehr gemütlich, muss ich ehrlich sagen. Damit kann man locker... So 1000 Meilen könnte man locker fahren, gar kein Problem. Ja, ich meine, hat was, ne? Fällt auf jeden Fall auf. Ja, falls Sie mal ein Hoppelauto wollen, Sie wollen ja zu... LS-Taxi, genau. Ja. Ja, das wäre super, dankeschön. Casual Demon. Damien, ich will mal Demon sagen. Hallo, ja, Lono. Ach, Mann. Was für ein Tag. Ja, Wahnsinn. Ja, immer wenn solche Tage sind, ist Larry in Phoenix. Hm. Ja gut, okay, da kann er ja nichts für. Ja, ja.
Nee, der hilft ja seiner Mutter. Aber ich würde auch gerne wieder mal mit ihm sprechen, gerade über das Thema. Aber mal gucken, vielleicht. Ja, vielleicht ist es ein bisschen. Vielleicht finde ich ja 5 Stunden. Ja, irgendwo. Mal schauen. Herr Kowalski, ich sage Ihnen jetzt ganz im Ernst. Ja, ich gebe Ihnen jetzt eine Information. Ich habe Larry darum gebeten, weil wir hatten das Thema auch. Ich habe Larry darum gebeten, doch mit mir in einer angemessenen Geschwindigkeit zu sprechen. Und tatsächlich funktioniert das zwischen uns echt gut. Er kann normal. Sie, wo fahren wir denn? Fahren Sie mal geradeaus. Ja, ja, ich gebe es. Genau, und dann hier links über die Brücke. Was? Geradeaus und links über die Brücke? Ja, hier über die Brücke. Zurück. Stimmt. Ja, in der Hut kenne ich mich aus. Und was hat sich da geändert? Sie haben gesagt, mit Larry und dann... Ja, Moment, ist die falsche Brücke. Warten Sie, ich hab sofort, Herr Kowalski. Ich hab sofort... Warten Sie, wo sind wir hier? Was ist für eine... Hey, was? Oh, ich will das gar nicht. Wir müssen zu dem... Das ist doch hier. Ja, eigentlich schon das am... ist doch hier. Ja, am Stadtpark ist ein Gerichtsgebäude. Da ist das die... daran orientiert. Ich habe immer einen Orientierungsspot. Das ist doch hier, oder nicht? Nee, das ist in einem Kreisel. Das müsste... Hier ist das. Moment. Fahren Sie mal hier rechts. Ja, ich mach das mal weg. Genau, hier. Oh, jetzt wird's wild. Also, hä? Ja, doch, da ist das. Also, 100%. Ja, genau. Und hier gleich rechts. Ja, wir fahren hier. Ja, besser ist es. Ui, ja, in meiner Hut kenne ich mich richtig aus. Genau, hier vorne ist es. Da ist es. Da ist es, ja. Hey. Perfecto. Wo steht Ihr Auto? Warum ist mein Auto kaputt? Hier vorne links. Das ist es? Ja. Schön. Ja, ist ein bisschen auffälliger. Ja, 26 Dollar einmal voll tanken. Das ist echt super, ja. Okay, danke, Herr Kowalski. Kommen Sie gut nach Haus und einen guten Schlaf. Ja, grüßen Sie Larry von mir bitte, ja? Mach ich. Schlafen Sie gut, ciao. Dankeschön. Ich mag ihn ja trotzdem, obwohl er für die Kakerlaken arbeitet, ja? Ja, weiß ich doch. Ah, ich finde das Kowalski und Skinner sich gestritten haben, fand ich so geil einfach. Ich fand Skinner bestimmt auch sehr geil. Ja genau, ein anonymer Geschenkegeber hat Casual Damien, ich muss auf ein Demon zu sagen, ja, aber er ist ein Dämon, weil der wäre 2000 Dollar von mir. Ein Zap geschenkt, vielen, vielen Dank, Dankeschön. Ja, ich wollte eigentlich nur mich einloggen und zum Friseur und jetzt muss ich wieder schneiden. Ne? Ich muss immer noch die Barbara-Folge schneiden, diese lustige. Ich komme zu nichts und ich wollte eigentlich nur kurz RP heute spielen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, ich heul die ganze Zeit rum, aber ich hatte heute mit Erik das Thema, es ist so alter Hase, seit Monaten, ne, haben wir keinen Tag mehr frei. Es ist 7 Tage die Woche, es dreht sich alles nur um die Arbeit. Jeden Tag wachst du auf und Discord ist voll, so, ne? Und ich habe gesagt, dass ich halt, dass ich langsam durchdrehe, ne? So, weil ich weiß, Urlaub ist nicht in Sicht wegen Dingens jetzt, ne? Wegen, Sodamada, Dankeschön für den Raid, übrigens, Dankeschön. Die Gel ist so. Ich merke so gerade, ne? Er meint halt auch so, dass auch mit den Umgebungen hier, das schlägt halt doch massiv auf die Psyche, ne? Und, ich weiß nicht, wer das schon mal hatte, vielleicht so monatelang so kein Wochenende, also so, dass man wirklich gar keinen Tag frei hat oder Privatleben oder so, ne? Aber ich kann euch sagen, irgendwann, ne, läuft es da automatisch und dann, wenn das aber ein paar Monate so weitergeht, kriegst du da Kotzen, ne? Und wir lieben ja unseren Job, wir lieben das, was wir machen. Ich finde es cool, dass der immer noch ein Bus fährt. Aber irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch mal gut. Und, weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte auf irgendwas hinaus. Ich bin auf jeden Fall, das mit dem Schneiden. Ich muss schneiden, das weiß ich, ne, diese Zwischenfolge. Die ist einfach, das ist eine lustige Folge. Da passiert jetzt nichts, dass man sagt, die Info braucht man, die habe ich im Stream erzählt und so weiter und so fort, ne. Aber ich habe einfach, und ich gebe es zu, keinen Bock, gerade zu schneiden. Ich habe keinen Bock, gerade zu schneiden. Ich hatte Bock, RP zu spielen heute, privat, ne, weil ich mache gerade privat ja ein paar Sachen, die ihr alle noch erfahren werdet. Eine Guido Bali 2, vielen, vielen Dank, Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank, Dankeschön für 5 verschenkte Subs. Arigato und so weiter und so fort, Dankeschön. Und ich war hier doof. Das war jetzt alles, ich habe den Stream angemacht, weil ich dachte, ach komm, jetzt wird Ariane schon so semi entführt, ne? Und die sind halt so lustig, ich mag die.
Ich mag die, da war ja der eine dabei, der, ich weiß tatsächlich nicht, wie der Charakter heißt, deswegen sage ich weiterhin, dass der mit Barbara geschlafen hat, ne? Und ich mag die Truppe halt. Ich mag die, weil die beides können, tatsächlich beide Arten von RPs. Und es ist lustig und trotzdem sehr angsteinflößend. Die sind sehr cool. Ja, also ich mag tatsächlich voll gerne mit den RP. Ja, schön. Sehr schön, Kindergeld, ey. So. Ich fand die unhöflich. Boah, ich fand die voll geil. Guck mal, man sagt hier, ne? Also, Ariane hört das mal so und so. Es heißt, ne? Und ich sag euch, im Real Life kannst du, glaube ich, ja auch nicht durchfahren. Ich war ja im Real Life hier in diesen Gassen. Aber hier ist ein Stoppschild. Dann sag mir mal, warum ist hier ein Stoppschild? So, ich kann euch zeigen, wo Ariane heute da angehalten wurde. Skinner ist in Phoenix. Sein Auto ist noch da. Er geht gerade aktuell nicht fremd oder er ist gelaufen zum Fremdgehen. Ey! Hey, hier packe ich immer. Was soll das? Und dann packt er auch noch so schief. Was ist das denn? Rotationsbug. So. Ja, auf jeden Fall, das hier ist, ja, ich glaube, das werde ich. Manche Sachen schreibe ich jetzt doch mal auf den Lucky Five im Discord. Zum Beispiel hier, mein Satz war, muss ich jetzt wieder schreiben. Hört so. Hier einmal bitte Scheibe reparieren. Ich mache nochmal einen Screenshot. Mach ich nochmal. Warte. So. Zack. Weil, die sind, oder sind die wirklich, ich glaube nicht, dass die irgendwo gegengefahren sind. Weil wenn, dann müsste das hier so angedutscht sein. Und das ist alles, ja, doof. Brauchst kein Screenshot. Ja, ja, ne, Screenshot habe ich jetzt nur für mich gemacht, damit ich schreiben kann, welche Scheiben kaputt sind. Und ich mache das eigentlich selten, weil tatsächlich muss ich sagen, Ariane, genauso doof wie Skinner, wir sind beide echt so dämlich. Wir reparieren die immer von IC-Gelden, das ist eigentlich doof. Weil wir sind beide schon Gelegenheitsspieler und können kaum spielen, ja. Und eigentlich sollten wir das wirklich in diesen Chat immer schreiben. Hier hinten ist aber echt ganz schlimm. Ihr habt gesehen, das Auto war vorher, heute noch nicht da und hat jetzt schon da Buggy-de-Bug-Bug. Ist egal, wir reparieren eh alles im Auto. Ach so, der feine Sir ist im Support, Casual-Dämon. Das Nummernschild ist Satzwa. Das ist Arianes Auto, das heißt wie die Nummernschilder. C73, Doktor, Satzwa. Und Larrys Auto ist... Das kannst du nämlich nicht aussprechen, das ist... Und ich warte einfach auf den Tag, an dem man sagt, wie ist das Nummernschild von der Ellie? Schnell, Frau Bahn, sagen Sie es. Wie? Ja, danke Sora und danke schön Heide Traudi für das Raiden. Und ich gucke immer fleißig in meinen Briefkasten, aber leider ist nichts drin. Und wisst ihr was, es steht nicht Barnes auf dem Klingelschild, ne? Das ist ein Schmerz. Ich meine, sie wird eh irgendwann Skinner heißen, aber weil er die Wohnung gemietet hat, ist nicht Ariane. Aber ich erkenne die Vorteile. Ich erkenne die Vorteile, wenn Ariane hier die Miete nicht zahlen muss. Ja? Wenn Ariane hier, wenn Skinner zum Beispiel einfach ausfällt, ja? Es kann immer was passieren, dass du keine RP spielen kannst. Würden wir mit der Miete hier, ja, ziemlich schnell, ziemlich alt aussehen. Und, warte. Oh nein. Ich habe Schritte gehört. Ich habe wirklich Schritte gehört. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt, wo Skinner halt die Wohnung gemietet hat, wenn ich irgendwie ausfallen werde, hat der das Problem an der Backe. Ich meine, ich kann natürlich in den Support gehen und dann Bescheid sagen. Ne? Genau, Ariane ist jetzt älter geworden. Die Jo mietet ja auch jetzt. Und ich dachte nur, wow, wenn Buff die Nase voll hat, kann die einfach verschwinden. Egal, Win-Win-Situation. Ja! Meint ihr, da hab so diese Vorteile einfach erkannt, dass du, ja, du musst Skinner halt die Miete. Ich meine, der wird schnell mit einer neuen Frau hier wohnen, ne, wissen wir alle. Harry, du bist die Einzige. Ich weiß, wie, das ist aber Meta-Wissen, ne, wie Ariane gar nicht mehr die Einzige war, als die auseinander waren. Da war schon, während er am Telefon geheult hat, hat er schon andere. Du bist du gerade im Chat? Ich weiß alles. Ich weiß alles mit dem Charakter von Zole. Ich kann es teilweise verstehen, ja. Siehst du mal auch, eine sexy, war mit dieser sexy Stimme einfach, aber ich weiß es ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Deswegen muss ich mal lachen, wenn er sagt, Harry, du bist die Einzige und meine letzte Frau für mich. Alles klar. Bist du Wohnungsdesignerin? Ariane, ja, das hat Ariane alles. Nee, die ist, das hier ist übrigens auch, ich habe die Klamotten aus dem Grund an, ne? Ich weiß nicht, wieso, also die sollte die heute gar nicht anhaben. Die ist Polizistin und, eigentlich ist die Grafikerin, aber Polizistin und Taxifahrerin. Das ist so. Wenn Tanaka wirklich so, er so lustig drauf ist oder so, ne? Ich habe irgendwie,
Ich habe so einen krassen Respekt vor diesem Charakter, also vor diesem virtuellen Charakter, ne? Ich bin immer sehr vorsichtig. Bin so vorsichtig. Und dann ist das immer so, dass man erstmal darauf klarkommen muss, dass dieser Mensch, also dieser Charakter, der gespielt wird, ja auch mal eine witzige Seite an sich hat, ne? Und dann das Schlimmste ist heute mit dem Funken. Ich sollte Tanaka anfunken, aber ich war so... Ey, Leute, ich bin gerade echt nicht in PD-Laune, ja? Ich auch mit dem Funken und alles, ne? Ich war heute überhaupt gar nicht. Ich wollte nur zum Friseur und wieder ausloggen. Das war's. Das war's. Und dann sind auf einmal zig Sachen passiert. Ich möchte mich nochmal entschuldigen bei allen, die sich bestimmt jetzt gedacht haben, was ist denn mit der los, mit der Ollen? Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, warum ist die jetzt noch? Und warum holt die sich jetzt noch was zu trinken? Es ist ganz einfach. Mein Charakter ist buggy und ich muss in den Support. Ariane hat... Oh, Tanak hat jetzt wirklich die... Ariane ist gerade indienstpflichtig. Also, ihr wird Indienst empfohlen. Und zwar, wer das nicht mitbekommen hat. Ich habe zwei Probleme. Und zwar ist mein Charakter buggy. Essen und Trinken wird nicht mehr angezeigt. Also jetzt schon seit einer Weile. Essen und Trinken ist eher so, es blinkt, also wenn ich Glück habe, sehe ich es. Ganz kurz die Millisekunde, wo es aufblinkt. Aber die ist jetzt sehr auf den Ohnmacht gefallen. Tatsächlich auch im Dienst, da war die Beifahrerin. Aber wenn die selber fährt, ne, ist ganz schön scheiße, ja? So, da habe ich gedacht, okay, das ist kacke. Und ich habe zusätzlich gerade noch, lustigerweise kurz bevor wir hier ausziehen, haben wir so, also habe ich zumindest so einen krassen Connect-Probleme, dass ich... dass das Auto überall, hier zum Beispiel bei der 1060 heute ging, ich konnte das gerade sehen, weil es jetzt kaum Leute auf dem Server, ich konnte das Auto gerade sehen. Aber es kam jetzt so oft vor, dass ich in einem Auto saß und das Auto dann irgendwie despawned ist vor meinen Augen und dann habe ich es nicht mehr gesehen. Und wer das in der 1060 passiert, ist es halt voll scheiße. Ariane stand bei, ich habe gestern nochmal gespielt, da bin ich reingekommen, dann war da Dix, ne? Und ich sag so, hi Dix, und er, super verwirrt, Ariane, wo bist du? Ne? Und ich stand halt direkt neben denen und ich wusste so, okay, ne? Ja, dann bin ich mit Ariane halt zum MD gegangen, hab gesagt, ich habe im Moment Kopfschmerzen und so, ne? Und ich ernähre mich ziemlich einseitig und dann hat sie das mit den Burgern erzählt und sie meinte, wenn ich eins nicht habe, ist es Eisenmangel. Naja, dann hat Ariane einen Bluttest mit zugestimmt und heute haben wir die Ergebnisse gekriegt und es ist Eisenmangel und das ist ganz komisch. Aber ich habe das gemacht, damit ich dieses Indienst-Ding bekomme, weil damit ich wenigstens ein bisschen PD-RP machen kann, weil wir ja noch die Akte da machen. Aber ich kann halt nicht mit Ariane gerade raus, ne? Texturen auf Mittel machen, meinte Dennis. Nee, das ist es nicht, das ging immer. Wir haben tatsächlich auch beim Download der Schwank gerade. Bei mir ist es wirklich gerade die Verbindung. Und ich will auch gar keine Texturen auf Mittel machen. Nee, aber es ist wirklich, also ich kann es immer probieren, aber es ging immer. Mein PC ist auch wirklich gut genug. Es ging immer. Es ist gerade nur der Connect, der irgendwie voll rumspielt. Also mein Connect zum Server. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das immer mal so eine Woche und dann mal wieder nicht, ne? Und jetzt habe ich es irgendwie dauerhaft. Wie letztes mit Deeks, wo sie inkognito ins PD reinkam. Ja. Das ist gerade, als ob die Telekom weiß, ey, die sind weit weg. Deswegen, mit Ariane mache ich so, ich esse jetzt so in Intervallen, damit die halt nicht umkippt. Ja. Vielleicht am Internet. Ja, sag ich doch gerade, Sidi! Das ist ja das! Ich sag doch, es liegt am Connect, du Flitzpiepe. Ich sag doch, es liegt am Connect. Sidi, jetzt bin ich aber enttäuscht, stehst du hier so oft mit so klugen Sachen. Ich kann nicht, echt. Ich bin jetzt sehr enttäuscht von dir. Sidi, oh sorry, müde. Sidi, ich bin enttäuscht. Nee, das werde ich mir jetzt auf ewig merken, ne? Also, Sidi, ich schreibe mir das mal auf. Sidi. Oh, schön. Es könnte ein Problem der Verbindung sein, ja. Irgendwas mit Wrestling. Kannst du halt im Internet liegen. Ja, also wenn der Erik streamt, ist sowieso hier Schicht im Schacht, ne? Mit PDRP. Ja, aber in Zukunft... Glasfaser, jetzt müssen wir erstmal eine Zwischenlösung haben wir jetzt erstmal und mit Glück bekommen wir dann bald auch Glasfaser. Und wenn wir dann endgültig irgendwann mal umziehen, haben wir auf jeden Fall die Glasfaser. Gehe ich da mit Laptop hin schon mal zum Haus, ne, und bin da immer am Stream. Ja, gut, der Stream war heute nicht geplant, ne, auf YouTube werden alle verwirrt sein. Es gibt einen Grund, wieso ich ihr die Haare ein bisschen, ich will die Haare bei ihr ein bisschen dunkler machen, eine andere Frisur, weil, ich das Gefühl habe, dass, also, ich habe nichts dagegen, wenn Ariane irgendwie entführt wird oder sonst was, aber ich bin mit ihr im Moment ein bisschen, ich mache mit ihr ein paar Sachen, wo ich immer denke, so, weiß ich nicht, so, wenn man die vom Weiten irgendwie sehen würde und dann finde ich nicht so geil, wenn man direkt sieht, dass es Ariane ist und so, weiß ich nicht.
Vielleicht lasse ich es auch so, I don't know. Und ich hatte mit ihr überlegt, RP-mäßig, dass sie sich die Haare wieder, dass sie sich die auswaschen lässt und dass sie dann schwarze Haare hat wieder, ne? Dass sie halt sagt, so, ey, zum Beispiel hier Larry oder so, ich wollte, meine Haare sind halt so kaputt gegangen, ich wollte jetzt erstmal so eine Woche oder so pflegen und deswegen meine Naturhaarfarbe. Lass die jetzt erstmal ein bisschen ruhen, bevor ich die das nächste Mal wieder färbe. Da liegt es an Barbaras selbst gedrehten Schmuddelfilm mit Jo. What the fuck? Ja. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen.